Das heißt, wenn du irre gehst, die Religion verlässt, du hast ein Leben lang Zeit. Und nicht, du hast 3 Tage Zeit und dann verlierst du den Kopf. Ja. Das ist so unnormal. So krank. Allah ist der größte von allen Schöpfer, ja, weil Allah denkt, es gibt mehrere Schöpfer, die haben gesagt, Tabarak Rabbuka Ahsanul Khaliqin, sagt er auch noch, ne? In den Vers von Embryologie. Dann sagt er am Ende, Tabarak Rabbuka Ahsanul Khaliqin, gepriesen sei deine Gott, der Beste von allen Schöpfer. Das ist nicht bescheuert. Der sagt, ich bin nur ich allein, es gibt keinen anderen Schöpfer, und er sagt, ich bin der Beste von allen Schöpfer. Oh Gott, ey. Ja, Hansi sagt, ich bin geflüchtet. In welcher Debatte? Ich habe noch nie mit ihm debattiert. Ich kann es gar noch nicht. Babo, sie schneiden so Videos, als ob du debattierst. Sie haben auch von mir solche Videos, als ob ich debattiert hätte. Sie nehmen einfach mein Bild und dann so, als ob sie mir eine Frage stellen und ich nicht sage und flüchte. Das heißt, sie sind so, guck mal, das zeigt nur, dass wir absolut im Recht sind mit dem, was sie machen und dass sie argumentlos sind. Der junge Freund, der ist abgehauen, der hat verstanden, der kannst nicht irgendwie schönreden, weil das war klar. Allah sagt dir, 10 können 1000 töten und danach kommt, sagt dir, 200 können, 20 können. Ne, das ist doch widersprüchlich, oder nicht? Gleich, direkt danach und danach, direkt danach, ja, warum nimmst du die Leute als Geisel? Du sollst sie schlachten, hä? Babo, und dann sagst du mir, keiner wird gezwungen, Religion? Wir haben 9 Suren im Koran, die aus Fabeln sind. Mythos, weißt du, was Fabeln sind, ne? Das ist ein Märchen. Zum Beispiel die Sure 18. Und Gargamisch auch. Ja, zum Beispiel die mit Gog und Magog, diese Mauer, die gebaut ist. Die ist aus einer Fabel, also so ein Märchen aus dem 5. Jahrhundert. Geschrieben über Alexander den Großen. Einfach Alexander der Große ist bei denen ein Prophet. Ja, der ist ja Dulkarnain. Der mit den Hörner. Richtig. Und die ist dann zur Sonne gelaufen und dann hat gefunden Leute, die da in die Sonne wohnen. Was für Leute hat er gefunden in die Sonne? Du kannst dich nicht mal die Sonne nähren. Wenn er ankommt, ne, bei der Ende unserer Welt, fand, dass die Sonne sich in eine heiße Quelle und eine glühende Quelle runtergeht und fand dort Leute und solche, hallo? Welche Leute wohnen bitte in der Sonne? Allah, der brennt da. Ja. Und dass die Gog und Magog immer noch leben, bis heute, sagt er, ne? Ja, und die Mauer versuchen ist auf sich der immer Erde noch zu befreien. Wir können die ganze Welt, wir können unsere ganze Globus sehen mit Google Map. Nirgendwo gibt es ein Volk, der versucht, sich zu befreien. Vor allem, wo ist die Mauer aus Eisen und Kupfer? Wo ist diese riesige Mauer? Ja, krass. Ich suche die jeden Tag. Ja, wie hat er diese Mauer bitte schön gemacht? Also wie hat er die Leute da gesperrt? Wie? Wie willst du da Tausende, und dass die sich vermehren? Was essen diese Leute? Was trinken denn die bitte schön diese Leute? Die essen von der Mauer. Ja, das sind so Märchen. Das sind wirklich so richtig verrückte Märchen. Ja, die wollen es irgendwie schön machen, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie weit wollen sie das machen? Tja, wie weit wollen sie das Schöne reden? Leider wird das nicht aufhören, Babu. Hallo, laut Leis, Islam da ist. Ohne Lügen stirbt der Islam. Das ist so. Alle Leute haben den Islam verlassen nach dem Tod von Mohammed. Die haben mit ihm gelebt, die haben sein angebliches Dings gesehen, ne? Wunder, seine Koran. Die haben sich alle umgebracht danach. Du weißt, ne? Sie haben Fatima, als sie schwanger war, umgebracht. Die ist ja 6 Monate nach seinem Tod gestorben, ja. Ja, man hat sie so schwer geschlagen, dass ihr Kind. Sie wollten ihr Haus verbrennen, Omar wollte ihr Haus verbrennen, ja. Sie haben die Tür kaputt gemacht. Umgebracht. Guck mal, wenn ich jetzt, Babo, du bist ein Prophet Gottes, ich erlebe alle Wunder, ne? Dann wirst Gott bewahren, ne, nicht du, irgendwann. Jetzt, XY ist ein Prophet Gottes, ich lebe mit ihm zusammen, ich erlebe alle Wunder. XY ist gestorben, ja, mit vergiftet. Und ich merke, er war ja gar kein Prophet. Und dann fange ich an, seine ganze Familie umzubringen. Ja, sie wussten es, sie haben seine... Deswegen haben sie auch nicht zugelassen, dass er sein Buch schreibt, als er am Sterben lag, ne? Ja. Die wussten, die Bewegung, was da machen. Sie haben gesagt, er redet Unsinn. Ja, der halluziniert, sag ich noch.
Der halluziniert. eigener Prophet redet Unsinn, haben die gesagt. Sie Ja, haben aber sein steht ja auch im Enkelkind Koran, umgebracht. es steht ja auch im Koran ein Vers, warte, ich muss mich der redet nicht so einfach von Unsinn, das ist also das ist ein Wahi, das sind Versen, die herabgesandt werden. Der sagt der Koran, dass Mohammed nicht Unsinn redet, nicht alles ihm von Allah geschickt wird. Und du kommst am Ende und sagst, der halluziniert. Hallo? Der redet nicht von Unsinn, das ist ein Wahi, also das ist eine Nachrichtenbotschaft von Allah. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ja, Adonis, Bruder. Sie haben auch seine Enkelsöhne umgebracht, Hassan und Hussein. Mit Kopf kürzer deren gemacht. Kopf Fußball gespielt, ja. Ja, also sie haben nie dran geglaubt. Selbst seine Die eigenen Frauen Söhne haben haben es nie die geglaubt. Frauen von Ahlul Bayt, die Frauen von seiner Familie haben sie versklavt, von Irak nach Syrien geschleppt zu Fuß und so. Da siehst du mal. Sie haben Ja, die genau haben seine sein. Familien beleidigt in Mekka, ne, in der Moschee und die Medina, die haben die Familie von Mohammed beleidigt. Die ganze Zeit. Dein Schwiegersohn wurde beim Beten in der Und Moschee danach umgebracht. direkt Meslema. Du hast mich doch gefragt über Meslema letztens, gell? Ja. Musailima. Ja? Ja, der war direkt nach Mohammed, direkt noch in in der Herrschaft von Abu Bakr. In Ja, den ja. vier, also das war in den 4 Jahren nach dem Tod von Mohammed, war dieser neue Prophet mit ganz vielen 70.000 Mann Armee 100.000. Ich habe das Buch und von die Ibn Frau. Kathir zu Hause, Bruder. Ich habe das Ja. Buch von Ibn Kathir gerade fertig gelesen und Ibn Kathir schreibt auch über ihn. In Ja. seinem Buch über den Koran. Das war Und er direkt nach sagt, dem Tod von Mohammed. Das war ja, jetzt nicht 10 Jahre oder so. Das war nee, direkt. das war direkt, direkt. Und er hatte 100.000 Anhänger. Ja, und dann hat er eine Frau geheiratet, die auch eine Prophetin war, ne? Ja, er Und hat sie hatte auch bessere ihre Verse Leute. als Und die Allah hatte geschrieben. genauso eine gute Koran oder eine bessere sogar, sagen die Leute. Ja, er hatte eigene Verse als, bessere Verse als Mohammed geschrieben. Ja. Und dann hat ihn Khalid ibn al-Walid Umgebracht, bekämpft. richtig. Der Menschenesser. Ja, Er der hat war ihn dann bekämpft, rechtgeleitet. bevor er dann zu Irak gegangen ist. Und das war in der Zeit von Abu Bakr. Ja, das war Ja. gar nicht so lange nach dem Tod von Mohammed. Die haben ihn auch Leute geglaubt und so. Die Menschen waren damals einfach so leichtgläubig oder wie nennt man das? Cool. Die Menschen haben geglaubt, aber die Sahaba haben nicht dran geglaubt. Natürlich nicht. Die haben nur eine Chance gesehen, da sich zu bereichern und einfach Ja. Macht und ja. Ich meine, wenn es Leider, direkt. Babu, sie lesen leider nicht. Muslime lesen nicht. Du sagst, das ist so, er geht zu seinem Imam, der sagt, nein, das ist nicht so. Ja, krank einfach. Wir sind bescheuert, Mann. Das war direkt nach dem Tod von Mohammed, einem neuen Prophet. Direkt danach. Ja, und die haben gekämpft und die Leute haben an ihm geglaubt. Der hat eine riesige Armee. Das ist verrückt. Und genauso Aber große Armee wie Mohammed. Am Ende, glaube ich, die Armee von Mohammed war 150.000 Mann ja. stark. Ja, sie haben von Muslima den Namen kopiert, sie haben diesen Namen von seinem Gott, Al-Rahman, der Barmherzige, kopiert, sie haben alles kopiert von Muslima. Ja. Der hat Wahrscheinlich. mehrere Götter gemischt. Deswegen ist der Koran so widersprüchlich, weil der hat einen Gott, eine böse Gott genommen und dann einen Rahman, eine barmherzige Gott genommen und die hat sie alle vermischt. Das passt nicht zusammen. Du kannst ja nicht barmherzig sein und trotzdem dich rächen und sagen, schlachte die Leute und so kranke Sachen. Kein Prophet sollte Geisel nehmen, bis er genug geschlachtet hat. Hallo? Warum sollte ein Mohammed. Gott überhaupt Leute schicken, dass die für ihn mit anderen schlachten? Allah wird sie mit eurer Hände quälen und töten. Ihr habt nicht den Pfeil geworfen, sondern Allah hat geworfen. Und die Engel tragen auch Schwerter in ihre Hände und kämpfen mit den Muslimen. Wie bescheuert ist das? Was von Schwerter tragen? Die Leute, in den Krieg, es ist bewusst, wer gezüpft hat, ne? Und wer haben die Engels getötet? Niemanden. Es steht zum Beispiel, der wurde getötet, zum Beispiel in Badr, das waren nur 20 Leute sind der gestorben von den Ungläubigen. Und jeder ist bewusst, wer getötet hat. Und dann am Ende kommst du und sagst mir, da waren 3000 Engel dabei. Und was haben diese Engel gemacht, wenn wir wissen, wer jeder getötet hat? Verstehst du? Ja. Wir wissen jeder, wer geschlachtet hat. Und dann kommst du und sagst mir, die Engel waren auch dabei. Aber wen haben die Engel geschlachtet? Gibt's keine. Gefallene Engel. Genau, Jesus Christus. Ja.
Mohammed sagt ihm, dann kommt Jibril zu Mohammed und sagt ihm, ja, warum hast du den Schwert weggelassen? Allah hat immer noch den Schwert in seiner Hand. Hä? Also ein Gott, der ein Schwert in der Hand trägt und den noch schlachten will, wie bescheuert ist das, Leute? Wie dumm waren denn die Menschen damals? Damals, heute. Ja, Heute, immer noch. wir haben heute Internet. Sie können alles lesen. Ja. Und können nicht lesen, weil das macht für sie ein Problem. Ne? Die bekommen eine kognitive Dissonanz. Ne? Die denken, die haben die absolute Wahrheit und dann werden sie mit solchen Sachen konfrontiert, mit solcher Schlacht, mit solchen Grausamkeiten und können sie einfach nicht wahrhaben. Können es nicht akzeptieren, dass deren Gott einen Schlachter ist, jemand, der Blut sehen will, der kein Interesse hat an Frieden oder an sonst was. Also Babu, hätte er gestern war Beweise einer bei gehabt, mir, ein würde er Muslim. gar nicht ein Schwert brauchen, wenn er Beweise hätte. Oder weißt du, hätte er gar kein Schwert gebraucht. Wenn er irgendwelche Wunder hätte, hätte er kein Schwert gebraucht. In 13 Jahren haben ihm nur 60 Leute gefolgt. In 13 Jahren hat er gebellt, in Mekka, keiner hat sich interessiert. Nur die Armen und Keiner. die Penner. Genau, Bruder, und in derselben Zeit hat Musa immer 100.000 Anhänger gesammelt mit seinen eigenen Versen. Das heißt, er Genau, war ohne erfolgreich als Schwert. Mohammed. Ja. Ja. Bruder, ich hatte gestern ein Muslim bei mir. Ich sage, warum hat dein Prophet ein sechsjähriges Mädchen geheiratet? Sie sagt, Aisha kam von einer armen Familie, also sehr armen Familie, und der Prophet wollte ihr helfen, damit sie nicht verhungert. Muss Ich er habe sie gesagt, unbedingt penetrieren als Bruder, Hilfe oder wie? andere Sache. Ich sage, sie war die Tochter von Abu Bakr, ein mächtiger Stammesführer, ne? Abu Bakr war ein Der reicher war Mann. reich, der hat ihn auch Ja. unterstützt im Kriege, ja. Er wusste Altman war das, auch er sagt, sehr das reich. stimmt nicht. Er sagt, das stimmt nicht. Guck mal, man hat ihn sein Gehirn schon so gewaschen, dass er nicht daran geglaubt hat, dass Abu Bakr der Vater von. Ich habe ihm dann gezeigt, den Hadith, wo Mohammed bei Abu Bakr um die Hand von Aisha hält. Der sagt, das ist trotzdem kein Beweis, dass es ihr Vater ist. Ja, natürlich sagt er, ich bin doch dein Bruder, ja. Das ist Aber bekannt. es ist ja Aber oben. warum ist bei denen Hilfe immer, warum hat Hilfe bei den Muslimen immer mit SEX zu tun? Das verstehe ich nicht. Ja, das Ja, verstehe aber ich in auch Kraft, nicht. und wenn ihr Angst habt, nicht gnädig oder gerecht zu sein mit den Waisen, dann heiratet sie. Hallo? Warum willst du sie heiraten? Warum kannst du sie nicht einfach deren Geld geben? Du hast ja noch deren Geld, sagt ihr dir noch in den Vers. Ja, du hast ja noch deren Geld von diesen Waisen. Ne? Wenn der Vater stirbt, im Islam ist der Kind Waise. Ne? Nicht, wenn die Mutter stirbt. Im Islam nicht. Nicht, wenn die Mutter stirbt. Nur wenn der Vater stirbt, ist ein Kind Waise. Auch wenn die Mutter noch lebt, ist das Kind eine Waise im Islam. Und man ist Waise im Islam nur, bis man die Pubertät erreicht. Wenn ein Mädchen oder ein Junge die Pubertät erreicht hat, ist er kein Waisenkind mehr. Und dann sagt er dir, du sollst sie heiraten, also das ist ja auch ein Beweis, dass du kleine Kinder heiraten kannst im Koran. Noch einen, außer die Sure 65, Vers 4. Das andere auch, sagt er dir hier, die kleinen Kinder darfst du heiraten. Und du hast hier deren Geld von deren Eltern, ne? Deren Erbe, du nimmst ja deren Erbe, du kümmerst dich um diese Waisenkinder, bis die Pubertät erreichen, dann sollst du denen deren Geld geben, ne? Weil früher, vor der Islam, meinen die Muslime, haben die Waisenkinder, jetzt die Jungs, nicht die Mädchen, wenn die nicht gekämpft hatten und wenn sie kein Schwert tragen, kein Recht auf Erbe gehabt, ne? Dann wurde die Erbe einfach weggenommen. Und der wollte sagen, nein, ihr gebt denen deren Erbe, wenn sie die Pubertät erreichen. Und ihr meint, die sind also die sind jetzt irgendwie die können jetzt denken und so, ne? Die sind erwachsen, kannst du denen deren Geld geben. Und isst nicht deren Geld und so. Der sagt dir, du kannst kleine Kinder heiraten, wieder. Und die wollen kommen hier in den Aisha war 18, Aisha war 20, Aisha. Die suchen nach irgendeiner Lösung, egal wie schwach diese Lösung ist. Hauptsache, er passt zu deren Dings, deren Geschichte oder zu deren Moral, ne? Obwohl das nicht stimmt. Und dann ignorierst du mehrere Hadithe, wo Aisha selbst sagt, ich war 6. Die sagt das selbst und die nehmen das nicht von Hadith Sahih und die suchen woanders nach irgendwelche hoffnungslose Dings, Texte. Kranke Geschichte, Mann. Hallo Armon. Servus. Hi, servus. Ich hab eine Frage. Du hast ja gerade gesagt, der Islam ist ein Märchen. Ist der Christentum auch für dich auch ein Märchen? Ich weiß nicht, da habe ich nichts, keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Aber du kannst es ruhig sagen, ich bin nicht böse. Natürlich Nee, ist ich habe da nichts gelesen, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob da richtig Märchen stehen. Du glaubst aber an keine Religion, oder? Nein.
Also ist für dich alles dann, also Gott existiert für dich nicht. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ein Gott mit den Menschen geredet hat und dann, seitdem wir Kameras, Videos und so haben, nicht mehr redet. Das kommt mir einfach, fällt mir schwer. Ne? Ja, also Jesus hat zum Beispiel Kranke geheilt. Daran glaubst du auch nicht, oder? Ich war nicht dabei, ich kann es nicht bestätigen. Okay. Das war, ich wollte nur wissen, lange das vielleicht auch nicht mehr. Es gibt heute Leute, die irgendwelche Kranke heilen, ne? Gibt's auch heute. Ja, aber da hat sie nicht geheilt, nicht mehr so im Krankenhaus, sondern da hat sie schon also Blinde geheilt. Nein, so, auch so, heute, so. Auch nein, auch so in dem Sinne, den du meinst, gibt's auch heute. Es gibt einen Typ aus Marokko, der ist jetzt mittlerweile in Europa, der ist sehr bekannt, die Leute gehen zu ihm, der heilt sie vom Krebs, von Diabetes, von dies und das. Jetzt in dieser Zeit, der lebt noch, ich glaube, der ist in Österreich jetzt. Ne, der macht die Runde hier in Europa und der heilt Menschen. Der hat auch Menschen in Marokko geheilt. Der heilt Leute von Krebs. Ja, von Krebs, von Diabetes, von allem, von Nieren, Krankheiten, von ja, von ganz verrückte Sachen. Der heißt, heißt er nochmal? Warte. Also das glaube ich jetzt nicht, dass er Leute von Krebs heilen kann. Doch, ja, aber der sagt das. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob diese Leute nur einfach es getäuscht haben, mit ihm unter eine Decke stecken, könnte auch sein, aber die Leute haben daran geglaubt. Der ist sehr, sehr berühmt. Noch wirklich. Aus Herat ist er. Der gibt von ihm Videos im Internet. Der ist sehr bekannt. Der Typ gibt mehrere, die das sagen. Oder dass eine Wasserquelle Leute heilt von irgendwelchen Krankheiten. Ja, oder dass irgendwelche heilige Orte, ne, wenn man die Leute diese Orte besuchen, die werden geheilt. Vielleicht macht er irgendwas mit Hexerei. Ich glaube aber auch nicht an Hexerei. Ich glaube nicht an Teufel, ich glaube nicht an Marokko ist dafür an Dämonen. Marokko ist dafür, ja, aber das stimmt oder nicht, das ist die Frage. Ich glaube nicht daran. Ich habe noch nie einen Djinn gesehen oder einen Teufel. Habe ich noch nie. Ich würde sie gerne sehen. Habe ich nie. Weiß ich aber nicht. Aber Hexerei gibt es bei euch, oder? Ja, aber nur weil es gibt, heißt das nicht, dass es ja auch stimmt. Verstehst du? Weil warum helfen die sich nicht selbst, diese Hexer? Aber die Hexerei ist ja nicht für gut, aber ich hab auch einen marokkanischen Freund als mir, das ist nichts Gutes, das ist immer was Schlechtes verbunden, Hexerei. Nicht unbedingt. So Männer, wie gesagt. Es gibt auch die Hexerei, um die Liebe zurückzubekommen oder dass der Mann zu seiner Frau zurückkehrt. Also ich glaube an diese ganzen Sachen nicht. Viele Leute glauben daran, ich glaube daran nicht, weil es gibt keine Beweise dafür. Und die Leute, die diese Sachen machen, geht's dir auch nicht jetzt unbedingt gut. Die können sich nicht selbst helfen. Verstehst du, warum? Warum brauchen die das? Das sind einfach nur, die verarschen die Leute einfach. Na, das ist einfach Geldmacherei. Die dummen Menschen glauben daran und die machen damit Geld. Ist okay. Okay. Ich glaube nicht an Teufel, an Djinn, an dies, weil, guck mal, gäbe es Djinn, hätten wir auch eine Wizard, eine Amt, eine Djinn-Amt. Na, warum haben wir hier nicht? Wir haben Gesundheitsamt, wir haben viele Ämter in Marokko, aber kein Amt für Djinn. Was stellt ihr mal vor, es gäbe ein Amt, jemanden, der wirklich die Djinn kontrollieren kann, dann würden wir auch haben eine Armee vom Djinn, die wir schicken, ne, für unsere Gegner, die können sie nicht sehen, die werden sie ja vernichten in einer Sekunde. Warum gibt's sowas nicht? Warum gibt's kein Amt für Djinn oder für Teufelamt? Warum? Vielleicht will Gott einfach nicht, dass wir die sehen. Ja, aber die sagen in Marokko, wir können sie kontrollieren, ne? Die Leute, die diese Hexerei machen, die sagen, wir kontrollieren ja auch den Djinn. Wir können ihm schicken, dass er dies macht, dass er diese Person krank macht. Warum schicken sie ihn nicht zum Beispiel nach Israel zu deren Bombendepot, dass sie einfach nur die Bomben in die Luft sprengen in Israel? Wenn die sowieso Sachen bewegen können, wenn sie Sachen machen können, warum machen die das nicht? Also kontrollieren glaube ich jetzt nicht so dran, aber ich habe schon gehört, dass man halt ein Ja, Bündnis aber die Hexerei berührt ja darauf, dass die Leute den Djinns kontrollieren, dass sie diese Hexe Sachen ja auch machen, verstehst du? Wer mit Djinn arbeitet, ist ja ein Hexer. Ja, aber das ist ja alles eine Gegenleistungssache. Ne, das ist ja eine Gegenleistungssache. Du kannst halt einfach was machen, um ja, die gibt ihn Opfer gibt zu bringen. Der schlachtet, ja, der opfert für ihn einen Huhn oder einen Lamm und der macht für ihn was. Ja, okay, dann schon. Bis zum gewissen Grad. Vielleicht muss ich aber halt umso mehr. Ja, warum bist du eine Gewissen? Weil das ja einfach nicht stimmt. Weil sonst, wir würden wirklich ein Amt haben, wo Leute die besten Hexe da sind und Djinns kontrollieren und Sachen einfach machen, die keine andere macht. Aber es gibt's nicht. Aber ich stell mir das jetzt so vor. Nee, ich bitte dich, der kann nur die Nachbarin krank machen, aber der kann nicht einen Gegner töten. Sorry. Er kann deine Nachbarin töten, deine Nachbar, aber nicht den Feind.
kann mir das jetzt so vorstellen, jetzt nur vom Reim, wie ich mir das so vorstelle. Umso größer die Aufgabe, umso größeres Opfer musst du bringen. Vielleicht musst du ja irgendwann mal, ne, TikTok sportlich, vielleicht auch Kinder umbringen oder so. Machen die auch in Marokko, das machen sie die ganze Zeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube daran. Kinder, die Leute finden, die geschlachtet wurden, wo ein Ei, ein Auge fehlt, wo diese Kinder heißen Suhrin, die Glücksbringer ungefähr sozusagen. Ne? Das sind so Kinder, die welche Merkmale haben, entweder eine ganzen in seine Hand, ne? Diese wir haben doch so wie Streifen, ne, in unsere Hände, dass er komplett von einer Seite zur anderen Seite geht oder dass ein Auge nicht wie die andere Auge ist oder solche Merkmale. Und diese Kinder werden in Marokko entführt und für solche Sachen missbraucht, ne? Das hat mir auch mein marokkanischer Freund erzählt, wenn du einen Strich, gibt ja Menschen, die haben nur einen Strich in der Hand, nur einen Strich. Und die können, die können den Schatz finden. Die werden ja wirklich entführt und für solche Sachen missbraucht, für zum Beispiel Schätze rausholen. Genau, aber was hat es mit dem Schatz auf sich? Die denken, dass denn den Schatz von Jeans beschützt wird. Okay. Verstehst du? Und die denken, die können es nicht. Ohne diese Opfer kannst du, lass dich den Jinn das nicht anfassen. Ja, und mit ist eine verrückte Sache mit roter Merkur und so, solche kranke Sachen. Das passiert aber wirklich. Wir finden oft Orte, wo es gegraben wurde, wo ein Kind da liegt und wo ein Schatz ja nicht mehr dort ist. Aber das stimmt nicht, dass sie dieses Kind brauchen. Die können ja auch ohne Kind graben, aber nur weil sie diese Aberglaube haben, denken sie, die brauchen unbedingt dieses Kind. Okay. Aber das ist krass. Du sagst, es gibt keine Jins und gibt keine Geister. Ich habe noch nie gesehen, gibt's nicht. Okay. Genau, sehr gute Celestia, ja, genau wie Menschen mit Albinismus in Afrika, ja. Die werden verstümmelt, ja. Und ihre Dings werden für solche Sachen einfach krank, ja. Einfach krank, wenn Dummheit mit Dings verbunden wird, ne? Passieren solche Katastrophen. Es gibt's aber nicht. Es gibt keinen Djinn, es gibt keinen Beweis, dass es in Dämonen gibt oder sonst was, gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Ne? Das sind Schauspielereien, Leute. Außerdem, guck mal, Exorzismus gibt es in jeder Religion quasi. Ne? Warum glauben diese Djinn manche an Koran, manche an Bibel, manche an, was weiß ich, andere Sachen? Ne? Warum? Warum wirkt jede Buch auf diese Djinn? Normalerweise muss ja nur ein Buch von diesen Büchern wirken. Verstehst du, wenn es nur einen Gott gibt? Und nicht jede Buch wirkt dabei. Jede. Ne, der Christ, der wird voll mit Weihwasser, weißt du das, ne? Weihwasser, ja, genau. Ja, besprüht und der schreit und sagt so, der Moslem mit Wasser von Koran, ne, wo Koran gelesen ist, der andere Chinese mit was weiß ich. Verstehst du? Warum funktionieren jede Religion funktioniert dabei? Weil es einfach psychisch ist, in deren Köpfe sind. Die glauben daran und denken, ja, das wirkt auf uns und deswegen reagieren sie ja auch so. Es ist eine Krankheit einfach. Krass. Wir reden ja auch über den Koran. Genau, ich rede ja, ich habe mich nicht abgelenkt. Warum soll ich abgelenken? Es geht einfach darum, um Glauben, nicht Glauben. Darum geht es ja in dem ganzen Gespräch. Aaron. Es geht um Sachen, ob man was glaubt oder nichts glaubt. Also wenn der Babu an nichts glaubt, glaubt er an nichts. So, fertig. Das war die Frage. Ich glaube ja an Gott und ne, an Dämonen und so eine ganze. Ich glaube, es fällt mir einfach schwer zu glauben. Ja, ist in Ordnung. Ich bin Realist. Also ich mag Beweise. Ne? Ich glaube an Wissenschaft, ne, weil ich da Experimente machen kann und wiederholen und die gleichen Ergebnisse bekomme. Das kannst du mit den Jeans machen, damit ich glaube nicht. Ich bin ja auch Realist. Trotzdem habe ich einen Glauben. Ja, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Es ist schwer. Also es ist schwer zu sagen, ich bin Realist, aber ich glaube, dass Jeans fliegen, dass Jeans, obwohl du sie ja nicht siehst, obwohl du gar nichts von denen weißt, ne? Aber trotzdem. Also ich glaube nicht an Jeans, ich bin Jeans und glaube ich nur im Islam vorhanden, weil das sind Jeans, Dämonen, übersetzt. Ja, Jinn, Afarid, es gibt viele im Islam, nicht nur eine. Afarid, also, bei uns gibt es ja nur Dämonen und Geister. So. Ja. Nee, bei uns gibt es Jinn, Arwah gibt es bei uns. Geister sind Arwah, aber die haben keine, die machen nichts. Aber bei uns gibt es die Djinn, die bösen Djinn, die Muslime Djinn, die ungläubige Djinn und so, okay. Ganze Stimme von Djinns.
ne, dass der Satan Geschlechtsverkehr mit sich selbst macht, ne, und der legt 70 Eier am Tag. Also ist das realistisch? Das habe ich noch nie gehört, dass man 70 Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Doch, habe ich doch, schon. doch. Das gibt's nicht. Islam gibt es. Ja, dass der Dschinn 70 Eier am Dass Tag. Also das der. der 70 Eier lädt, das höre ich wirklich das zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Doch, doch, Bruder, das habe ich das jetzt. bei der Filiale, doch. Ja, Urban. er hat links ein PNS und rechts eine Vagina und dann sitzt er da und macht mit seinem Bein so hin und her und macht. Genau. Das steht bei dir. Okay. Ja, Und okay, der ich weiß mal, der natürlich. legt 70 Eier am Tag. Doch, doch, das ist, nein, das ist also, wenn du sagst nein, dann ist man ein Käfer. Das ist ja, also, es gibt keinen Zweifel. Und dann, wenn ich Ja. sage, ich bin Realist und an so eine Sache glaube, dann, sorry, wo sind dann diese Eier? Wer hat sowas gesehen, überhaupt, um es zu sagen? Wo steht das oben? Weißt du, wo das steht? Ja, bei uns in Europa wurden ja auch Sachen von, also vom Teufel gezeichnet, wie er aussieht, ne? Die Ich bin richtig gerade Zeichen. Aber, Erstens nee, jetzt mal, es steht sonst suche ich für den Bruder, Bereich. ich esse gerade, ich bin gerade nach Hause gekommen. Alles gut, ich sag ihm, wo steht Danke. das. Ich sag ihm, wo steht das mit den 70 Eier. Warte, Freunde, ich suche es. Ja, Jesus, das ist so witzig, ne? Ich stell dir mal vor, ich esse gerade wirklich Spiegeleier. Ich dir. Okay. Ja, hier. Das hat die Porto gesagt, warte. Ist der Bruder noch da, der das wissen wollte? Ja, es gibt auch eine Riwaya von Asim ibn Abi Uthman, die sagt, ein Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun awwal man yadkhulu as-suq wa la akhiru man yakhruju minha fa biha ba'da ash-shaytan wa farrakh. Sei nicht der Erste, der in den Markt reingeht und nicht der Letzte, der rausgeht aus dem Markt, weil der Satan hat da rein Eier gelegt und auch gebrüht. Qala ibn Aber ist das jetzt der Satan gemeint, der Herrscher, der richtige Satan? Weil es gibt ja auch ganz viele andere, also Dämonen. Das ist den Tafsir, warte. Ja, hier, weil der sagt, guck mal, Sura Al-Kahf, ne? Sura Al-Kahf, Vers 50. Den Tafsir von Qurtubi findest du es. Sure 18, Vers 50, Kurtubi. Ja, den Tafsir von Qurtubi. Okay, warte. Bei uns im Christentum wird auch werden die Dämonen auch als scheußlich bezeichnet, also richtige scheußliche Wesen, die auch ekelerregend sind. Ja, aber das Dschinn gab es ja auch vor der Islam, ne, dort. Die Leute haben dort vor der Islam auch an Dschinns geglaubt, dass die einfach in dreckige Orte leben, ne, und in die Toilette, bevor du reingehst auf Toilette, musst du sagen, A'udhu billahi min al-khubti wal-khaba'it, ne. Das heißt, ja, Gott beschützt mich von den Chubt sind die männlichen Dschinns und Chabait sind die weibliche Dschinns, ne? Bevor du in die Toilette gehen, musst du das sagen und mit deinem linken Fuß reingehen. Das ist ja, also in den Islam ist das ja sehr, sehr geprägt. Aber eins muss ich mir jetzt beantworten, weil du kannst ja Arabisch, es gibt dieses Buch, das hat mir ein Freund auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, das heißt, hat so ein Algerier das geschrieben, wenn man die Dschinns beschwört. Wie heißt das Wie? nochmal, das Buch? Da gibt es so ein Buch, wenn man die Dschinns beschwören kann. Ich So ein glaube, Shamsul arabisches Buch. Ma'arif. Genau, Digga. Shamsul Ma'arif. Ja, aber das ist eine Verarsche, ich meine. Ja, das ist so ein Buch, ja.
wo man sagt, hast du mal so Einblicke mal gehabt? Hast du mal das mal gelesen? So, da musst du gehen, in eine Höhle gehen, ne, irgendwo, in dir eine Höhle aussuchen und dann dort allein sein und nichts essen, was vom Tiere kommt, nur Brot und Olivenöl. Und da bleibst du 40 Tage und du musst Sachen lesen, dann wirst du eine Djinn sehen und der wird dir auch gehorchen und dies und das. Aber das, ja, das ist also Schwachsinn, ich meine. Wenn es so wäre, dann würde es dir. Aber du hast das. Wenn ich 40 Tage ohne Essen in einer Höhle bin, da sehe ich auch Djinns. Also du hast ja Essen, hat er gerade gesagt. Also Brot und Olivenöl. Olivenöl und sehe so keine Milch, keine Eier, keine tierische Produkte. Die Marokkaner essen viel Olivenöl, gell? Stimmt. Wie bitte? Die Marokkaner essen viel Olivenöl. Ja, ja, weil wir waren ja auch, die Dings waren bei uns, ne, die Römer, und die waren ja auch ganz bekannt für Olivenöl und so Sachen, ne. Wir haben ja wahrscheinlich noch, von denen gelernt. Arganöl habt ihr noch, gell? Ja, Arganöl auch. Nussöl, ja. Ja. Du musst 40 Tage in diese Höhle reingehen, also ne, Olivenöl, ne, Brot, und dann kannst du das sehen. Hast du es ja selbst da drin gelesen, was da drin steht, weil es gab hier ja so viele Berichte. Ja, du siehst den zu 100%, ja, aber ob es stimmt oder nicht, keine Ahnung, ich habe es nicht probiert. Also ich habe jetzt schon viele Berichte auf YouTube gesehen, die Leute sagen, ja, du darfst das Buch nicht anfassen, da drehst du halt extrem durch, da gibt es so viele Leute, die sind verrückt geworden und so. Ja, aber ich meine, du bekommst ja auch Halluzinationen. Und wenn du daran glaubst, vielleicht siehst du sie auch noch, verstehst du? Mhm. Wie vorhin gesagt, wer an Jesus glaubt, wirkt bei ihm Weihwasser. Wer an Islam glaubt, wirkt bei ihm das Wasser, wo Koran gelesen wurde. Wer an eine andere Religion glaubt, wirkt bei ihm die andere Religion. Verstehst du? Das ist ja eine psychische Sache, nicht eine. Weil sonst würde nur ein Buch da wirken und nicht jedes Buch. Verstehst du? Von jedem Gott, ob es falsch ist oder wahr. Es kann ja nicht sein, dass alle diese Götter dann existieren und alle diese Bücher wirken bei den Exorzismus, ja. Ja, Exorzismus. Ja, aber gibt es dieses Buch, das interessiert mich immer, gibt es dieses Buch auch auf Deutsch so übersetzt oder ist das nicht, kann man es nur auf Arabisch lesen? Das Shams al-Ma'arif, ja. Die Sonne von Wissen oder so, das ist. Das kenn ich auf Deutsch. Weiß ich nicht, ob es gibt auf Deutsch. Ach, ich kann es auf Arabisch. Ich kann es nur auf Arabisch. Ich kann es nicht auf Deutsch. Das würde mich mal interessieren, das mal zu lesen, einfach mal so für mich, dass du. Genau, Coca-Loca, ja. Ich habe es versucht bei den Leuten, aber die mögen das nicht, ne? Die wollen das nicht. Ich würde gerne mit Leuten zusammen, aber wenn man unterschiedliche Glaubensrichtungen hat, dann ist das immer schwieriger. Grüß euch. Hallo, Geist, grüß dich. Achruj, ja, Jinn, achruj. Achruj, ja, Jinn. Ja, und der Jinn geht raus aus seinem Fuß, ne? Nein, ich versuch den gerade von dir abzutreiben, diesen Jinn, der in dir drin ist, weil ich bin's, ja. Fashion. Tada, achruj, ja, Jinn. Ja, bei mir soll er rausgehen. Wie geht's dir, Babu? Gut, ich wünschte mir, mit mir würde ein Jinn reden, ey, ich wünschte. Echt? Ja, okay, ja. Ich würde an Jinn glauben, wenn sie mit mir reden und mir Sachen zeigen, würde ich direkt an sie glauben, nicht an Allah. Hast du Verfolgungswahn? Die machen es nicht. Wo sind denn die Jinns? Habe ich noch nie gesehen, sage ich doch die ganze Zeit. Ich sage, es gibt keinen Jinn. Es gibt keinen Jinn, sagst du. Aber okay, du bist eher Atheist. Wer sagt, dass es Jinn gibt, soll es hier auch beweisen. Hä? Ah ja, viele Leute drehen ja durch und drehen am Rad und. Sagen, ja, aber es gibt ja auch psychische Sachen, ne? Es gibt ja auch psychische kranke Leute, es gibt ja psychische Störungen, ne? Das sind ja die Beweise und nicht die Djinn ist der Beweis. Genau, Psycho-Helotze, ja. Aber weißt du, was das Traurige daran ist, Babu? Wenn du jetzt so Horrorfilme guckst, du glaubst ja nicht daran, so an diese ganzen Sachen, dann macht das Gucken ja für dich ja gar keinen Spaß, oder? Was macht für mich keinen Spaß? Das Schauen von so, sag ich mal, von so paranormalen Sachen. Also wenn ich sowas sehe, dann habe ich immer so ein bisschen Angst, ne, so ein bisschen, ne, dann macht das bei mir nicht. Ich renne auch nicht nachts, wenn es dunkel ist, renne ich auch nicht weg, wenn ich irgendein Geräusch höre, sondern denke ich, okay, das ist bestimmt irgendwas, ne, erkläre ich es ja halt logisch und nicht mit Aberglaube. Aber du kennst doch die Mutprobe in Marokko, Babo, oder? Ja, sich als Jugendlicher einmal nachts allein im Friedhof, man muss in die Mitte reingehen und ein Feuerzeug zeigen. Ja, aber der Islam sagt ja auch, aber es gibt keinen Djinn. Ja, aber die dicksten Friedhöfe normalerweise sind keine Djinn, sind keine Teufel, ne?
Aber die Leute haben Angst, warum geht man nicht noch Ja, aber das ist ja genau, weil die keine Ahnung von Islam haben. Wenn sie von Islam Ahnung haben, dann wissen sie, dass der Dschinn und Teufel und so aber nicht hast du mal diese Mutprobe gemacht in Marokko? Weil du kommst aus Habe ich nicht, ne? Wir haben gewohnt näher von einem Friedhof, aber ich bin ja auch manchmal entlang gelaufen und so. Früher, wo ich gläubig war, natürlich hatte ich Angst, aber danach habe ich keine Angst mehr gehabt. Wir haben da Dings, Vogel, Dings. Ich muss raus, Leute. Bis später. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Wir haben da diese singende Vögel immer Dings. Wir haben da Dings gemacht. Wie heißen Fallen, ne? Und dort Tiere einfach. Verrückt, ey. Tiere gefangen. Ihr habt Tiere gefangen? Ja, im Friedhof und so. Aber was hat die mit Tieren gemacht? Vögel, die singen und so. Ach so, okay. Es gibt doch so Vögel, die dort leben. Und dann, wir haben sie dort gefangen. Einfach Aber so. Einfach so als Spaß so, wenn die nochmal ja, freigelassen, wir haben die oder? dann ja und wir haben sie dann behalten in einen Käfig und die haben dann gesungen und so. Krass. Ja, aber wir hatten ja Angst als Kinder, natürlich hatten wir Angst dort. Der Islam machte ja auch Angst von dem Tod, ne? Man hat ja Angst vor dem Tod von Toten und so. Viele wollen ihre Familie gar nicht sehen, wenn die sterben oder anfassen. Ich kannte eine Bekannte und sie war gläubig, die hat auch den Islam verlassen. Die war mit Khimar, also die hat richtige Khimar getragen, ne? Nicht nur Kopftuch, sondern richtige Verschleierung. Die hat also freiwillig oder wie nennt man das, ehrenamtlich ja halt die Frauen gewaschen nach deren Tod und so. Und sie meinte, als ihre Schwester starb, wollte die Mutter gar nicht ihre Tochter sehen. Die sagte, Mama, das ist doch deine Tochter, die guck mal, die ist friedlich und so, und die hatte Angst. So sehr, sagte mir, ja, das ist der Islam, der den Menschen so eine Angst macht von den Toten, dass sie nicht mal, ja, sie anfassen wollen, also. Reinigen müssen die doch, macht eure Toten, reinigt die auch, oder? Also. Ja, wenn die sterben, wenn die nicht an einen Unfall sterben oder in einen Krieg, ne, in Krieg sind die Schuhada, die werden dann von, die zum Beispiel die Märtyrer, die werden nicht gewaschen nach dem Tod im Islam. Die werden von Okay. Engels gewaschen, weil die für Allah gestorben sind. Die werden so Aber wir einfach. müssen die müssen zum Tuch, in zum weißes Tuch reinlegen, dann in die Erde, ne? Ja, bei der Okay. Frau machen sie zwei Tücher, damit man ja nicht sieht. Und ja. Zwei Tücher, warum zwei Tücher? Weil sonst es durchsichtig ist. Man kann ja die Ach so, Brüste sehen. klar, wegen Scham oder was, wegen dem Scham. Ja. Wegen Brüste und so, ja, und Ja, Genitalien, so. okay, Da wird es das doppelt gemacht. kann ich. Und dann Okay. irgendwelche Sachen, ne, womit man gewaschen wurde, diese Seife, diese ganzen Blumen oder wie man das nennt, diese Kräuter und so. Ja, diese Ritual. Ja, kannst du mal bitte uns ja auch gemacht. Wir waschen die Leute ja auch hier ganz normal. Das ist, Ja, die finde ich auch okay, was ist das Problem, aber wenn man zum Beispiel stirbt als in einem Brand oder ertrinkt oder ein Unfall und so, da wird er nicht gewaschen. Ist ja auch verständlich, weil da so viel ja, Blut ist da und kannst du nicht mehr. Kannst du nicht ja. mehr. Gibt's bei euch in Marokko auch so Organspende, so wenn einer stirbt, so sage ich mal, Ich weiß nicht. Organ, wird Heute Organ weiß ich nicht, rausgeholt? glaube ich nicht. Nee. Ich habe hier einen Organspendeausweis, habe ich heute hier. Ah, okay. Habe ich auch Ich habe noch, auch ja. ge geschrieben, alles, die dürfen alles nehmen, was ja noch zu gebrauchen ist. Da finde Finde ich ich eine auch gut gute so. Sache. Ich hab das auch gemacht. Ich finde das auch gut so. Warum sollte man, wenn man stirbt, Ja. warum soll man noch jetzt seine Organe behalten? Man ist doch tot, fertig. Ja. In Niemand Marokko weiß ich braucht. nicht, wie das ist, weiß ich nicht. Weil manche sind sogar gegen Dings, gegen Autopsie, ne? Manche wollen ja nicht mal, dass der Körper geöffnet wird oder dass man nach dem Tote Ursache guckt oder so. Manche Gläubige wollen das nicht, ne? Okay. Das ist scheiße, dann ist das manchmal muss man auch wirklich zum Arzt, man kann nicht nur beten, ne? Ja, aber das ist das Problem bei der Glaube, ist, man denkt, man hat hier absolute Wahrheit und ich weiß, wie wahrscheinlich ist das, dass die Leute vor 1400 Jahren die absolute Wahrheit hatten, obwohl sie nichts Wissenschaftliches hatten, nichts. Ne? Alles war nur Glaube. Und warum soll nur die Glaube wahr sein und heute das, was wir wissenschaftlich beweisen können, nicht, ja. So, In wie sie Iran, haben. ich habe gehört, in Iran gibt es sehr gute Augenärzte. Also sogar die besten. Die Ich weiß besten nicht, der keine Welt.
Keine Ahnung, aber ich habe einmal auch so eine wirklich, wir haben viele Leute gefragt, wie könnt ihr mit Glaube und Wissenschaft, ne? Und der meinte, wenn ich in ein Labor reingehe oder in meinen OP-Raum, dann denke ich gar nicht an Glaube, ich denke nur an das, was ich studiert habe. Ja klar, Und muss ja das, deswegen man muss ja. die mischen, ja, weil es war mir immer schwer, ne? Vor allem bei dem Islam, weil es gibt da wirklich Widersprüche mit dem Islam und Wissenschaft oder Medizin und Wissenschaft. Da kann man ja nicht, ne? Wenn der dir sagt, die Spermien kommen von den Rücken, ne, von deiner Wirbelsäule und bei der Frau kommen sie von ihrer Brüste, ne, und du studierst Medizin, da stoßt du auf das als Erste, ne? Schon in der Schule merkst du, dass das nicht stimmt. Und dann trotzdem wirst du weiter glauben, obwohl du, das ist ein klarer Beweis, dass Allah keine Ahnung hat von unserer Anatomie. Verstehst du? Ja, sind ja. Oder dass da erstmal Knochen kommen und danach von Fleisch umhüllt werden, stimmt auch nicht. Und ich habe wirklich, wir haben wirklich da Wissenschaftler gefragt oder halt Wissenschaftsleute und die sagen, nein, wenn ich reingehe, meine Dings, vergesse ich komplett die Religion und denke nicht mal daran. Man muss halt Wissenschaft, muss man halt anders da angehen, ne? Ich glaube, man Ja, kann also. trotzdem Glauben haben, man kann auch trotzdem Glauben haben mit der Wissenschaft zusammen. Also ich weiß nicht, was da. Ja, außer es ist Widersprüche. Dann kann man nicht mehr. Also, dass ich jetzt zum Beispiel die Wissenschaft ignorieren muss, wenn es sich mit der Religion nicht einstimmt, dann bin ich halt dumm. Ne, wenn ich eine Religion, wenn ich irgendwelche wissenschaftliche Sachen leugne, nur weil es in einer Religion gesagt wurden vor 1400 Jahren, dann bin ich dumm. Warum sollte jemand in der Wüste vor 1400 Jahren die Wahrheit haben, die wir heute nicht haben? Wir haben uns ja weiterentwickelt und nicht zurückentwickelt. Wir haben heute Medizin für Krankheiten, die damals nicht mal kannten oder verstanden haben. Die konnten damals nicht richtig heilen. Wir haben heute Impfungen, wir haben heute Sachen, wir können heute OP machen, wir können heute Organtransplantation machen. Das alles kannten sie damals nicht und die konnten sich nicht mal vorstellen, dass wir heute Herztransplantationen machen werden, ne? Oder Niere oder Leber oder. Verstehst du? Ja. Ja, wir haben Ultraschall, genau, wir können sehen, ob das ein Kind, ein Sohn ist oder ein Mädchen. Allah sagt, nur Allah weiß, was in den Bauch von Frau ist, ne? Ob es ein Mann oder ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Aber das stimmt nicht heute, weil vielleicht das jeder Arzt kann es heute wissen, nicht nur Allah. Wir Das können weiß ich, sogar aber. heute Tests machen, im Embryo können wir heute Tests machen, um zu gucken, ob das Kind gesund wird oder eine Behinderung haben wird oder, weißt du? Wir Aber können das mit dem Freude Herz. viel. Sorry, das mit Nicht dem nur, ob es ein Herzschlag. Mann oder ein Mädchen wird, sondern auch, ob es krank, ob es gesund wird oder nicht gesund wird, das Kind. Das können wir heute sogar wissen mit Läuft Tests. jetzt hier runter. Danke, dass du Danke, mich Bruder aufgenommen Jürgen, hast, danke. Gabo. Ich werde dich Danke. schreiben, ja. Dankeschön. Danke, Bruder. Aber das mit dem Herzschlag ist bis jetzt unerklärt. Nein, mach dir Liebe. Nein, nicht unbedingt Menschenopferung. Nein, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Teil meiner Leber gebe, lebe ich trotzdem weiter. Ne? Du weißt, Leber, du pflanzt nur einen kleinen Teil und es entwickelt sich der einzige Organ, der sich weiterentwickelt, zu einer volle Leber. Nur ein kleines Stück von meiner Leber, wenn ich es dir gebe, wird es bei dir sich weiterentwickeln zu einer ganz normalen Leber. Das ist keine Opferung, weil ich sterbe dadurch nicht. Oder wenn ich dir eine Niere gebe, dann kann ich auch mit einer Niere normal leben. Wir können heute sogar Organe pflanzen, die halt in ein Labor gemacht wurden, Maschinen. Ne? Es gibt Leute, die haben statt ein Herz eine Maschine. Da wurde niemandem geopfert. Das hat ja Also die ein Herz ist Wissenschaft ja gemacht. das Herzding da, die Herzpumpe. Ja, Pumpe oder eine komplette Maschine. Es gibt Leute, die damit laufen auf der Straße mit einem ganzen Herz. Du hörst das Pump, 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 Pump. Und das ist ja keine Opferung, weil wir opfern dafür niemanden. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Dialyse für Leute, die Nierenprobleme haben. Da wird auch niemanden geopfert. Da waschen die dir deinen Blut in eine Maschine, die genauso funktioniert wie deine Niere. Schon krass, was heute da alles möglich ist, ne? Ja. Oder diese Schrittmacher für Herz. Für Leute, die einen Herzinfarkt bekommen oder so. Wir können heute vieles erreichen. Und das war nicht dank der Religion, im Gegenteil. Religion war sogar dagegen, dass man so tief in der menschlichen Körper
guckt, wie es funktioniert, was die Organe machen. Wir können heute so viele OPs machen, sogar Gehirn-OP machen die heute. Tumore werden entfernt, die Leute leben länger. Das finde ich, das ist schön. Na, schau mal beinahe an. Sophie, hallo. Geht's dir gut? Ja, sehr gut, danke dir. Babu, ich werd seit neuerdings auch als Islamhetzer betitelt. Ja, herzliches Glückwunsch. Willkommen in der Ich hab's Gruppe. geschafft. Willkommen in der Gruppe, Bruder. Ach. Ja. Alles, was ich, ey, alles, was die sagen über mich, alles, was ich bin, keine Ahnung, ey, ich weiß, ich glaube, es fehlt nur noch, dass die sagen, dass ich eine, irgendwas, was weiß ich, ja. Die haben alles Mögliche Ich habe sogar, gesagt. ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Die kamen mir ja mal, einer von denen kam mal sogar links auf mich zu und sagte mir, ja, dieser Babu, er ist beim IS gewesen und er bereut seine Taten und deswegen macht er das gegen den Islam. Ja, genau. Ich hab den Islam verlassen schon vor IS, glaube ich, ja. Ja, und damals, wo es IS kam, habe ich ja Sachen gepostet auf meinem Facebook und so. Die beweisen, dass das, was die machen, ja auch die Wahrheit ist, die ganzen Fersen und so. Das war mir auch scheißegal in der Zeit, weil das war zu grausam, was die gemacht haben mit den Menschen. Ja, kommen dann sagen, nein, das hat mit dem Islam nichts zu tun, damit die Leute weiter in Islam glauben und weiter Saudi-Arabien Geld geben, Wie ne? lange bist du schon live? Ich würde sagen, keine Ahnung, warte. 1,5 Stunden. Okay, komm. Ich mache 2 Stunden oder so und dann gehe ich wieder raus. Gut zu wissen. Nein, Ich du mache bist in nicht mehr letzter so Zeit lange. etwas weniger live, deswegen. Ja, aber es macht keinen Sinn, Bruder. Früher habe ich so lange gemacht, aber dann bin ich auch müde. Ich mache meine Sachen nicht. Ne? Ich habe auch meine Arbeit, ich habe auch meine Sachen. Es ist okay. Es gibt ja Videos von mir, von die Themen, die ich spreche. Weißt du, auf YouTube ist auch gut, da muss ich die Sachen auch nicht wiederholen jedes Mal. Nein, ich bin nicht mehr auf Facebook, ich habe gar keine Das ist Dings, gute Social Sache. Media mehr, kein Facebook, keine Instagram, nix. Poste einfach deine Dinger da auf YouTube. Ja, es macht einen Bruder hier, der nimmt auf und postet. Das ist besser so. Das ist besser so. 100 mal besser. Ja, und ich merke auch, dass neue Leute folgen von diesen, bestimmt von diesen Videos, weil wenn ich 2, 3 Tage nicht live bin und trotzdem neue Follower bekomme, dann weiß ich, okay, jetzt kommt von dort. Der YouTube-Kanal heißt Islamaufklärung, Walla geil. Oder ihr schreibt einfach Babu ex-Muslim und ihr werdet einfach die Videos finden. Ja. Schreibt einfach Babo. Es gibt zum Beispiel das Video von mir und Joker. Da, es gibt das Video von mir und Fashion, von mir und Fehmi. Es gibt viele Videos. Und die ganze Live sind da jetzt 7 Stunden, 6 Stunden, 11 Stunden manchmal. Ihr könnt ja weiter, ne, machen, bis ihr dann den Teil, den ihr sehen wollt, findet. Zum Beispiel das mit Dings, mit Joker solltet ihr euch mal angucken. Ich bin schon mal reingefolgt. Okay, ja, macht das folgt. Das ist nicht mein Kanal, das ist nur ein Bruder, aber folgt ihn bitte. Der macht wirklich gute Arbeit, der gibt sich Zeit, der postet, der nimmt alles auf, der macht wirklich gute Arbeit. Mimi, danke, danke fürs Geschenk, danke. Panther. Oder halt der Typ, der es so am weitesten gebracht hat, wenn du so sehen willst, mit dieser Aufklärung, ist halt schon Armin. Also, nee, Armin, Ex-Moslem, weißt du? Ja, Der okay. hat sich auf die ganz große Bühne geschafft. Ja. Der macht das auch sehr gut, ja. Ja, das mit Joker ist ja cool, wie der fand den Hadith und dann wollte er es doch nicht mehr lesen, fang an zu spucken, zu beleidigen, bis er gesperrt wurde. Der spucken, spucken, beleidigen, oh du, dies Sohn, dies Sohn. Deswegen konnte ich das Video hier nicht posten, weil der beleidigt ja nur. Versteht ihr? Wie soll ich das dann posten? Die Beleidigung, die haben ihn ja auch deswegen gesperrt. Ja. Alex, frohes neues Jahr, danke, danke. 2024. Aber die haben echt so ihre Hakan, er hat nicht Leute, die mal beleidigt. reinkommen, Okay, ihr die. sagt einer, der hat nicht beleidigt. Hakan, ich habe gerade gesagt, das Video ist komplett ungeschnitten auf Dings auf YouTube zu finden. Da wird ihr sehen, wie er beleidigt hat. Der hat gar nicht gegeben, kein Argument gegeben. Und ich sagte ihm, Bruder, hör doch auf jetzt. Das sind keine Beweise, das sind keine Argumente. Lest uns einfach den Hadith. Der wollte es nicht zeigen, wollte es nicht lesen.
Und dann habe ich wieder, weil Dings hatte mich gefragt, der Bruder Carlo wie heißt der, Gudi, habe ich sie wieder hochgeholt, habe gesagt, Leute, könnt ihr bitte mit ihm reden, dass er sich halt beruhigt, ne? Die haben gesagt, ey, wir haben mit dem Bruder geredet, dass er dich hochholt, dass du ja respektvoll bleibst und so. Ist er nicht. Hat er weiter beleidigt und gespuckt, bis er gesperrt wurde. Ich habe ihn nicht mal runtergeschickt, weil ich wusste, der wollte, dass ich ihn runterschicke, um zu sagen, ich bin abgehauen oder, ne? Oder der hat ihn fertig gemacht. Da habe ich nicht. Ich habe ihn beleidigen lassen, bis er gesperrt wurde. Und wenn ihr euch das Video anguckt, werdet ihr es merken. Dann ist es sein Pech. Ja, genau, Calimero. Der hat sich voll blamiert. Guckt euch das Video, einfach schreibt einfach Babo ex-Muslim und Joker und werdet das Video finden. Das komplette Live ist da drauf. Ja, ich schneide keine Videos, um irgendwas zu verfälschen. Ja, dieser Joker ist ja schon, wie soll ich sagen, er ist ja schon kaputt gegangen, beziehungsweise halt dieser, also haben die sogar noch mehr kaputt gegangen, als der Bruder Tatar hochgegangen ist und sie mal gefragt hat, ja nee, sie sagen ja, jeder Selbstmord ist nicht erlaubt, beziehungsweise haram, weißt du? Aber dann haben sie, also dann hat halt der Tatar den einen Satz bzw. eine Aussage von einem ihrer Gelehrten, den sie so hoch anpriesen mit Sheikh Al-Albani. Al-Albani. Genau. Ja. Haben das den Al-Albani, weißt du, diesen Typen. Ja. Die reden dann immer so groß, nehmen seine Sachen, sagen, boah, der redet. Ja, und der war nicht mal Araber und Reher. Aber hat er nicht gesagt, man darf sich. Er hat gesagt, dass man sich in die Luft sprengen soll und dass man hier. Genau, das ist der Punkt. Und den hat er angesprochen. Und ja, der hat darauf auch keine Antwort mehr gefunden, hat den beleidigt, einfach zu beleidigen, Joker. Der Joker und dann wurde er da runtergeschmissen. Und, die streiten sich unter sich, Mann. Die sind durch. Die Muslime streiten sich unter sich. Der eine sagt, nein, du bist Kafir, du bist kein Boss. Oder ich habe eine Frage an dich. Wirklich, das hat mir letztens ein Kollege gesagt. Aber hat dieser Typ nicht ein bisschen Ähnlichkeit mit Liebe zum Hadith? Warte. Wer? Hat er nicht ein bisschen Ähnlichkeit zu Liebe mit Hadith? Das ist aber gemein, nein. Du warst aber schon, sehr ehrlich. Ja, ich weiß, was du meinst, Mutter. Aber ja. Das kam nicht von mir. Das ist aber gemein. Ey, mein Gott, man ist egal, wie man aussieht. Man sollte einfach nur ehrlich sein. Ne? Das Herz, wie man sagt, ist wichtig. Ne? Oder die Moral. Ich entschuldige mich. Das ist wichtiger. Liebe zum Hadith. Der hat keine Ahnung von Hadithen. Ne? Ich habe einmal einen Bruder hier gegeben, einen Hadith, wo man mit schreiben kann und so. Und das wurde ihm gezeigt. Der hatte keine Ahnung von den Hadith. Und die sagen immer, ja, Mohammed war. Ich weiß bestimmt auch noch, dass Hadith ist von Mohammed. Analphabet war und so. War nicht Mohammed, war nicht Analphabet, ne? Nebiyun Ummiyun, das heißt von eurer Umma, von eurer Gemeinde, das heißt nicht einen Analphabeten-Prophet, der konnte schreiben. Es gibt mehrere Hadithe, wo er zum Beispiel, als die reingegangen sind in Mekka, erobert haben, dann wollte Ali den Vertrag schreiben, ne? Zwischen ihnen und den anderen. Und dann hat Ali geschrieben, in den Vertrag, hat er geschrieben, ich kann nicht mal Arabisch, seht ihr? Hier wieder, Leith. Leith, was bedeutet Leith? Ich sage dir, was Leith bedeutet, was dein Name bedeutet auf Arabisch, das bedeutet Löwe. Ne? Wenn ich kein Arabisch kenne, woher soll ich wissen, dass Leith eine Löwe bedeutet? Ne? Leith, Farouk, das sind alle Namen von Löwe. Der hat 7 Namen im Arabisch. Ich weiß sogar, was dein Name bedeutet, Leith. Und ich kenne kein Arabisch. Findet bitte irgendwelche andere Ausreden. Dann hat Ali geschrieben, Muhammad Rasulullah. Ne? Dann haben die Leute gesagt, davon Mekka, nein, 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 schreib nicht Rasulullah. Wenn wir wussten, dass er Rasulullah ist, hätten wir an ihn geglaubt. Versteht ihr? Du kannst auch nur etwas Deutsch, du kannst das nicht perfekt. Ach so, jetzt kann ich kein Deutsch. Okay. Hey, du arme Leith, tut mir leid. Ja, und dann hat er gesagt, nee, wenn wir, dann haben die Leute von Mekka gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass er ein Prophet ist, hätten wir von Anfang an ihn geglaubt. Nein, schreibe nicht Muhammad Rasulullah, schreib einfach seinen Namen, ne? Muhammad ibn Abdullah. Und dann hat Mohammed das selbst genommen und das weggemacht, ne? Hat er weggemacht Rasulullah und geschrieben Muhammad ibn Abdullah. Hat das Mohammed selbst gemacht. Versteht ihr?
Also die Leute haben auch, als er sie erobert hat, haben sie trotzdem nicht geglaubt. Die haben nie geglaubt, dass er ein Prophet war. Die haben gesagt, hätten wir geglaubt, dass du ein Prophet bist, hätten wir ja von Anfang an geglaubt an dich und hätten wir keinen Streit mit dir gehabt. Also schreibe da nicht. Und der war gezwungen, es zu löschen und neu zu schreiben, seinen Namen, ne? In den Vertrag mit denen. Also, ich meine, ich finde auch so eine Geschichte, das kannst du ja kontrollieren, ob es stimmt oder nicht. Der hat selbst weggemacht und gestrichen oder einfach gelöscht und neu geschrieben. Ja. Muslime waren nie Mehrheit, ne? In 13 Jahren hat er gepredigt, hat er gebetet, keiner hat ihn gefolgt. Nur 60 Leute haben ihn gefolgt. In 13 Jahren. 60 Leute, das sind nicht mal 5 Leute pro Jahr. Ey, sogar Samsung und Apple haben heute bessere Dings als Mohammed, ne? Möglichkeiten, deren Firmen und deren Produkt zu, wie heißt das Wort nochmal? Vermarkten. Ja, vermarkten oder ja, es gibt ein anderes Wort. Fällt mir gerade nicht. Bewerben. Ja. Als Beispiel. Aber wie schon gesagt, diese, wie du schon sagst, diese Filme von heute, die tun ihre Sachen ja besser vermarkten als der Mohammed, aber. Ich sag, keiner hat ihn gefolgt, aber es gibt 2 Milliarden Moslems. Wie dumm ist das? Es gibt 2 Milliarden Moslems, und heute sind das nicht 2 Milliarden, erstmal sind 1,6 Milliarden, weil sie einfach Kinder gebären. Nicht, weil sie die Leute von Islam überzeugt werden und zum Islam, und den Islam annehmen, sondern weil sie zu viel gebären. Und das sind ja meistens Länder, die gar kein Wort auf Arabisch verstehen, die Botschaft nicht mal verstehen. Die werden geboren als Muslim, weil ihre Eltern Muslim sind und die Muslims gebären viele Kinder, weil Mohammed es gesagt hat. Tanakahu takataru inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyamah, hat er gesagt. Tanakahu takataru, also macht SEX, vermehrt euch inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyamah. Ich werde mit euch angeben an den Wiederaufstehtag oder wie heißt das, ne? Aber als Beispiel, in Ländern wie Bangladesch als Beispiel, die so eine kleine Fläche haben, so eine große Bevölkerung, die auch... Ich werde auch dazu gezählt jetzt als Muslim. Bin ich Muslim? Nein. Weißt du, wie viele Leute den Islam verlassen haben, trotzdem noch als Muslim gezählt werden, weil sie Muslim geboren wurden? Und weil die Leute es nicht sagen können, die werden ja geschlachtet, wenn sie den Islam verlassen. Deswegen, was hätte ich sie gezählt? Natürlich sind das gezählt, die Völker, die muslimischen Völker sind doch gezählt. Pakistan, Bangladesch, in Indien, Malaysia, Dings, Indonesien, diese ganzen Leute, die so viele gebären, aber Afghanistan keine Ahnung von Religion haben. Die verstehen gar kein Wort. Die Araber, die Sprache verstehen, sind ganz wenig, sind nicht mal, sind ein paar Millionen, ne? Wie viel sind das in Kuwait? Wie viel sind das in Katar? Katar sind das 600.000 Einwohner. Stellt euch mal vor, ein ganzes Land. Die verstehen Arabisch. Libanon, wie viel gibt es da Muslime? Es gibt da auch Christen. Ein ganzes Libanon sind 8 Millionen und sind nicht alle Moslems. Marokko, wie viel gibt es? 34 Millionen. Ne? In Libyen, wie viel? 8 Millionen. Mauretanien, wie viel? 4 Millionen. Es sind nicht mal eine halbe Million, sind nicht mal 500 Millionen Muslime, die Arabisch verstehen. Und 1 Milliarde sind ja diese andere Leute, die keine Arabisch verstehen. Einfach wie Papagei den Koran lesen und nicht verstehen, was da drin steht. Ja, weil nur weil Kinder und weil, wenn er Schiit ist, dann sind die Kinder auch Schiit. Wenn der Sunnit ist, sind die Kinder auch Sunnit. Wenn er Ahmadiyya ist, sind die Kinder auch Ahmadiyya. Das hat nichts mit Glaube zu tun. Das hat nur mit, was deine Eltern dir halt reinpflanzen in deinen Kopf, ne? Diese Gehirnwäsche, was sie dir verpassen. Diese Indoktrinierung. Das war's. Ja, Munafiq. Danke, Conny, danke. Wir versuchen unsere Beste. Aber der größte Teil von diesen Menschen sind ja Kulturmuslime, weißt du? Die sind halt das, was die Eltern. Ja, machen. Die kennen nur diese Alhamdulillah, Subhanallah. Die können es nicht mal richtig reden. Ne? Die können den Koran nicht mal richtig lesen. Der letzte sagt mir einer: Ja, sag mir Tahiyatu. Was heißt Tahiyatu? Auf welcher Sprache ist das, bitteschön? Das heißt, Tahiyyatu lillah, Zakiyyatu lillah, Salawatu lillah, Salamun alayki ya ayyuhan nabiyyu, Salamun ala anbiya Allah as-salihin. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ali. Die können es nicht mal richtig sagen und sagen, ich bin Muslim, Alhamdulillah, ich bin Muslim, Alhamdulillah, Subhanallah. Ja. Dann eine Frage, ja. Indonesien, genau. Genau, die nicht mal Arabisch verstehen. Das ist verrückt.
Der ist Tim, hallo. Der Islam wird siegen, ob ihr wollt oder nicht. Wir werden siegen und ihr werdet ausgelöscht werden, mein Freund. Und du, Babu Ex-Moslem, bist der Erste, der öffentlich... Oh, oh. Das ist ein IS-Anhänger, habt ihr gehört? IS-Anhänger. Der will die Leute auslöschen. Aber ey, wenigstens einer, der ehrlich ist, ne, zu seiner Religion. Bin treu bei dir. Ja, weil, warum lache ich über Aussprache? Weil man musste den Koran so lesen, wie er herabgesandt wurde. Ne? Und nicht mit einem anderen Dialekt. Nein, Allah sagte Quranun Arabiyun Mubin. Das ist ein arabischer Koran, eine klare arabische Koran. Der sagt nicht, das ist ein Hindus-Koran oder das ist ein Türken-Koran oder das ist ein Albaner-Koran. Du bist gezwungen, es auf Arabisch zu lesen. Und es hört sich einfach lächerlich, wenn man die Sprache von Allah nicht richtig lesen kann. Das sind Zungenbrecher. Apropos Türken, hast du das Ganze von dem Fußballspiel zwischen Türkei und Saudi-Arabien schon mitbekommen, was da passiert ist? Nee, was? Du musst dir vorstellen, die Saudis wollten nicht die türkische Nationalhymne abspielen. Und die Türken, die haben sich so krass darüber abgefuckt, dass sie angefangen ja. haben, den Islam. Weil die hatten ja, die Türken, die Osmanen hatten ja auch, die Dings hatten ja auch die Mekka erobert und Medina den ganzen Dings. Guck mal, diese Menschen haben aufgrund von Islam Erdogan gewählt, weißt du? Ja. Und dann geleitet jetzt den Islam wegen türkischen Nationalhymne. Ja, die sind bescheuert, Leute, die sind paradox. Die sind wirklich gestört. Die sind gestört. Die sind bescheuert, das sage ich auch, das macht eine kognitive Dissonanz. Die können nicht klar denken, diese Leute, die denken, ja, wir sind die Besten. Ja, jeder denkt, er ist der Beste. Allah liebt uns. Warum liebt er euch? Allah, weil ihr Moslem seid. Was habt ihr dazu, was habt ihr da gemacht, ne? Wie, ihr seid einfach so geboren. Und damit ihr habt Glück, als Moslem geboren zu sein, was ist mit den Leuten, die noch nie von Islam gehört haben? Wie bescheuert, ey. Noch witzig, warte mal kurz. Die Osmanen sind Muslime gewesen. Nein, sind sie nicht gewesen. Sie waren meine Genossen. Sufis waren sie. Ja, die haben getrunken, sogar die Sultane haben alle gefeiert, getrunken, alles. Die hatten auch Knaben, nur dass du es weißt. Ja, natürlich weiß ich das, ja. Ich glaube. Ey, sogar so alle arabische, die besten arabische Dings. Dichter und Poeten waren schwul, ne? Al-Mutanabbi, wie heißt der andere? Al-Mutanabbi, der hat doch, wie heißt der andere? Abu Nawas, der war auch schwul. Al-Mutanabbi, der war, und das waren die Besten und die waren Muslim. Und das waren die auch besten auch Poeten. Auch für einige schiitische. Der sagt, Al-Mutanabbi hat gesagt, Utruk al-Masajid al-Ibadi taskunuha. Lass die Moscheen für die Menschen, dass sie dort wohnen. Watuf bina in der Khammarin. Und bring uns zu den Dings, der Alkohol ausschenkt. Ma qala rabbuka wailu lil sharibin oder lil sakirin, bal qala wailu lil musallin. Dein Gott hat nicht gesagt, also hat er nicht den Besoffenen beleidigt, sondern sagte Wailulin Musallina, sondern hat er die Leute, die beten, beleidigt. Das ist so eine schöne Poesie, wenn man ja Arabisch versteht. Und für die sagen, ich kenne kein Arabisch, das sind ja, das ist eine Poesie, die ich mir gerade, ne, wo ich mich gerade erinnere. Die sagte, Makala Rabbuka Wailulil Sakirina, walakin Qala Wailulil Musallina. Er sagte auch noch, was hat er auch noch gesagt, ne? Dings, es gibt einen anderen geile Dings. Ja, das kann ich nicht übersetzen, ist ein bisschen pervers. Aber du kennst doch bestimmt Shah Ismail den Zweiten. Ich höre dich nicht, Bruder, du bist raus. Ja. Du kennst ihn, ne? Also Shah Ismail. Wer? Du kennst doch die Geschichte rumdrum, wo die Mutter ihm quasi die Haare der Frauen kurz schneiden musste, damit er ihn. Harun Rashid, ja. Weil der konnte nicht mit Frauen schlafen und die Mutter brauchte unbedingt einen Thronfolger und die hat die alle Frauen in den Haaren, die Haare geschnitten und gesagt, ja, nimm sie halt von hinten wie ein Mann, damit sie wie Männer aussehen. Na, damit er eine Kinder bekommt. Ja, weil das eure Gelehrte sind, die schwul waren. Ich verstehe das nicht. Ist so. Harun Rashid, das ist wirklich so. Hat die Mutter von ihm hat das gemacht. Mit den Frauen. Der hat den ganzen Harim die Haare geschnitten. Bruder, damit sie wie Männer aussehen, ja. Was lustig ja, in der ganzen so. Geschichte ist, die haben ja diese Bräuche erst eingelassen, als sie auf die Europäer getroffen sind, weißt du das? Erst so Mitte des 19. Jahrhunderts wurden ja quasi solche Bräuche als eingelassen. Davor war es ja ganz normal für die. Es gab, ich glaube, du kennst das, es wird in Afghanistan praktiziert. Bachchabazi kennst du bestimmt, ne?
Ja, leider, mein Gott, ja. Es gab ja auch, es gibt ja sowas immer noch im Osmanischen Reich. Ja, es wird immer noch praktiziert, aber es gab ja auch sowas im Osmanischen Reich. Ja, aber wenn Allah dir sagt, die bekommst du in den Himmel, kleine Kinder, die nicht bluten, die ja euch Getränke bringen und die niemals alt werden, ja, und der redet über sie, die sind wie verstreute Perlen, die sind so hell, so wunderschön, so wie der über Kinder redet, das ist doch krank. Also der hat denen alles erlaubt in den Himmel, Hauptsache die glauben an ihm. Der hat denen alles gesagt, alles bekommt ihr, was ihr wollt, Hauptsache ihr glaubt an mir. Und außerdem, warum soll, der gibt euch einen Schatten in den Himmel, in den Paradies. Warum braucht man einen Schatten in den Paradies? Warum braucht man einen Schatten in den Paradies, wozu? Warum soll die Sonne so heiß sein in den Paradies? Warum kannst du nur nicht Licht geben ohne Hitze? Weil die Leute damals sich nicht vorstellen konnten, dass es ein Licht gibt ohne Hitze. Ne? Die haben Feuer angemacht, das war heiß. Die haben Sonne, wo die Sonne Dings war, war es für sie heiß. Die haben ja einen Schatten gesucht. Und dann hat Allah denen versprochen, einen Schatten in den Himmel, in Paradies. Wozu braucht man einen Schatten in den Paradies? Es kann doch auch kühl sein. Es kann angenehm sein. Ohne Dings. Warum gibt es auch noch die Sonne noch in Paradies? Ich dachte, die Sonne wird doch verschwinden, wenn das Leben zu Ende geht hier auf der Erde. Und wird die Erde verschlucken und das. Und die Sonne kommt bis zu uns, ne? Und bei einer kommt die Schweiß bis in die Nase, bei einer kommt Schweiß bis in den Mund, bei einer kommt Schweiß bis in seine Schulter. Wie passt das bitte schön, wenn eine neben den anderen steht? Wie? Also, das ist wie eine Zeichnung für Kinder, ist das. Also, das sind zwei wunderschöne Flaggen im Hintergrund, die du da hast. Ja. Nee, ich bin nicht marokkanischer Jude, ich habe gesagt, ich bin Ex-Muslim. Ich bin nicht Jude, ich habe null Ahnung von Judentum. Ich finde es immer witzig, dass die Menschen zu dir kommen und sagen, du bist Christ oder Jude, du hättest gegen mich. Ich bin Jude. Letztens sagten sie, ich bin Kopt aus Ägypten. Sie sagen, ich bin Aramäer, ich bin, was weiß ich, was alles. Yes. Genau, Märchenbuch. Aber wenn ich dir sage, du wirst ein Paradies haben und wo du einen Schatten hast vor der Sonne, damit sie nicht so heiß wird, dann hätten die Leute einfach verstehen, was ist das für eine Scheiße? Wozu, warum sollte Allah außerdem, es gibt ja Länder, die die Sonne gerne wünschen, zum Beispiel die Leute, die im Norden sind, die Sonne so selten sehen. Die würden sich ein Paradies wünschen mit Sonne, ne? Und keine Schatten, die wollen keinen Schatten. Der sagt, nee, ich gebe euch Schatten, damit es euch nicht so heiß wird, ne? Flüsse aus Milch und aus Honig und aus Wein. Okay, was gibt dann in den Quellen von diesen Flüssen? Was gibt da? Eine Kühe, die da gemelkt werden oder was? Woher kommt diese Milch? Wie soll dann Milch fließen in einen Fluss? Da muss ja auch eine Quelle geben. Wenn wir einen Fluss haben im Wasser, wenn wir jetzt die Dings folgen, finden wir auch die Quelle, wo das Wasser rauskommt. Und für Honig, wie soll das bitte schon funktionieren, Leute? Ein Fluss hat einen Anfang und ein Ende. Also Babu, ich hab eher das Gefühl, dass Allah da in diesen Versen bzw. Suren nur über das arabische Volk redet und über... Ja, natürlich. Ich gebe euch einen Schatten, ich gebe euch eine Quelle Wasser, ich gebe euch Dings. Nochmal hat er gesagt, ja. Sofa. Die Leute haben nur von einem Sofa geträumt. Die Leute hatten nicht mal eine Sofa. Also gefällt euch die ganzen Sofas, die es heute gibt, gefällt euch gar keine davon? Also... Ich werde von Juden bezahlt. Das ist scheiße witzig. Es ist ein Intelligenztest, genau. Der Koran ist wirklich, weil wenn er dir sagt, ich gebe dir einen Schatten, dann musst du denken, Allah, warum machst du es uns überhaupt so heiß in den Himmel? Warum? Warum muss diese Sonne heiß sein? Warum kannst du nicht nur Licht geben ohne Hitze und dann brauchen wir auch keinen Schatten? Also da haben sie Angst, dunkel zu werden. Also Babu, ich habe auch gehört, hättest du für Mossad und so arbeitest, also wenn du wirklich für Mossad arbeitest, dann sei dir das ganze Geld gegönnt. Ja, ist von Mossad, von was haben die, von Illuminati auch. Du bist auch Freimaurer, habe ich gehört. Ja, also schön wär's, wenn die mir bezahlen, ne? Außerdem, wir haben ja zwei unterschiedliche Dings. Ich werbe ja nicht für eine Religion, ich werbe für gar keine Religion. Würde ich für eine Religion werben, würde ich ja vielleicht doch bezahlt werden, aber es interessiert mich nicht. Ich will einfach nur die Wahrheit erzählen. 100%. Der Mossad zahlt nicht mal seine Leute genug Geld, ich bitte euch. Ja, der Karina will auch Geld von Israel. Von uns. Das ist wirklich, ey, da wird deine Intelligenz wirklich beleidigt, wenn du den Koran liest.
Ja, dass Frauen Spermien aus ihre Brüste kommen und bei den Männern aus den Rücken. Ich, Leute, warum sollte ein Allah, der uns erschaffen hat, nicht wissen, wie wir unsere Körper funktionieren? Gut, Eddie, sehr gut geht's mir, danke. Ich hoffe, dir auch. Ich muss leider gleich rausgehen, ne? Einkaufen. Abu, ich bin jetzt eh raus, ich muss jetzt pennen gehen. Ja, ich schlaf gut. Vielleicht komme ich nochmal später. Ja, okay, ich bin da mal drin. Also ich schau mal, wenn ich wach bin, dann bin ich 100% drin, Babu. Alles klar. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Bruder. Man hört sich. Okay, Bruder, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay, Freunde, ich danke euch, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns nochmal später. Ich danke euch. Sophie, danke. Was ist? Was ist? Herzlichen Dank. Danke, Schwester, danke. Ich hab auch mal Besuchs-Gate-Treff-Seiten. Ja, keine Ahnung, woher du diese Informationen hast. Das ist jetzt eine neue Sache, okay. Das ist neu jetzt. Noch zum Mossad und noch zum Illuminati und noch zu den ganzen Sachen. Ja, keine Ahnung, warum. Gerne, gerne. Ich danke euch auch, Freunde. Das mache ich gerne. Wer noch nicht folgt, folgt mir, ja. Und ich bin bestimmt nochmal später wieder live, ja. Ich bin Aramäer, ich bin... Ich weiß nicht, warum die denken, ich bin Aramäer, weil wenn ich Arabisch lese, versteht man, dass ich Araber bin, also dass Arabisch meine Muttersprache ist. Ich kann keine andere Sprache, ich kann nicht Aramäisch, ich kann nicht mal Amazir, unsere Sprache kenne ich nicht mal. Ich danke euch. Ja, Karina, kein gibt's Beweis. Ich weiß nicht, warum du denkst, Beweis, meinst du, es stört mich, wenn du sagst, ich bin schwul oder es interessiert mich nicht. Ich habe nichts gegen Schwule. Gar nichts. Jeder darf sein, was er will. Auch du, Omar, kannst du sein, was du willst. Ich danke euch. Ja. Meli, mein Vater ist Marokkaner. Gerne. Okay, Omar, ich weiß nicht, was du beweisen willst. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht. Das ist für mich keine Beleidigung. Nur zu sagen, das ist für mich keine Beleidigung. Ne? Für mich ist wichtig nur, dass die Person ehrlich ist, dass die Person menschlich ist, dass die Person einen gesunden Menschenverstand hat, ne? Dass sie gegen Kinder es missbraucht. Ne? Für mich wäre lieber schwul, als mit einem kleinen Kind zu heiraten oder als eine Sklavin zu vergewaltigen. Ehrlich gesagt, finde ich okay, wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander schlafen, mit ihrer beiden Einstimmung, dass sie beide damit einverstanden sind, erwachsen sind, finde ich okay. Was ich schlimm finde, ist, dass ein 54-jähriger Mann mit einem 6-jähriges Kind schläft oder dass ein Mann eine Sklavin zwingt, mit ihm zu schlafen. Das finde ich schlimm. Ne? Aber zwei erwachsene Männer oder Frauen, ist mir egal, das ist ja gar kein Problem. Das Schlimme ist ja halt, wenn man Menschen versklavt und dazu zwingt. Ne? Seht ihr die Moral von Muslime, Leute? Seht ihr die Moral von Muslime? Ne? Seht ihr, wie die Moral, wie gestört es ist, ne? Dass ein Mann mit einem Mann, wenn die erwachsen sind, ein Problem ist, eine Katastrophe ist, aber ein erwachsener Mann mit einem kleinen Mädchen ist für sie ganz normal und moralisch. Dass ein Mann verheiratete Frauen versklavt, ne? Wie in dem Sura 4, Vers 24, ne? Surat Nisa, Vers 4. Dass ein Mann eine verheiratete Frau zum Geschlechtsverkehr zwingt, nur ohne ihre Erlaubnis, ne? Zwingt, ist für sie in Ordnung, ne? Ist das nicht eine gestörte Moral von Muslimen? Ist das nicht gestört? Ja, genau, dass Menschen sind, genau. Was ist das für Menschen? Wenn für sie normal ist, dass man mit einem kleinen Kind schläft, dass man mit einer Sklavin zwingt zum Geschlechtsverkehr, für sie ist es moralisch normal, alles okay. Aber zwei erwachsene Männer oder zwei erwachsene Frauen, das ist eine Katastrophe. Zur Hölle, die sind beide erwachsen, die sollen machen, was sie wollen. Das geht mich das an. Ja, Leute, krank. Ich danke euch, Freunde, ja. Der ist jetzt verschwunden. Der hat verstanden, dass seine Moral, ne, ne Müll ist. Also wirklich, der Islam sollte im Müll landen. In der Geschichte Müll soll er landen. Ich danke euch, Freunde. Ich gehe einkaufen, mache meine Sachen und dann komme ich wieder später, ja. Bis dann. Ganz viel Liebe. Ich danke euch, Freunde.
ist somit damals auch groß geworden. Sozusagen will sie ja das Gute für die Kinder, weiß aber ja nicht richtig, was in den Büchern steht. So, guten ne? Abend, erstmal. Ich habe eine Frage. Abend, warum redet ihr erstmal Lügen und Unwahrheiten wegen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn wir so anfangen, dann fangen wir an mit der Kreuzigung. Wer hat so Millionen, viele Millionen Leute? Ich bin nicht Christ, Bruder. Ich bin nicht Christ. Du bist falsch hier. Gibt's keinen Christen. Ja, du bist bestimmt diese Kopten oder diese andere. Nein, bin ich nicht. Beduinen, die keine Religion aber, haben. Aber warum haben wir denn Wahrheit? Ich verstehe jetzt nicht, warum. Sehr gute, sehr gute Beispiel Diskriminierung und Rassismus hat der Bruder gerade gegeben. Ihr seid bestimmt Kopten oder ihr seid bestimmt Kuffars. Weiter. Zeig uns weiter deine Gesicht vom Islam. Weiter. Ihr sind gekommen von irgendwo. Dort, wo keine Religion ist. Ja, ist klar, dass du gerade die Leute diskriminierst, die von dort kommen. Ich rede die Wahrheit. Diskrimination ist nicht. Das ist Diskriminierung und Rassismus. Du denkst, du bist was Besseres. Und Faschismus sogar. Und Faschismus sogar auch. Du diskriminierst gerade die Leute. Warte mal, Babu. Das ist okay. Ja, Selmer, eine Frage. Ja. Was haben wir hier angelogen? Was haben wir Quatsch? Erstmal merkt ihr, dass ja der Prophet das Geld vom ersten Frau genommen hat und das dann Kriege gefordert und solche Sachen. Das ja, seine Frau war doch reich und der war arm. Ja, der war reich, aber das Geld hat er nicht für Kriege gegeben. Es gibt Hadith, es gibt Bücher, das alles steht. Was hat er gegeben? Okay, gib uns zum Beispiel. Warte mal, Babu, warte. Erst einmal langsam reden, Selme. Okay, ich will nicht mit dir im Krieg kommen. Und wir reden eine normale Atmosphäre und reden wir. Du sagst deine Argumente. Der Typ, der Babu, hat arabische Sprache, ist seine Muttersprache, der hat den Koran gelesen, alle Sahihul, alle also Tafsir gelesen. Ich bin Schiit gewesen, ich bin in einem sunnierten Schule zu Schule gegangen und ich habe auch diese Bücher gelesen. Scharia, Aisha, Eltern von Muhammad, das ist alles die Dinge, die einfach klar ist. Und was ist daran so schlimm für dich? Warum schämst du dich überhaupt, dass die Eltern von Muhammad keine Muslim waren und Muhammad ist eine Waladusena nach seiner Ansage? Er hat dasselbe gesagt, dass wenn eine Person, die nicht Muslim sind und der keine islamische Khutbah dazwischen gelaufen ist, dann ist diese Ehe ungültig und das Kind... Ich dachte ja auch, meine Mutter ist in Jahannam, die Mutter von Muhammad ist in die Hölle, der hat selber gesagt. Warte mal, Selmer. Was haben wir überhaupt hier Falsches gesagt? Eltern von Muhammad waren keine Muslim. Nach Ansage der Muhammad, er ist eine Missgeburt. Und was ist daran schlimm? Der hat dasselbe gesagt. Dann reden wir, das ist Jesus auch Missgeburt. Der hat keinen Vater. Wo hat die Mutter das Kind gemacht? Wenn wir so sind, anfangen. Wir sind keine Christ. Ich bin keine Christ. Wir arbeiten für jemand eine andere Agenda. Ich bemerke das die ganze Zeit. So. Es ist nur Muhammad. Aber wenn wir nicht lügen, verstehe ich nicht, wenn wir jetzt hier nicht lügen. Wenn wir lügen, zeig uns unsere Lügen. Aber wenn wir nicht lügen, was hat das damit zu tun? Guck mal, ich sehe, dass unten Orthodoxen und Katholiken die ganze Zeit euch was fallen, Menschen diskriminiert, die aus den Bergen kommen, du hast Kopten diskriminiert, du denkst, du bist was Besseres. Das ist Faschismus, Mann, was du da machst. Babu, liebe Babu, warte doch. Babu, okay. Wie alt war Aisha? 6? Nein, war nicht 6. War bevor der Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam gekriegt hat. Der hat Vertrag gehabt, damals war der nicht gläubig, mit Abu Bakr, dass er die Tochter von Abu Bakr heiratet. Danach. Nein, guck mal. Ich habe Ahnung von Hadith. Du kennst doch Sahihul Muslim und Sahihul Bukhari, ne? Ja, und? Was ist das? Sahihul Bukhari steht drauf, ich glaube 2122 muss es sein, dass der Aisha 6 war und Muhammad hat mit 9 mit ihr geschlafen. Und was ist daran nicht schlimm? Das kommt von eurer Buscha, das kommt nicht von meinem Bauch raus. Ja, nicht nur für Mohammed, das ist erlaubt für alle Leute. Es gibt keine Heiratsalter im Islam. Genau, wenn ein Islam hat uns erlaubt, dass wir ein Kind mit 9 heiraten. Ich glaube, das ist bei den Schia, glaube ich, ist das so, aber bei Sunniten gibt es keine Alter. Warte mal, scheiße auf alle anderen Religionen, die alle anderen Religionen. Nee, scheiße nicht auf alle anderen. Wenn wir auf Islam schießen, dann schießt er auf. Buddhisten auch, haben das Buddhisten auch gemacht? Haben die auch gemacht. Hey, Babu. Wo steht das bei den Buddhisten, dass sie kleine Kinder geheiratet haben? Babu. Nein, der versteht. Hey, nein, aber guck mal, das ist ein logischer Fehlschluss erstmal. Das heißt, auf Arabisch, wo ein Tekedelik und du auch. Zum Beispiel, ich sag ihm,
Mohammed ist eine Kriminelle. Der hat Leute geschlachtet. Der sagt mir, ja, Stalin auch. Ja, aber da sind die beide kriminell, oder nicht? Was ist denn so? Was das macht dir, das macht dir Mohammed nicht besser. Warst du diese Zeit dort? Hast du das gesehen mit deinen Augen? Es gibt die Bücher, gibt Bücher, nur islamische Bücher. Kann jeder schreiben, jeder macht Fehler, jeder Mensch. Aber mal. Ein Gott hat kein Recht auf Fehler, Mann. Ein Gott hat kein Recht auf Fehler. Der halluziniert nicht, der erzählt nicht Mist. Das ist ein Wahi von Allah, das ist die Sprache von Allah. Allah hat kein Recht auf Fehler. Menschen dürfen Fehler machen, aber Allah nicht. Der ist allmächtig, der ist allwissend. Der weiß, dass das schädlich für Kinder ist. Der hat kein Recht auf Fehler, dein Allah. Menschen dürfen Fehler machen. Sonst wozu brauchen wir dann diese Botschaft, wenn sie voller Fehler ist? Wozu brauchen wir diese Botschaft? Sermer, sei nicht so beleidigt. Du sagst, er war nicht da. Meine Mutter hat ihn geboren, der Vater war nur Gott weiß, wer das Kind gemacht hat. Für die Christen. Ich habe das Recht nicht zu sagen, so, verstehst du? Was geht uns das an? Ich bin nicht Christ. Ja, wer sagt das, dass du nicht? Es gibt Leute, die. Ich kann mich nur mit dem Islam aus, deswegen sage ich nur, ich weiß nicht, alles. Aber das sind Christen, Missionare. Ich kenne Leute wie du, das sind schon bezahlte Leute, verkaufen Seele für 2,50 Euro. Und ich habe die Nase satt von euch. Ich verstehe nicht deine Logik, verstehe ich nicht, Mann. Nein, das ist eine gestörte Logik. Eine gestörte Logik ist da, dann sind die alle kriminell. Dann sind die alle kriminell und Punkt. Nein, liebe Babu. Es gibt Gesetze in Deutschland. Für jede Beleidigung kann der vor Gericht gehen. Ja, okay, für jede Gericht. Warte, Bruder. Warum ist sie jetzt weg? Für jede Beleidigung sollte man vor Gericht gehen. Okay, der Koran beleidigt die ganze Menschheit. Der Koran beleidigt die Ungläubige, die Christen, die Juden. Sollen wir jetzt die Muslime vor Gericht stellen oder was? Liebe Babu. Darf ich einmal kurz? Du bist informiert. Man merkt schon, dass du islamisch studiert hast. Wir haben nicht das beleidigt. Haben wir überhaupt das beleidigt? Wenn er sagt im Koran, innamal mushrikun najas, ist das keine Beleidigung? Das sagt im Koran, aber das ist denn so. Ja, wenn die beten in Moschee, ja. 27 Mal am Tag beleidigen sie die Christen und die Juden, die fluchen. Wer sind die Maghdub alayhim wa ad-dallin? Das sind die Christen und die Juden. Ihr beleidigt sie bei jedem Gebet, Mann, in eurer Fertigkeit. Aber Babu, eine Frage, guck mal, er war ja gerade drinne. Ich habe jetzt nicht von ihm Arabisch gehört, von Suren hat er nichts gesagt. Er hat nur gleich direkt gesagt, irgendwas mit Christen und so, und das verstehe ich nicht. Eddie, mein Lieber. Das ist ein logischer Fehlschluss, das nennt man du auch. Ja, das heißt, wenn ich sage dir, dein Vater ist eine Kriminelle, der hat jemanden geschlachtet, du sagst mir ja und dein Vater auch. Aber was ändert das? Das ist ja kein Argument. Da merkt man, dass deren Logik gestört ist. Ja. Das ist nicht logisch, ist das falsch. Wenn man den Muslimen oder wenn man den Leute, die an Islam glauben, den mit ihrem eigenen Buch argumentieren, fragen, für den ist das denn unfassbar, weil die nicht daran denken, die müssen vorbeilaufen von diesem Sache. Ne? Deswegen, wenn sie das hören, die merken es, das ist nicht mit. Mohammed hat auch gesagt, wer sagt zum Beispiel, man ta'azabi aza il jahiliya fa. Wer sagt zum Beispiel, dass vor der Islam schöner war oder so, dann sagt ihm, der soll den Ding von seinem Vater beißen. Weletekno. Und benutzt keine Synonyme. Sag das Wort. Also sag P-E-N-I-S. Sag das diese vulgäre Wort. Sag kein anderer. Aber Mohammed sagt das selbst. Wenn Allah selbst sagt für einen Typ, du bist eine Hu-Sohn im Koran. Utulin Validalika Zanim. Du bist eine Hu-Sohn. Ich meine, dass Allah sogar selbst beleidigt mit vulgären Beleidigungen in dem Koran. Und dann kommst du hier und sagst du mich, ich beleidige, ich habe keine vulgäre Wörter benutzt. Ich habe niemanden beleidigt, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Einer hat hier geschrieben, Rebecca war 3 Jahre alt. Okay, war 1 Jahre alt, war noch nicht geboren. Scheiße, wir sind keine Christen, Juden und so weiter. Wir werden, weil die Muslimen behaupten, dass die den fehlerhafte Religion haben, dass den Prophet ungesundig war, dass die überhaupt keine Sünde bekommen dürfte, ne? Aber wenn man das alles sieht,
wie die Muslimen das behaupten. Es ist einfach nicht so. Aber die, jetzt weiß ich, warum Babu als Christ, weil ich glaube, es gibt auch andere, da steht drauf Ex-Muslim und die verteidigen Jesus und die denken jetzt, dass Babu ich bin nicht auch, Christ, nein, Bruder, die denken so, weil da steht drauf Ex-Muslim, dann sagen sie automatisch, dass es ein Christ ist. Daddy, ich hab weil die denken, wenn der Islam nicht wahr ist, dann ist das Christentum wahr. Wenn der Christentum nicht wahr ist, dann ist das Judentum. Ja. Die kennen nicht die anderen 4600 Religionen. Verstehst du? Babu, ja. Ich sag dir gleich, welche Vers das ist, Bruder. Warte, der Bruder hier fragt Malik. Welche Vers das ist? Utsulim bei der Delik Zenim, warte. Ich sag dir gleich, welche Vers das ist. Und dann können wir weitermachen, Freunde. Nur damit ich nicht vergehe. Utsulim. Wir warten ab. Da. Hier. Das ist die Sura al-Qalam, Vers 13. Sura al-Qalam, Vers 13. Er macht jetzt die Ohren zu. Der will das nicht hören. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber es geht sich doch um Haq, also das Recht, dass man das hören muss. Also dass man das ist, also Sura 68, Freunde, Sura 68, Vers 13. Da sagt Allah für einen Typ H-U-R-E-Sohn, ne? Utsulim bei der Kesanim. Das ist Sura 68, Vers 13. Ring mal eine Muslime doch, wenn die so mutig sind, keine Feigen. Babu, über Jihad. Wir haben Jihad al-Akbar und Jihad al-Asghar, richtig? Ja, oder Jihad, oder Jihad al-Talab und Jihad al-Dafa. Ja. Genau. Und jetzt im Kasseis-Krieg, ne, das ist, die Muslimen sollen jetzt Jihad al-Akbar machen. Mhm. Das ist eine Pflicht, richtig? Jetzt meinst du die Verteidigung? Genau, ja. Jihad al-Dafa, das heißt Jihad al-Dafa, Verteidigung. Genau. Die müssen jetzt dahin laufen, Muslime sollen alle dahin laufen, weil eine muslimische Bevölkerung sind von Kuffar angegriffen, richtig? Die müssen laut der Ansage den Koran oder Muhammad, die müssen jetzt dahin gehen und den Bruder, Geschwister, wie heißt das denn, verteidigen, richtig? Ja. Das ist eine Pflicht, richtig? Das ist eine Pflicht, ja, natürlich. Und warum machen sie es nicht? Ja. Aber das ist verrückt. Gesagt. Was meint er mit Agenda? Was ist das? Vielleicht wollte die Schwester was sagen. Können wir kurz hören? Hier, ja. Ich kann den Namen. Ich will mich umschalten. Schwester, ja, hallo. Hi. Guten Abend. Ich hätte nur eine Frage. Ne? Ja. Und für die ganze Welt mag sie so verrückt, wegen irgendein Glaube, wenn normalerweise gibt es nur ein Gott für alle Menschheit. Weiter? Ja, das ist meine Frage. Ob es einen Gott gibt für alle oder wie? Nein. Also ich sag nochmal. Wozu die ganze Menschheit mag sie so verrückt, obwohl gibt es nur einen Gott für die ganze Menschheit. Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Wir haben keine Beweise. Deswegen heißt auch nur Glaube und nicht Wissen. Babu, darf es ich... Es gibt nur eins. Ja, ja. Beweise gibt es Tausende. Ja. Hi, grüß dich. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, weil ich kann da unten nicht richtig lesen. Das ist zu klein für mich. Erst einmal frohes neues Jahr. Guck mal, mein Lieber, ob ein Gott wäre oder zwei oder drei. Also wir haben eine Gewissen, wenn wir über irgendwas unsicher sind, ne, ob das richtig oder falsch ist. Wenn wir an unsere Gewissen zurückkehren und ihn nachfragen, der Gewissen ist der einzige Gericht, der uns der Wahrheit sagt. Wir haben unser Herz. Wobei wir durch dem Liebe, Mitleid und so weiter können wir unsere Entscheidung beeinflussen lassen. Und wir haben ein Gehirn. Wenn wir die drei Dinge benutzen, brauchen wir keine Gott. Oder vielleicht ein Gott, ne? Zum Gut zu sein, braucht man keine Gott. Gott hat uns die drei Dinge geschenkt. Zum Gut zu sein, muss man keine Buch dabei haben. Guck mal den Japaner, wie die überhaupt in Frieden leben. Was für tolle Land die haben. Ja, aber die denken auch, dass deren Dings, dass deren König oder wie die ihn nennen, ne, nicht König, Imperator, dass er Sohn von Gott ist auf der Erde. Ja. Doch. Aber die werden jetzt nicht mehr. Aber wir wissen alle, was sie gemacht haben in den Zweiten Weltkrieg. Die haben Chinesen lebendig begraben. Die haben 300.000 in einen Angriff geschlachtet, weil sie dachten, die sind vom Gott geschickt. Und die waren auch nicht ohne. Ne? Ja, man konnte sagen, ja, die Buddhisten. Ja. Aber wir können sagen, dass unsere Gesetze heute nicht von einem Gott stammen. Nein. Dass wir bessere Gesetze haben als die Gesetze vom Gott. Könnte man sagen, ja. Dass der Mensch hat bessere Gesetze heute gemacht, wie die Gesetze von Gott oder von Allah. Wow.
sehr begeistert. Dafür gibt es die ganze Chaos auf die pure Welt, ne? Überall. Da was, da was, da was. Weil wie ich weiß, ne? Die Welt ist nur für einen Geist geschaffen. Und dieser Geist ist der Gott. Naja, also das vielleicht hast du so gehört, ne? Ich denke so nicht, ne? Ich denke also, ich lebe in dieser Welt, ich kann zu meinen Nachbarschaften freundlich lieb sein. Ich habe, wie gesagt, meine drei Dinge, damit ich gut leben kann, Gehirn, Herz und Gewissen. Ob ein Gott wäre oder drei Gotten wären, mir ist egal. Guck mal, die Griechen hatten ja auch mehrere Götter, die Griechen und gibt's ja, die Vikinger, ne? Ja. Und, ja, das weiß ich. Jedes Land hat tausende Götter oder sonst was. Und die Hindus haben auch mehrere Götter. Ja, genau. Ja, das ist ja klar. Der Problem ist halt so, ne? Die Mensch bekommen mehr Hass zurzeit, wegen, nicht wegen dem Krieg, was da ist, sondern wegen mehr die Glauben, ja? Ja, weißt du was warum? Aber ist ja auch so. Weißt du warum? Warum demonstrieren jetzt Muslime für Gaza und demonstrieren nicht für Jemen? In Jemen sind bis jetzt 400.000 Leute gestorben. Warum demonstriert kein Mensch deswegen? Weil das Muslime zwischen sich ist. Aber für Palästina 10.000 Tote, die ganzen Muslime, die ganze Welt schreit auf der Straße nur, weil der Angreifer halt nicht Moslem ist. Aber wenn der Angreifer ein Moslem ist, ist das für sie kein Problem. Das ist ja halt, das ist ja ein Religionsproblem. Es ist keine politische Problem. Das ist keine Problem, dass sie ihre Land wollen, das ist kein humanitäres Problem, das ist für sie ein religiöses Problem und deswegen rasten alle Muslime aus. Nicht wegen die Leute, die gestorben sind. Die Leute, die gestorben sind, gehen denen alle am Arsch vorbei. In Jemen sind 400.000 Leute gestorben, die Leute verhungern heute in Jemen. Kleinkinder und Frauen verhungern, die haben nichts zum Essen. Interessiert kein Mensch, keiner demonstriert, keiner schickt Hilfe. Nee. Die Muslime interessieren sich gar nicht, weil der Angreifer Saudi-Arabien und Emirat und so muslimische Länder sind. Aber wenn es kein Muslim Angreifer ist, dann rasten sie alle aus und wollen alle Gerechtigkeit und schreien nach Kinder und Frauen, als ob in Jemen keine Kinder und Frauen gibt. Wow. Ja, das ist schon traurig, weil normalerweise man muss schon Menschlichkeit haben, ja, egal ob da jetzt eine Religion hat oder nicht, spielt keine Rolle, ja. Menschlichkeit hat jeder Mensch, jede Seele. Und ein bisschen muss er mal mitteilen für die nächste, ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, eine Franzosin, ja, sieht eine Muslime oder nichts Muslime, ja. Steht in Schwierigkeiten und er kann ihnen helfen. Warum soll das Hand nicht reichen? Und denen helfen? Weißt du, was das Problem ist? Aber die Religion nimmt dir deine Menschlichkeit weg. Guck mal, die Religion nimmt dir deine Menschlichkeit weg. Die nimmt dir deine Logik wird dann gestört. Guck mal, zum Beispiel bei den Muslimen. Für die Muslime ist es logisch, ein kleines Kind zu heiraten. Das ist für sie moralisch okay. Warum? Weil es halal ist. Bei Muslimen gibt es keine moralisch, unmoralisch, ethisch, unethisch. Gibt's nicht. Es gibt halal und haram. Also Kinder ist halal, das ist moralisch für sie. Sklaverei ist halal, das ist moralisch für sie. Vergewaltigung von verheirateten Frauen ist halal, das ist für sie moralisch. Aber Schweinfleisch ist haram, das ist für sie unmoralisch. Alkohol ist haram, das ist für sie unmoralisch. Verstehst du? Man benutzt gar nicht mehr seinen Kopf. Die benutzen gar nicht mehr deren Gehirn. Ja. Die benutzen nur einfach, die folgen einfach nur ein Buch, der vor 1400 Jahren geschrieben wurde. Blind folgen sie. Was da halal steht, was erlaubt ist, ist für sie moralisch. Was nicht erlaubt ist, ist für sie unmoralisch. Punkt. Die denken nicht. Die haben keine Menschlichkeit mehr. Wenn eine dir sagt, ich finde es okay, dass kein Kinder heiraten oder ich finde Sklaverei okay, weil es in den Islam erlaubt ist, dann hat er gar keine Moral, dann hat er eine gestörte Moral. Der denkt gar nicht mit seinem Kopf. Die benutzen ihre Kopf gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Für sie ist auch Adoption unmoralisch, obwohl das ist das Schönste, was auf der Welt gibt, ist Adoption, kleine Kinder zu sich zu nehmen. Ja. Ne? Aber für sie ist das unmoralisch, weil es haram ist. Aber kleine Kinder heiraten, für sie ist es halal, also moralisch. Das ist das Problem, was ich versuche zu sagen, dass es gibt keine moralisch und unmoralisch in Religion. Die Leute verlieren auch ihre Menschlichkeit. Die erlauben Sachen, die sie normalerweise als Menschen nicht erlauben würden. Ja, da wird immer alles verrückt zur Zeit und das finde ich irgendwie traurig, ja. Weil zum Ende, es wird Zeit kommen, wo irgendwann auf dieser Welt wird die Glauben verschwinden und da bleiben, denke ich mal, nur die. Liebe Dame, ich entschuldige mich dafür, dass ich dich unterbreche. Du hast recht. Bis die Glauben für dich zu Hause und deine Privat bleibt, ist lieb und freundlich, ne? Man soll, ich darf, guck mal, zum Beispiel eine Inder, die
die Kuh nicht essen, die keine Fleisch essen, die werden niemals auf die Straße gehen, denn andere Leute ansprechen, kritisieren, warum wir in Deutschland Steak und sowas essen. Bedauerlicherweise, die Muslimen denken, dass die was Besonderes sind, dass wir alle in der Hölle landen und dass die sind die einzige Volk, die im Paradies landen, weil denn Allah sowas gesagt hat, ne? Und die sind, die werden sich auch überall anmischen und uns auf den Winkelaugen betrachten. Wenn die ruhig bleiben, wenn die sich an Gesellschaft anpassen, wenn die wie einfach menschlich sich verhalten, dann bleibt die Steine auf dem Stein, dann haben wir sowas nicht. Guck mal, die gehen Demo in Hamburg, in Düsseldorf. Was du da siehst, ist die Flagge von Taliban, Flagge von ISIS mit La ilaha illallah. Und die rufen nach Scharia, obwohl sie selbst von islamischer Stadt abgehauen sind. Deswegen, wie der Herr Babu gerade erzählt hat, ne, man merkt schon, dass er drauf hat, dass er vielleicht studiert hat. Man merkt schon, dass er alles gründlich, das hier erzählt, ne? Die wissen selber nicht, was die haben möchten. Die laufen von islamischen Städten weg. Die suchen Schutz hier nach Kuffar. Die werden sich von Steuer der ungereinigte Geld hier finanzieren, bis sie einen Job finden. Dann kommen auf die Straße und sagen, was? Wir möchten Scharia. Diese Religion macht die Menschheit blind. Genau. Die Afghanen haben sich an fliegende Flugzeuge festgehalten. Ja! An fliegende Flugzeuge, um von Taliban wegzurennen, von den Scharia wegzurennen. Und kommen sie irgendwo in Scharia haben. Ich würde gerne Ewam Hayat hören. Sie meinte, ich weiß nicht, ich wäre Amazir. Ich bin nicht Amazir, ich bin Araber. Ich komme aus Marokko, Araber. Aber ich habe ja über Sklaverei geredet, Ewam Hayat. Hat dich das gar nicht gestört? Wo kommst du aus Marokko, Bab? Das ist nicht, das sage ich nicht. Also, ich bin auch aus Marokko. Aber für Sicherheitsgründen sage ich das nicht. Was ich dich frage, du hast gehört, wir haben über Sklaverei geredet zum Beispiel. Ist das für dich in Ordnung? Ist das für dich kein Problem? Was ist in Ordnung? Sklaverei im Islam. Sklaverei im Islam? Hm. Ich verkenne mich damit nicht aus, kann dazu nicht sagen. Ja, aber du hast mich hier halt diskreditiert, du hast mich hier kritisiert. Ich habe gesagt, dass du hier drinnen diese Fahne rausnehmen sollst, weil das, was du da im Foto hast, das repräsentiert nicht Marokko. Vergesst jetzt die Fahne, okay? Vergesst jetzt die Flagge. Ja, sag mir, okay, Sklaverei im Islam ist erlaubt, ne? Steht im Koran, steht in Hadith, Mohammed hatte selbst Sklavinnen. Was hast du davon, wenn du das erwähnst? Was hast du davon? Ja, wir wollen nicht, dass das wieder passiert, verstehst du? Ist das für dich kein Problem, dass Menschen versklavt wurden, vergewaltigt wurden? Wir müssen dieses Land verteidigen. Nein, der verteidigt den Islam, aber ich verstehe nicht, warum ihm das nicht stört mit den Sklaven, weil du selbst kein Sklave bist. Ein Christe wird konvertiert zum Islam und nennt sich Ex-Christ oder so. Warum provozierst du? Du bist Moslem gewesen. Wir wollen nicht, dass das, was IS gemacht hat, wieder passiert. Das, was Boko Haram macht, wieder passiert. Das, was Al-Qaida macht, wieder passiert. Das, was die ganzen islamischen Dings machen, soll nicht mehr passieren, weil das Problem ist in den Büchern. Die Leute sollen einfach so dein Christentum, du willst kein Moslem mehr sein, leb doch dein Christentum. Ich bin nicht Christ, ich bin Agnostiker, ich habe keine Religion. Oder ich leb dein nicht. Atheismus aus, aber warum nennst du... Nein, ich warne die Leute, weil das eine kriminelle Ideologie ist. Das ist doch Provokation, wieso? Es ist eine kriminelle Ideologie, eine Ideologie, die dir sagt, du kannst kleine Kinder heiraten, eine Ideologie, die dir sagt, du kannst verheiratete Frauen vergewaltigen, ist eine kriminelle Ideologie. Okay, alles klar, und was hast du jetzt davon, wenn du das änderst? Was geht dich das an? Nein, denkst jetzt du, die Muslime hören jetzt auf dich und hören alles? Ja, natürlich, und die verlassen den Islam. Ja, wenn du hier öfter bist, siehst du, wie viel den Islam verlassen jeden Tag. Ja, ist so, wirst du sehen. Guck mal, sind wir beide uns einig, das kann man ja googeln, dass der Islam die meist wachsende Religion der Welt ist. Mein Lieber, das ist durch die Geburt. Durch Geburt, ja. Nein, die meist wachsende, nicht durch Geburt. Durch Geburt, ja, weil genau. Die zu viel gebären. Nein, nicht weil die Leute davon überzeugt werden. Nein. Hallo, du verstehst, du kannst kein Deutsch. Durch Geburt, weil die gebären, weil Mohammed hat gesagt, Tanakahu, takataru, inni mubahin bikum ul-umma yawm al-qiyamah. Mohammed hat gesagt, macht SEX, vermehrt euch, ich werde mit euch angeben am jüngsten Tag. Deswegen gebären sie viele Kinder. Das sind Afghaner, in Indonesien, Pakistan, Bangladesch, Leute, die den Koran gar nicht verstehen. Und die gebären nur. Und deswegen ist es so. Und die zählen mich hier auch da als Muslim. Also das ist schon, wenn das so wäre, Islam sind maximal 2 Milliarden Menschen. Es ist ja so, wie viel muslimische Araber gibt es? Wie viel gibt es in Saudi-Arabien? Wie viel gibt es in Katar? Dann lass uns mal anders fragen, weil... Das ist Morala Tatihtika Milal Adad. Das ist, guck mal, aber es gibt ja 6 Milliarden Nicht-Muslime. Genau.
Ja, genau. Was aber heißt das, dass die haben Recht, diese 6 Milliarden, oder dass die 1,6 Milliarden Recht haben? Also willst du damit sagen, immer die Mehrheit hat Recht? Ja, aber ja, du hast das gemacht gerade. Ja. Nein, das ist eine logische Fehlschluss. Der heißt Moral hat Ethikam ihr leidet, dass du dich für den Zahl entscheidest. Andere anders gefragt, damit du das auch verstehst. Werden mehr Leute täglich Muslime oder treten mehr Leute täglich vom Islam raus? Treten mehr täglich vom Islam raus. Laut unserer letzten. Wir haben Statistik gemacht letztes Jahr. Wir machen es jedes Jahr. Und sowieso, mein Lieber, bald ist der AfD am Spitze, ne? Und du und deine Muslimbruderschaften. Ja. Warte. Guck mal, letztes Jahr in Marokko haben 17.000 Leute den Islam verlassen. Hör mal zu. Letztes Jahr in Marokko haben 17.000. Die mag deinen kurdischen Bart, Aftar. Hör mal zu, bitte, Bruder, bitte. Bleib bitte respektvoll. Bitte, ja, bleib aber was ist das für eine Frage? Denkst du, AfD kommt gut mit ihm klar, oder was? Interessiert. Mir ist egal, hör mal zu. Hauptsache verhindert eine Islamverbreiterung in Europa. Ob das für mich gut wäre, da muss immer Opfer geben. Wir sind verpflichtet, dieses Land, Deutschland verteidigen. Warum von diesem bist du denn verpflichtet, Deutschland zu verteidigen? Erklär mir mal. Ja, natürlich. Ja, für unsere für Freiheit, für Menschenrechte, natürlich. Aufgenommen hat. Aber verteidige doch lieber das Land, wo du herkommst. Warum verteidigst du Deutschland? Nein. Diesem Land. Guck mal, wir gehören nicht zu einem Land. Wir sind keine Bäume, ne? Wir sind keine Bäume. Ja. Ein Mensch war immer Zigeuner, war immer. Ich mag dieses Wort nicht, aber wir sind alle Zigeuner. Unsere Vorfahren haben keine Wurzel. Die sind keine Bäume, ne? Wir wachsen nicht auf einer Erde. Wir können uns bewegen und überall leben, wo wir uns wohlfühlen, ne? Aber und deswegen ein Land. Ich komme auch aus Marokko, Hussein, da kann ich dir direkt sagen, ich bin Berber und ich bin in Deutschland geboren. Da würde ich Deutschland eher verteidigen, weil Deutschland ist zurzeit bei mir viel korrekter und liberaler und auf die kann ich mich mehr verlassen, als auf meine Landsleute, die hetzen. Weil Deutschland deine Rechte respektiert, weil Deutschland deine Rechte respektiert, deine Menschenwürde, weil Deutschland deine Menschenwürde respektiert. Aber in diesem Deutschland gibt es die Religionsfreiheit, genau in diesem Deutschland, wo ihr gerne lebt. Ja, ist auch richtig. Wie lange gibt es diese Religionsfreiheit noch? Wie lange gibt es die noch? Weiß ich nicht. Also wir haben nicht das Recht, das Land hier auszubeuten. Ja, ich weiß nicht, wie lange nicht ist, aber die gibt es doch. In Deutschland gibt es die Religionsfreiheit. Genau, und dabei soll es auch bleiben. Und deswegen muss ja, aber Menschenfreiheit ist vor Religionsfreiheit, sorry. Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass Kinder hier ihre kleinen Kinder beschneiden. Finde ich auch keine, das ist keine Religionsfreiheit, ja, das ist Verstümmelung von kleinen Kindern. Dann sagt das doch den Juden, die beschneiden sag Kinder. Sag ich auch. Ja, ich finde, dass jedes, also das Kind soll sich selbst entscheiden, wenn er 18 ist, ob er Jude werden will, ob er Muslim werden will, ob er was auch immer. Finde ich auch so richtig. Okay, und was entscheiden dann die Eltern für das Kind? Gar nichts. Die soll ihm geben, das, was er braucht für Leben, nicht für den Tod. Weil der Islam ist eine Religion für den Tod. Die gibt dir was nach dein Leben, nicht in dein Leben. Der hilft dir nicht im Leben, der dient dir nicht fürs Leben, sondern für den Tod. Das ist eine Todeskult. Wie schon redest du? Und das ist ein Unterschied zwischen einem Ungläubigen und einem Muslim. Das heißt aber, ihr seid jetzt, wenn ich das richtig verstehe, gegen alle Religionen. Du hast nicht verstanden. Guck mal, deine Eltern, wie bei den Tieren. Guck mal, die Tiere, was bringen die Tiere ihre Kinder bei? Das, was denen hilft zum Überleben, wie sie essen sollen, wie sie jagen sollen, wie sie was auch immer. Ne? Ja. Aber die anderen Sachen für nach dem Tod ist nicht deine Aufgabe und auch nicht die Aufgabe von dem Staat. Von wem ist das denn? Der Staat soll sich auch da nicht reinmischen. Nein, Wem ist das denn die Aufgabe? Das ist die Aufgabe von Religion, ist deine einzige. Wenn du dich entscheidest, okay, wenn nicht, dann egal. Aber nicht von deinen Eltern. Okay. Die sollen sich da raushalten. Das habe ich verstanden, aber jetzt werde ich Vater und möchte meinen Kindern etwas beibringen, was ihm hilft, nach seinem Tod. Ist das verboten? Aber es gibt keinen Beweis, dass deine Kinder was leben werden nach dem Tod. Hörst du dir überhaupt zu? Leben nach dem Tod? Hörst du dir überhaupt zu? Leben nach dem Tod, denn Tod ist ja das Ende. Ganz kurz, Babu. Aber wer ist besser dran? Derjenige, der vielleicht denkt, es gibt etwas... Derjenige, der seine Kinder sagt, es ist okay, kleine Kinder zu heiraten, es ist okay, Menschen zu versklaven, es ist okay, Leute zu schlachten, damit sie den Islam annehmen. Willst du mich verarschen? Babu, wenn wir beide sterben, entweder es kommt was nach dem Tod, dann habe ich... Ja, aber woher willst du wissen, dass Allah nach dem Tod kommt, nicht Buddha oder Krishna? Woher willst du wissen, wer kommt? Lass mich doch nur bitte zu Ende. Aber was ist, wenn du stirbst und da Krishna findest statt Allah? Oder Buddha? Oder Thor? Oder Zeus? Ja, aber dann haben, guck mal, wenn ich Zeus finde, haben wir beide Pech gehabt. Aber wenn ich... Wenn ich an keinen glaube, dann habe ich auch guck mal, wenn ich an keinen Gott glaube und einen Gott finde, dann sage ich mir auch trotzdem Pech gehabt. Wenn du an nichts glaubst. Nein, weil ich habe an keinen Gott anderer außer... Trotzdem hast du Pech gehabt. Weil ich habe nicht an ihn geglaubt, aber auch nicht an einen anderen.
Nochmal. Eine Frage von dem Herrn. Was machst du in Deutschland? Warum bist du nicht in einem islamischen Land? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Nicht wie du vorgestern gekommen und alles vergessen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Nein, aber wir haben nicht das Recht, das Land hier in Deutschland. Deswegen, du wurdest nicht mit dem Islam konfrontiert. Ja, du wurdest nicht mit den Religionen konfrontiert. In Marokko, Leute, die in Marokko leben, die dürfen nicht zum Hotel mit ihren Freundinnen, die dürfen nicht essen in Ramadan draußen. Die müssen ihre Erbe nach islamischer Recht teilen. Die müssen nach islamischer Recht heiraten. Die sind gezwungen, diese Sachen zu respektieren, obwohl sie gar nicht daran glauben. Das ist der Unterschied. Ja. Weil du hier deine Freiheit hast, denkst du, das ist okay. Aber du redest, guck mal, rede doch von dir, der nicht daran glaubt. Aber bist du jetzt der Meinung, dass 38 Millionen Marokkaner den Islam... Ja, 34 Millionen, ja. Bist du die Meinung, dass diese Menschen alle... Du wirst überrascht, wenn du wusstest, wie viele Muslime den Islam verlassen in Marokko. Aber es gibt auch Berber, es gibt arabische, es gibt Indonesier, wir haben alle... Hallo Yemen, hallo die Schwester, wir hören die Schwester auch ein bisschen Respekt auch für die Mädchen. Ich habe gewartet, bis es ein bisschen ruhiger wird, aber es wird nicht ruhiger. Ich möchte mal eine Sache sagen. Guck mal, Ewam Haya, es ist nicht so, dass nicht jeder das glauben darf, was er will. Jeder, aber das ist das ja, Glauben. Du glaubst an was, aber du tust ein anderer damit nicht weh. Okay, das Problem mit dem Islam ist, wenn du nicht mehr glaubst, zum Beispiel ich bin geborene Muslima gewesen und ich glaube nicht mehr, jetzt ist das ein Problem, obwohl ich hier in Deutschland lebe. Weißt du, was alles passiert? Ich bin bedroht worden, ich bin hinterfolgt worden, Bedrohungen hier auf TikTok, privat, auf mein WhatsApp, nur Telefonate, weißt du, wie schlimm das ist? Und nur, okay, weil ich mein Gesicht gezeigt habe. Okay, warum? Das habe ich verstanden. Weil aber vieles, du... lass mich bitte ausreden. Ich habe dich auch ausreden lassen. Das Problem ist, es gibt gar keine Religion, dass wenn du austretest, du getötet wirst. Nur den Islam. Nur den Islam. Okay, jetzt möchte ich dir gerne antworten, Yemna. Ich habe es verstanden, Yemna. Ich habe es so hingekriegt. Verschiss mich, Bruder. Ich eine Frage. Du warst das doch Problem Jahre ist, warte einen Moment. Das Problem ist nicht die Leute, die lesen nicht, die wissen von gar nichts, ja? Und die nutzen aber das, was die wollen. Alles, was in dem Buch steht, nehmen die, sobald die das wollen. Wenn ich verheiratet bin und mein Mann ist Muslim, der nimmt den Eier, wo er mich schlagen darf. Okay. Und dann haut er mich. Ich kann da nichts machen. Weil wenn ich was mache, lass mich ausreden. Wenn ich was mache zu den Ehemann, also meinen islamischen Ehemann, dann werden die Engel spucken, ja, meine Gebeten werden nicht angenommen, ja, und wenn ich zu der Moschee gehe, um Hilfe fragen, werde ich nicht geholfen. Ich werde auf die Straße gesessen, ja, und dann muss ich zu den Kuffar, obwohl ich ein Muslimin bin, muss ich zu den Kuffar und die müssen mich dann helfen. Also es ist alles, es ist nur, das Problem ist, es sind viele Sachen in dem Buch, was nicht okay ist. Und noch immer leiden sehr viele junge Frauen, Kinder darunter, weil die nichts dagegen machen können, weil die Freiheit von den Glauben haben, hier in diesem Land. Obwohl das nicht, ich finde das nicht okay. Okay, und hast du jetzt eine andere Religion oder bist du Atheistin? Sie ist einfach von Islam ausgegangen. Es geht nicht darum, was ich bin. Es geht darum, was dein Buch ist. Nein, das war nur eine Frage. Bist du jetzt in eine andere Religion? Warum bist du so neugierig? Es geht nicht um andere Religion. Es geht darum, weil er kann nicht verteidigen, ohne andere Religionen anzugreifen. Was gibt dich das an? Ich bin noch nie von einem anderen. Er kann nicht antworten, ohne Angreifer auf andere Religionen. Versteht ihr? Deswegen fragt er, was hast du für eine Religion? Er kann nicht seine Religion verteidigen, ohne Angreifer. Er muss einen Stempel haben auf meinen Kopf. Okay, aber darfst du das nicht? Sei nicht so neugierig wie alle anderen Muslimen. Antworte einfach. Was hat das mit Neugier zu tun? Hier wird meine Religion wird hier von 8 Leute in den Dreck gezogen und ich frage nur, ob das ist doch Dreck, weil das Dreck ist. Nein. Bruder, findest du das normal? Ich bin nicht dein Bruder. Ich war dein Bruder, Yemna. Guck mal, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Kleine Mädchen. Die dürfen einfach verheiratet sein und die dürfen Sex haben, obwohl die nicht mal deren Periode haben. Und wenn die Männer, die kleinen Mädchen, die Talak aussprechen, dann haben die 3 Monate anstatt 3 Zyklus. Menstruationen. Ja. Findest du das normal?
Also hä? Ich kann dir nur weißt eine du, dass Sache heute noch immer die Leute. Warte mal, er möchte nur machen? Eine Sache erklären. Warte mal, bitte erklär eine Sache. Ich bin Moslem seit Geburt an und meine ganze Familie sind Muslime und aus unserer kompletten Familie, in unserer kompletten. Ich bin geboren aus Buddha oder keine Ahnung. Guck dir das an, wie er kindisch ist. Wir sind alle geborene Muslime. Ich erkläre doch gerade. In unserer kompletten Familie, in unsere komplett alles, was ich kenne und ich kenne auf dieser Menschheit 95% nur Muslime. Ich habe nur mit Muslimen zu tun. Okay. Hat kein einziges Mädchen jünger als 18 Jahre oder 16, 17 Jahre. Weil wir in Deutschland das nicht dürfen. Nein, in keinem Land. Ja, aber weil Deutschland das verbietet. Stopp. Nicht in Marokko, überall. Doch, doch, guck dir das an. Das ist eine Antwort von einem Muslime. Guck mal, guck dir an. Ich komme ja von da. Ich komme von da. Ich habe immer noch, meine ganze Familie lebt dort. Ich bin verheiratet in Marokko, weil ich kein Geld habe. Meine ganze Familie lebt dort. Beruhige dich, das ist kein Argument. Verstehst du das nicht? Nein, damit ihr das nur versteht. Es steht in deinem Buch. Guck mal, wenn ich dir sage, ich mache ein Gesetz jetzt zum Beispiel in Deutschland, dass es okay ist, wenn du einen Schwarzen tötest. Ne? Wenn du es nicht machst, ist deine Sache, aber trotzdem ist das erlaubt. Verstehst du, was ich meine? Es ist erlaubt in deinem Koran. Dein Prophet hat das gemacht, das ist erlaubt in den Islam, ein kleines Mädchen zu heiraten. An dem Tag, wo sie geboren wird, kannst du sie heiraten. Okay. Das ist das Problem. Nicht, ob die Leute es machen oder nicht. Aber gibt's nur halt, die Leute stehen alle nicht auf Kinder, das ist ja klar. Aber die auf Kinder stehen, dürfen es machen durch islamische Gesetze. Aber verstehst du das? Gibt diese Aussage mit Kinderehe und so nur im Islam, gibt's das in anderen Religionen nicht? Wir reden hier über den Islam. Ich habe keine Ahnung von anderen Religionen. Wenn ich über andere Religionen reden würde, würde ich lügen. Ich habe nur von Islam Ahnung. Hast du auch nicht so viel Ahnung? Aber wenn es in andere, doch, ich habe, die Schwester hat dir den Vers gesagt. Doch, haben wir Ahnung. Das ist das Problem. Du hast selber keine Ahnung. Er glaubt an Islam. Er sagt, dass der Islam die beste Religion der Welt ist. Wenn er tief in Erde bleibt, ne, in Schlamm bleibt, dann kommt er irgendwie mit Familien, mit dem, keine Ahnung, andere Religion. Nein, damit erkläre ich euch nur. Musst du nicht. Das Problem ist, ich bin ja Muslim, ich lebe den Islam aus und ich kenne niemanden. Du indoktriniert. Dir wurde eine Gehirnwäsche, guck mal, dir wurde eine Gehirnwäsche verpasst als Kind. Was? Und dann hast du das als absolute Wahrheit angenommen. Du hast da nicht recherchiert. Du sagst selbst, ich habe keine Ahnung. Das heißt, überhaupt, du wurdest nicht überzeugt. Ist, du wurdest nicht überzeugt von der Religion. Du wurdest da reingeboren und indoktriniert und dir wurde eine Gehirnwäsche verpasst. Nur deswegen glaubst du. Deswegen kannst du uns nicht beantworten. Ich kann doch das Gleiche über die sagen. Die wurde eine Gehirnwäsche verpasst, deswegen bist du von Islam. Nein, ich habe den Islam studiert und dann habe ich den Islam verlassen. Verstehst du? Das Problem ist jetzt, ihr müsst ja erstmal das verstehen. Zum Beispiel gibt es auch die Aussage über diese Sache, weil ihr wiederholt immer wieder diese Sache mit. Wie findest du Scharia, wenn du Muslim bist? Immer Kinderehe. Ich habe zum Beispiel gehört, ich kenne mich da nicht aus, weil, wie gesagt, noch dann nie. Rede nicht. Wenn du nicht damit auskennst, dann musst du auch nicht reden. Ja, hören sagen ist kein Argument. Hören sagen ist kein Argument. Er hat keine Ahnung vom Scharia. Er weiß nicht mal, was die Nein, erzähl mal, wie findest du den Scharia? Nein, es geht um diese Kindersache. Diese Kinderehe. Ja, das ist Scharia. Was sagt Scharia dazu? Ich habe zum Beispiel gelesen. Er ist keine Muslim. Du bist ein Nichts, genau wie ich. Wir sind nichts. Wir können nichts sagen. Wir können nicht die Sachen rausholen oder reinholen. Wir haben nichts geschrieben. Wir haben diesen Glauben nicht hochgebracht. Ich bin genauso wie du. Wir haben verstehst du, was ich meine? Also, das Problem ist, was du sagst, geht uns da nicht an. Es geht darum, was der Propheten gesagt hat und was die Gesandten gesagt hat und was die Sahaba gesagt haben. Du warst ja nicht da. Du warst nicht da. Also, du musst aufhören mit Alhamdulillah, sage ich ihm. Alhamdulillah, dürfen wir Schweine sagen. Leute, bitte, ein Punkt, damit wir alle hören. Ich würde auch gerne Rose hören, wenn ihr es okay findet. Hallo, frohes neues Jahr. Ja, ich wollte mal dazu sagen, laut deiner Aussage, heiraten mit minderjähriges kleines Mädchen und Sklavin zu nehmen im Islam ist halal, Schweinfleisch essen ist haram. Und jemand, die andere Religion außer Islam eintreten ist, das bekommt die Straftat, okay? Ja, warum geht ihr nicht nach islamische Länder? Okay, Eva, ich habe
ja, gefragt, ja. Er ist sogar von Haramgeld aufgewachsen, Kindergeld, Erziehungsgeld, kostet. Ja, okay, aber warum? Ja, ihr mal, denkt daran, guck dass. Mal erst mal, Google mal, wer Kindergeld und Erziehungsgeld okay, erfunden hat. Erzähl wer mal, der warum Mensch erkennt war? Man den? Ja, Google doch. Was erzählst du? Der sagt dir, Leute, tu amwalekum li sufaha. Der sagt dir, Leute, tu amwalekum, gebt eure Geld nicht den Idioten. Dann haben die Mohammed gefragt, wer sind die Idioten? Der sagte, die Frauen Kinder und Frauen. Frauen. Okay, ich wollte ja mal fragen, ein Frauen kleines und Kinder und kleine Jungs, wer die Eltern heiraten. Okay, wie kann wie kleines Kind ja heiraten, ja mit einem großen Mann, ja? Dann antworte das. Also ich habe noch antworte, schon. Antworte, okay, antworte. Ja, ich antworte. Ich habe noch nie gesehen, dass ein muslimisches Mädchen deine als Prophet, Kind. Es geht nicht. Prophet, hast du den Propheten gesehen? Hast du Gott gesehen? Du glaubst doch in Gott, aber du hast ihn nicht gesehen. Also was laberst du? Hast du den Propheten gesehen? Hast du seine Frauen gesehen? Doch gar nicht. Warum glaubst darum, du denn? Was glaubst du denn? Das denn? Damit will das ich sagen, doch dass, nicht deine Aussage. Ja, aber welche Muslime heiraten als Kinder? Wer? Viele. Es geht darum, es sterben täglich steht in Sahih Bukhari, Bruder von es, ja, es erlaubt. Es erlaubt im Koran, steht in Surah 65, Vers 4. Walla ilam yahidna. Es steht klar im Koran, in Surah Al-Ahzab 49, glaube ich, auch wieder, die kleinen Kinder heiraten, in Surah Nisa 127. Ein normaler drei Suren, drei Versen. Kinder, verstanden, ja? Aber der Mohammed hat wirklich daran Kinder genossen. Der hat 9 Ehre gehabt und eine 31, also Sexesklaven gehabt. Und die meinen, ja, Mohammed hat die 9 Frauen geheiratet, weil die... Und 11 Frauen, 11 Frauen. Genau, die unterstützen möchte. Interessante Sache war, nachdem er verstorben, beziehungsweise bevor er verstorben war, der hat das verboten, dass man die Frauen der Verwitwe, also nach seinem also Tod, heiraten. Der hat das Haram genannt. Warum? Ja, genau. Weil der Frau von seinem Sohn genommen hat. Er hat der Frau von seinem Sohn Zainab, genommen. Zainab. Ja, genau. Da hat die andere Frau einfach auf dem Bett von seiner eigenen Frau hat er genommen, obwohl die Frauen das nicht wollten. Dann war der sauer, war da 3 Tage in einem Baum, hat er da in einem Baum gesessen, bis der Jibril runtergekommen ist mit einem Eier. Und dann hat Gott gesagt, ja, warum machst du das? Warum tust du so für deine Frauen? Das ist dein Hack. Also du musst nicht hören auf deine Frauen, du darfst das machen. Du darfst mit einer anderen Frau auf dem Bett von deiner Frau schlafen, obwohl er nicht mal eine Ehe mit ihr hatte. Das war Maria al-Qibtiya. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Der Vers, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Genau. Lass ihn jetzt antworten. Genau. Er kommt jetzt mit seiner Familie. Antworte es, liebe Muslim. Antworte es. Ich wollte ihm einfach klar machen, in Sahih Bukhari ganz deutlich steht, Prophet, heilige Prophet der Islam, Muhammad, ja, wurde gerne von kleinen Kindern einfach sein Mund und sein Zung stecken, dadurch den Himmel zu bieten, ja. Das ganz deutlich steht in Sahih Bukhari. Er hatte, bevor er schlafen geht, hat seine Zunge in dem Fatima Bintul Nabi reingesteckt. Ja, genau. Guten Abend alle zusammen. Hallo Paco, Habibi, ehlen. Frohes neues Jahr an euch alle. Ich wünsche mir, dass alle eure Träume sich verwirklichen und ein gesundes Jahr habt. Vielen Dank. An alle natürlich, die uns zuhören, an alle Gäste. Was wollte ich sagen? Jetzt, was wir erlebt haben mit dem jungen Mann, der den Islam verteidigen wollte, hat er über alles erzählt, nur nicht über die Texte, über Israel, über Kämpfe, über in Deutschland, was weiß ich was, aber überhaupt nicht über die Texte. Warum? Weil die meinen das, weil es steht schwarz auf weiß. Und jetzt, wir reden jetzt nicht über Religion oder so. Ich habe eine Frage an Babu und dann gehe ich wieder weg, weil ich habe Gäste, ich habe doch so lange gewartet. Babu, wenn ein Muslime, die in Deutschland lebt, geht auswandern nach ein islamischer Land, wo die Scharia herrscht. Jetzt meine Frage, wird die Rechte gewinnen oder Rechte verlieren? Und wenn ja oder nein, welche? Dankeschön.
Ja, so viele Rechte will sie. Keine Rechte. Sie hat gar keine Rechte in islamische Länder. Sie darf nicht raus aus der Wohnung, wenn ihr Ehemann damit nicht einverstanden ist. Sie darf keine Besuche bekommen von ihrer Familie, wenn ihr Ehemann nicht damit einverstanden ist. Sie darf nicht mal fasten, wenn er mit ihr schlafen will. Da soll sie dann ihre Fasten brechen, ne? Ihre Ehemann, wenn er mit ihr schlafen will, dann soll sie sogar ihre Fasten brechen, die Frau. Die hat gar keine Rechte auf Erbe auch nicht. Wenn ihr Ehemann stirbt und sie keine Kinder hat, bekommen sie keine Erbe. Die kommen dann, die Eltern oder der Bruder nehmen das Haus und schmeißen sie auf der Straße. Was für Rechte? Es gibt gar keine Rechte für Frauen in dem Land. Und hier in Deutschland? Ja, sie hat alle ihre Menschenrechte, natürlich. Ist ja so. Aber was ich nicht verstanden habe, der sagt, ich habe das nicht gesehen. In Jemen sterben offiziell 8 Mädchen durch Kinderehe, täglich. 8 Mädchen durch die Kinderehe. In Marokko haben wir Kinderehe. Wir haben viele Mädchen, wir werden geheiratet in Marokko in jungen Alter, 10, 11. Ich habe letztens ein Video gesehen im Fernseher, Marokko. Eine Mädchen, die ist 11, die hat schon ein Kind und die ist geschieden. Das Problem ist die... Jetzt kurze Frage zu Marokko. Ernst, ich will nicht mehr gegen dich... Nicht nur Marokko, wir reden über den Islam allgemein. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Stopp. Ist das in Marokko nicht per Gesetz verboten, dass man unter 18 nicht heiraten darf? Außer der Qadi, außer der Richter sagt, nein, sie darf es tragen. In Iran ist es auch genauso. Es steht doch im Gesetz, dass man unter 18 Jahre... War euch Algerien auch so, Bruder? In Iran ist auch genau. Iran. Aber ich glaube, bei Algerien auch, wenn der Richter sagt, ja, sie kann es ertragen. Das Gesetz, ne? Dass man erst ab 18 heiraten darf, das gibt's. Ja, mit dieser Ausnahme, dass wenn der Richter sagt, nein, auch wenn sie unter 18 ist, sie darf heiraten und der sieht dies bereit, der kann sich entscheiden, sie zu heiraten. Doch. So ist das Gesetz. Aber auch nicht ein 50-Jähriger. In Iran, es ist untergesagt, unter 18 heiraten. In Irak, zum Beispiel in Irak, ich habe letztens eine Mutter gesehen, die weint im Fernseher, ihre Tochter ist 12, die ist gestorben durch Kinderehe. Sie sagt, sie hat beleidigt, den Koran beleidigt, den Islam beleidigt, alles hat sie beleidigt. Sie sagt, meine Tochter liegt im Krankenhaus, die ist krank, die andere ist gestorben. Sie hat geschrien in einem Fernsehsendung, diese Fernsehsendung auf Deutsche Welle. Die hat geweint, die hat geschrien, ihre Gesicht natürlich versteckt und gesagt, meine Tochter ist gestorben, die andere liegt im Krankenhaus, weil der Vater sie zum Heirat gegeben hat und die waren 12. Es passiert in allen unseren Ländern, es ist erlaubt, ob es die Leute machen oder nicht. Ich verstehe, dass nicht alle Leute Pädos sind, ne? Nicht alle Männer stehen auf Kinder, weil wenn ich eine kleine Mädchen heirate, die 6 ist, ne? Sie hat keine Brüste, sie hat keine Hüfte, sie hat keine Sachen, die mich hier halt erregen sollen. Ne? Wovon wirst du dann erregt, wenn du keine Pedo bist? Das ist der einzige Fall, ist, dass du ein Pedo bist. Sonst wirst du nicht erregt bei kleinen Kindern. Punkt. Sonst müssen wir unsere Kinder verstecken. Sonst müssen wir unsere Kinder im Schwimmbad verstecken. Wir sollten unsere Kinder nicht zum Strand bringen. Wir sollten unsere Kinder hinterherlaufen, nicht, dass Männer sich dann verlieben und sie heiraten wollen. Es ist doch krank. Und wenn es erlaubt ist in deiner Religion, in deinem Buch, das ist das Problem. Nicht, ob die Leute es tun oder nicht. Da gibst du ja die Chance für die Leute, die krank sind, es ja zu tun. Du gibst diese Pädos die Chance, Kinder zu heiraten, wenn sie es wollen. Aber wenn sie es nicht wollen, müssen sie auch nicht. Ne? Wie die Hadith geben. Ja. Es gibt einen Hadith, wo Mohammed sagt, wo ein Mann sagt für Mohammed, ich habe gerade geheiratet. Und dann sagt ihm, hast du eine ältere oder eine jüngere geheiratet? Dann sagt ihm, eine ältere Frau. Und dann hat ihm Mohammed gesagt, warum hast du keine kleine geheiratet? Dann würdest du mit ihr spielen und sie mit dir spielen. Ne? Der Sahabi, einer der besten Freunde von Mohammed, der Sahabi Qudama ibn Mad'un, hat die Tochter von Zubair geheiratet, an dem Tag, wo sie geboren wurde. An dem Tag, wo sie geboren wurde, mit Mohammeds Segen. Oh. Mohammed war auch dabei. Echt? Ja. Und jetzt warten wir ab und gucken, was der Liebe ist. Umar ibn al-Khattab hat die Tochter von Ali geheiratet, sie war 11. Umme Kulsum, ja. Umme Kulsum. Ja. Nachdem sie der Vater tot war. Ja. Aber ich habe eine Frage an unsere Gäste. Hoffentlich sind es welche aus Iran. Sind da welche dabei? Ich wollte nur eine Info bestätigen. Da ist so ein Ex-Moslem aufgehängt, weil er von Islam aus. Ofta, nicht einmal, mein Lieber, ofta. Wenn ich jetzt nach Iran gehe, selbstverständlich, wenn ich nach Iran gehe und sage, dass ich von Islam ausgetreten bin, die werden mich erstmal mit einem Besenstück vergewaltigen und danach, die werden mich so lange foltern, damit ich sterbe, oder werden mich in einem Ecke hängen. Ich habe Steinigung Iran mit meinen eigenen Augen gesehen. Bei einem Diebstahl, würde dem Finger von dem Dieb, also abgeschnitten. Ich habe
Ich habe viele Sachen, Rot kommt auch aus mir. Warum sind wir überhaupt aus diesem Religion raus? Wir laufen, warum bekommen wir hier Bluthochdruck, wenn wir wenn ich selber in dem Live der Muslime gehe, ich bekomme Kopfschmerzen. Warum? Weil ich dieses Land von diesem Virus verteidigen möchte. Und der Herren da unten meinte, warum willst du denn Deutschland verteidigen? Weil ich den Schariat sehr gut kenne, weil ich mit Schariat aufgewachsen bin. Ja, okay, ich habe das verstanden. Aber ich muss dazu direkt kurz sagen, dass das klar und deutlich ist, dass der Islam in den arabischen Ländern nicht der Islam im Iran ist. Du weißt, dass das zwei verschiedene Islam ist, klar und deutlich. Taliban, ISIS, Boko Haram, die arabischen Länder. Das weißt du hoffentlich. Das weißt du, weil in Iran, Iran sind 95%, 90% sind Schiiten, verstehst du? Und guck mal. Da ist ein anderer Islam wie in Marokko, das weißt du. Nein, die gleiche Gesetze. Ich sag nicht, was besser oder schlechter ist, aber du weißt, dass das anders ist. Aber die Gesetze, was Kinderehe angeht, was Sklaven angeht, sind alle gleich, weil die alle im Koran sind. Grundgesetz ist der Scharia, mein Lieber. Taliban, ISIS, Boko Haram, Daesh, Al-Qaida. Wer ist davon Gute? Sag mal deine wahre Gesicht der Islam. Die Khalid-Leute, die Saudi-Arabien, Kuwait, die haben das gemerkt, dass die mit Islam nicht das Land verbreiten konnten, dass die nicht modern werden konnten. Die haben den Islam einfach in einem Fass, in Mülleimer für sich zu Hause und die sind nach Westen gezogen. Siehst du den Gebäude da nicht? Siehst du, in Medina ist die Casino aufgegangen. Hast du sowas nicht gesehen? Ja, okay, aber das ist doch gut für dich. Du magst das Casino. Das hat nicht, guck mal, das ist Art einer Muslime. Ob nein, das ist doch für dich gut. Du willst doch, dass in Medina ein Casino kommt. Hör mir zu. Ja. Du als Muslime, du bist mit Haramgeld aufgewachsen. Merkst du das nicht? Warum bin ich mit Haramgeld aufgewachsen? Alle Muslime, die hier in Deutschland zur Schule gegangen sind, Kindergeld, Erziehungsgeld, Krankenversicherung, Jobcenter, kostenlose Miete. Ich sag dir das, warum. Durch Verkauf. Ich sag dir das, gerade erzähle ich dir. Durch den Verkauf der Alkohol. Export. Kommt Schweinfleisch. Kommen Millionen. Zinsen. Zinsen sind Haram. Ja, aber was hat das denn? Was hat denn jetzt? Lass mich, dass ich ausrede, liebe Herren. Ja, das Problem, dein Deutsch ist nicht so gut, deswegen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein Ausländer bin. Nein, ich kein Problem. Ich kann nicht Deutsch reden. Guck mal, außer Beleidigung. Nein, das war keine Beleidigung, damit du verstehst, warum ich dich nicht gut verstehe. Dein Deutsch ist schlecht. Alles gut, ist kein Problem. Die Sache ist, durch den Verkauften von Alkohol, durch den Umsatz. Ich rede, durch den Umsatzsteuer von Puff, Casino, Zinsen, wird Millionensteuer an Finanzamt bezahlt. Da sitzt keine Imam und sagt, nein, das ist diese Steuer, diese Euro ist durch die Arbeit von einem Muslime, das von einem Atheist, das dann für die Muslime wird von diesem Geld bezahlt. Alles geht in einem Fass rein, dann wird dadurch den Kindergeld, Erziehungsgeld, das ist alles wird das von diesem Steuer finanziert, mein Lieber. Okay. Du bist mit Haramgeld aufgewachsen, das ist eine Hauptsache. Okay, aber das ist doch was für dich was Gutes, weil ich integriere mich in diese Haramgeld, oder nicht? Aber warum findest du das denn schlecht? Mein Lieber, das hat nicht damit zu tun. Wenn du sagst, dass du Muslime bist. Für dich ist doch nicht Haram. Darf ich dir was fragen? Guck mal. Ich habe nur eine. Du liebst deine Mutter, oder? Ich will nicht nachkommen, aber ich meine, jeder Mann liebt seine Mutter. Ja, normal, oder? Ja. Das ist die einzige Frau, die immer liebt. Ja. Stell dir vor, dein Gott sagt, deine Mutter ist ein wie Kacke. Wie würdest du reagieren? Aber ich weiß, dass das mein Gott nicht sagt. Nein, ich sag nicht du, deine Mutter, aber stell dir vor, ich lese ein Buch, Chucky. Der Chucky, 2 Millionen Menschen leben unter Chucky und sein Gesetz. Und dieser Chucky heißt, ist ein Gott. Und diesen Gott sagt, die Frauen sind wie Kacke. Würde ich diesen Gott glauben, Ich weiß doch, dass das Gott nicht sagt. Gott sagt Steinigung, Menschen wehtun, Musik haram. Soll ich dir sagen, wo Allah im Koran gesagt hat, dass eine, wenn du Wudu hast, und du fasst eine Kacke an oder eine Frau, dann kannst du Tayammum benutzen. Dann darfst du nicht weiter beten, aber musst du Tayammum benutzen. Okay. Und das findest du... Deine Mutter macht deinen Vater dreckig und ein Stein macht ihn sauber. Eine Frau ist nicht nur deine Mutter, es sind wir alle. Was findest du davon?
Erstmal, guck mal, erstmal zu dieser Sache, dass eine Frau berühren, den Voodoo wegmacht. Dazu gibt's ganz klar. Ich rede über dein Buch. Hör mal zu. Ganz klar Meinungsverschiedenheit. Babo, kannst du bitte sagen? Nein, steht im Koran in Jaakum und Ra'ik Aulam ist dumm nicht. Einige sagen, wenn du deine eigene Ehefrau. Über der Satz, du hast mich nicht verstanden. Ja. Weil das ist wieder ein anderes Thema. Dein Satz ist, wenn du Kacke anfasst oder die Frauen. Ja. Wie findest du von diesem Satz Frauen und Kacke auf einen Satz in dem Buch? Ja, aber das ist doch. Ich kenne diese Vers nicht, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich weiß nicht. Wer bist du denn? Wer bist du, dass du hier redest über dein Buch? Wer bist du? Wer bist du denn? Na, ich rede. Wenn du ein richtiger Moslem. Du kennst den Eier nicht? Was heißt denn? Muss ich jetzt. Ist man nur Muslim, wenn man jede Eier kennt? Das ist der große Beweis, dass die Muslim anhängen. Wenn lamastum nisa al-ra'id aw nisa'akum, dann sag mal Babu den Satz bitte, wenn du ja in ja'akum al-ra'id aw lamastum nisa. Ja, okay, aber was heißt das? Was ist denn jetzt der wenn du Kaka machst oder deine Frau anfasst? Ja, aber denn ist das jetzt das eine, heißt das jetzt, dann musst du dich mit einem Stein, reinigen, aber nur die Idee, dass meine Mutter meine Vater dreckig macht, wenn er sie anfasst und einen Stein ihn sauber macht. Aber wartet doch, mein Vater macht auch meine Mutter dreckig, wenn er sie anfasst. Warum? Nein, Bruder, dein Vater darf machen, was er will. Liebe aber er hat nicht geschrieben in Lamastum Rijal, er hat geschrieben in Lamastum Nisa. Ich möchte ich möchte jetzt hier. Ich würde gerne Gianna hören, bitte. Einen letzten Satz, dann höre ich auf. Alle, die hier oben sind und hier meinen, sie waren mal Muslime und sind aus dem Islam raus und halten jetzt israelische Fahnen neben andere Fahnen oder so. Das ist alles eure Entscheidung, eure Meinung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, ihr habt private Probleme in eurem Leben gehabt. Ihr habt in der Familie Probleme. Nein, wir sind nicht das Problem. Oder deine Koran ist das Problem, deine Religion ist das Problem, nicht wir. Wir sind nicht das Problem. Wir sagen nicht, dass man keine Kinder heiraten kann. Wir sagen nicht, nein, diese Heuchlerei mag ich nicht. Warte bitte, Artat. Wir sagen nicht, dass man kleine Kinder heiraten kann. Das sagen wir nicht, das sagt dein Koran, deine Religion. Wir sagen nicht, dass man, guck mal, wir sagen nicht, dass man Menschen versklaven darf. Das sagt dein Koran und hat Mohammed gemacht. Wir sagen nicht, dass man verheiratete Frauen Nein, hör zu. Jede vernünftige, normale, denkende Mensch würde sagen, nein, keine Vergewaltigung für verheiratete Frauen, keine Sklaverei, keine Kinder eher. Babo, ich glaube, ich gebe diesem Muslim recht, weil allein in seinem Gesetz. Dadurch ist das entstanden, was ihr heute seid. Durch Probleme, die eure Eltern, eure Familie, eure Kultur gemacht haben, schiebt ihr das auf den Islam. Eure Kultur. Ja, dann, okay, wir reden hier von Koran. Wir reden hier nicht von unserer Familie. Wir nennen die Versen aus dem Koran, nicht aus unserer Familie. Eure Eltern, eure Ehemänner, eure Ehefrauen haben. Die Frau war nicht, die hat dir nur ein Beispiel gegeben für eine Frau, wenn sie sich scheiden lässt. Was verstehst du darunter nicht? Von ihrem Ehemann misshandelt und sagte. Wurde sie nicht, die hat dir ein Beispiel gegeben für die Gesetze im Islam. Das ist nicht korrekt. Das ist der Taktik, den Muslime machen, um uns. Dein Ehemann macht Fehler. Wir sind Murtadin, wie ihr sagt, um uns so klarzustellen, dass wir ja ein Jinn haben oder krank sind oder unsere Familien krank sind oder wir Probleme haben. Nein, wir haben kein Alkoholproblem, wir wollen nicht in der Diskothek gehen, ich will keine Hure werden, das ist alles gar nicht wahr. Wenn du wusstest, wie ein Leben, ich bin 1:1 mit, ich habe Gott geliebt. Ich hatte nichts anderes als Gott in mein Leben. Also komm mir nicht sagen, wie meine Familie ist. Du kennst meine Familie nicht. Das hat nichts damit zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun. Ein privates Problem, warum du den Islam verlassen hast. So ist eine Muslimin. Nein, warum ist nicht das Islam? Warum ist nicht das Islam das Problem? Du hast keine Ahnung vom Islam, aber nicht Islam ist das Problem. Der Islam fehlerfrei ist. Der Islam ist fehlerfrei. Ja, aber wir haben dir gerade gegeben, Kinderehr. Du willst nicht hören. Du hast keine Beweise gegeben. Wir geben dir die Verse, die Beweise, die Hadithe. Guck mal, du kannst den Islam nicht kritisieren. Du kannst Muslime. Wir kritisieren den Islam, nicht die Muslime, das sage ich immer. Wir kritisieren den Buch. Du machst das genau andersrum. Du kannst Muslime kritisieren, die Fehler machen. Hörst du dir überhaupt so? Wir reden von Koran, nicht von Muslimen, von Koran. Wie nennen die die Verse? Warum stummst du mich die ganze Zeit? Weil du hörst nicht zu, du erzählst Müll. Wir reden von Koran, nicht von Menschen. Du erzählst auch Müll.
Wir nennen dir Koranverse, Mann, nicht unsere Meinungen. Koranverse müssen Gelehrte dir erklären. Ich hab's gelehrt, hol uns du jetzt den Tafsir von Tabari, Qurtubi, al-Baghawi, wenn du willst, und sag uns, was die da sagen. Guck mal, egal welche Koranverse, du musst die erklären, du musst die verstehen. Ja, ja, und die Erklärung sagt das, was wir gesagt haben. Ja, weil wir die Erklärung gelesen haben, wissen wir ja, was. Ich kann zu euch sagen, ich hab euch jetzt ein bisschen zugehört und bin. Ich schicke ihn rund, das macht keinen Sinn, Leute, sorry. Diana, wolltest du was sagen, Schwester? Diana. Bist du noch da, Diana? Sie ist da, aber sie ist stumm. Ja, entstumm dich. Aber alle Zuschauer haben verstanden, sogar... Sie kann wieder hochkommen, wenn sie will. Genau. Ich meine, wir reden über Koran, wir reden über Verse, wir reden über Hadithen, wir reden nicht hier... Wenn ich dir sage, dass Mohammed kein Kind geheiratet hat, dann habe ich es nicht falsch verstanden, es steht so dort in deinen Hadithen. Liebe Babu. Dann sollst du deine Religion lernen. Nicht uns hier sagen, nein, wir haben Probleme gehabt mit unserer Familie, die Schwester wurde missbraucht von ihrem Mann. Die ist wahrscheinlich gar nicht verheiratet gewesen, ne? Nein, die sagt... Die gibt dir ein Beispiel, wenn dies und dies und dies passiert für eine Frau in den Islam, dann sagt Allah so und so und so muss ihr machen. Aber der hat recht, weil viele wissen nicht, warum die erstens Muslime sind und die wissen auch nicht, warum die ausgetreten sind. Ich sag ehrlich, viele, die sind ausgetreten auch, aber die wissen nicht mal warum. Viele habe ich auch gesehen, dass die einen Podcast geredet haben, weißt du, und die war mal Muslima, die weiß gar nichts von Koran oder Hadith oder irgendetwas, und dann kommt die und sagt, ja, der Islam ist nichts für mich, ja, weil ich muss Kopftuch tragen und ich möchte kein Kopftuch und ich will einen Freund. Nein, das ist nicht, warum ich aus dem Islam getreten bin. Ich habe mein Kopftuch geliebt. Weißt du was? Ich bin im Hajj gewesen. 2018 bin ich Hajjah gewesen. Ach du meine Güte. Ich habe alles gemacht, was eine richtige Frau machen sollte. Ich habe nie Make-up getragen. Ich habe nicht mal meine Augenbrauen gezupft. Alter, was lebst du? Du weißt nicht mal, wie ich. Ich bin mit Liebe aufgewachsen von dem schönen Islam. Ich habe nur das Schöne gesehen von meinen Eltern. Ich habe nicht meinen Eltern streiten sehen oder meinen Vater gesehen, dass er meine Mutter haut. Das habe ich nicht gesehen. Und wir reden, deshalb sage ich, wir reden nicht über Menschen oder Muslime, weil es gibt gute Muslime. Das ist nicht das Problem. Aber wir kritisieren das Schlechte darin. Und die Schlechten sind noch immer da. Die Leute, die das Schlechte ausnehmen und das nutzen auf meine Geschwister oder Brüder oder kleine Kinder, die nichts davon wissen, oder die Menschen, die nicht mal die arabische Sprache kennen, um somit die in einen Glauben reinzuschmeißen, was die nicht mal wissen. Darum geht's. Es Babu. Geht. Nein, was mir nicht gefällt, dass er gesagt hat, nein, der Islam ist perfekt, da ist kein Fehler, und dann hat er keine Ahnung davon, der kann die Verse nicht erklären. Man soll ihm auch recht geben, weil er eine Muslim ist. Wenn man den Gesetze des Islam ein Muslim richtig aufmacht, dann das ist unerträglich für ihn. Deswegen muss er sich stumm halten, muss er sagen, nein, es ist nicht so. Das ist, diese Gesetze der Allah ist außer Verstand der Menschheit, ne? Das ist so grausam, so schlimm geschrieben, dass es so grausam ist. Deswegen, er wollte einfach das nicht hören. Er wollte nicht akzeptieren, dass seine Prophet solche Gesetze in dem Buch geschrieben hat. Er wollte sich nicht mit solcher Sache befassen. Genau, wir reden über Tatsache, über, auf Holländisch sagt man, Feiten. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Auf jeden Fall auf das, was darauf steht. Und der kommt mit, aber ich kenne solche Mädchen nicht. Aber ich kenne gar kein Mädchen, der mit Sex geheiratet war. Es gibt jetzt noch immer, jetzt heute noch in arabischen Ländern, wo die Frauen aufstehen, ja, für deren Tochter, wenn die gestorben ist oder schwanger ist, und dann sind die geschieden und die sitzen da, die können gar nichts machen. Die können gar nichts machen. Und die sind immer noch da. Wenn ich rede nicht über mich selbst. Ich lebe in Deutschland und ich lebe glücklich. Ich habe keine Probleme. Keiner kann mir was machen. Ja, aber die Menschen, die das nicht können, unter so einem Gesetz leben, dafür rede ich. Ich rede für meine Geschwister, weil ich weiß, was in da drinnen passiert. In unserer Familie, in muslimischen Familien, was da passiert mit den Mädchen. Jana, ich weiß, du hast nur deine Augen aufgemacht. Du hast deine Augen aufgemacht, nochmal die Gesetze. Ja. Also tief studiert. Warum ein kleines Baby, ein Junge, wenn der auf mich pisst, kann ich beten. Aber wenn es ein Mädchen ist, dann muss ich alles ausziehen. Was soll denn Quatsch?
Und waschen, ja. Bei einem Junge musst du nicht waschen. Und das bekommen wir, und weißt du, was die dann sagen, Tupka? Die sagen dann, wir sind klein, ich weiß noch, ich war noch jung. Und dann sind da, ja, ja, mach das, weil das ist Heib und dies und das und das kann nicht sein. Und so wirst du, und dann kommst du in der Schule, in einer niederländischen Schule mit niederländischen Gesetzen, und dann sagen die, Mädchen und Junge ist gleich, und wenn die Pipi machen, können die einfach weiter essen, die machen nur Hände waschen und dann gehen die essen. Hä? Bei uns ist es just nur kurze Pause. Ich wünsche allen ein gesundes und ein frohes neues Jahr. Babu und alle. Danke, Hallo, meine Lieben. So, jetzt gehe ich auf Stumme, jetzt könnt ihr weiter. Danke, Putin, wünsche ich dir auch. Liebe Leute, der Herren war so, wie heißt das denn, so aufgeregt, wo ich gesagt habe, der fragte, warum machen wir sowas? Ich sagte, ich werde Deutschland gegen Islam oder von Islam verteidigen. Und er meinte, warum tust du sowas? Weil Deutschland hat mir Sachen gegeben, das meine Heimat nicht gegeben hat. Weißt du, was jetzt in Holland passiert, Bruder? Ich bin Niederländerin und ich komme zurück so hier in Utrecht. Da steht einfach auf der Straße, Koran für Kinder. Überall zu erreichen. Koran für überall. Weißt du, wie schlimm das ist? Wie würdest du das erklären? Ich verstehe euch nicht. Warum erklärt ihr euren Kindern nicht richtig, was da im Koran steht? Warum schämt ihr euch? Es ist denn so. Ja, ja. Das sind nur sexuellen Sachen. Aber wenn die Schule redet über, ja, das ist ein Vagina und das ist ein Pipi. Oh nein, warum redet ihr mit meinen Kindern über Sexualität und meine Kinder sind noch jung? Hä? Dein Buch ist voller Sex. Ja. Und Mörder und du musst die töten und Hass, du musst die Christen hassen. Aber das kannst du dein Kind weitergeben, aber nicht in der Kindergarten. Im Kindergarten kommen die alle mit Kopftüchern und sagen, nein, wir möchten nicht unseren Kind so und so, und die dürfen nicht mal schwimmen gehen, aber der Koran ist voller. Das ist doch Sexualisieren von Kindern, wenn sie ein Kopftuch trägt. Wenn du deine kleine Tochter mit 6 Kopftuch tragen lässt, dann sexualisierst du schon dein Kind, weil du denkst, sie ist sexuell attraktiv. Wenn du denkst, sie darf nicht schwimmen, dann weil du denkst, sie ist sexuell attraktiv für Männer. Du sexualisierst schon deine Kinder, wenn du es machst mit dem Kopftuch oder mit dem Schwimmen. Ja, die kennen halt die Köpfe der anderen, ne? Die wissen das, dass sie das schützen müssen. Auf jeden Fall. Es gab doch diesen einen Fall auch, weil du gerade gesagt hast, in der Schule Männer oder Kindergarten. So draußen wegen auf den Frauen immer. Warum? Weil die so aufgewachsen sind. Ja. Die sind so aufgewachsen, die Niederländer, die Deutschen. Ich bin noch nie angemacht worden von einem Deutscher oder einem Niederländer, wenn ich auf der Straße laufe. Aber nur für unsere Landsleute. Warum? Ich sag dir das. Warum sind die Vergewaltigungen nur für unsere Landsleute? Ich entschuldige mich dafür. In Iran ist Scharia, ne? Und Junge müssen in einem Schule gehen und die sind getrennt voneinander, ne? Mädchen und Jungs. Du kannst dir das nicht glauben. Da wir nicht mit Mädchen aufgewachsen sind im Iran, ne? Haben wir in der Grundschule, haben wir uns sexuell missbraucht, weil wir nicht anderes gekannt haben, weil wir die Frauen auf die Straße gesehen haben, weil wir Filme geguckt haben. Wir haben mit Levat angefangen, weil wir nicht richtig erzogen sind. Aber es hat auch Mohammed gesagt, Leute. Mohammed hat gesagt, "Allimuhum ala sab' wadribuhum ala al-ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Also zeigt denen die Religion das Beten mit 7 und schlagt sie mit 10 und trennt sie mit 10 von den Schlafzimmer. Also die Junge von Mädchen musst du ja dann deine Kinder, sogar deine Tochter und dein Sohn, musst du dann vom Zimmer trennen, wenn sie 10 werden. Ja. Das ist doch krank. Es ist einfach heftig. Ja, genau. Deswegen bis ich jetzt, ich bin jetzt 45, ne? Ich musste in psychologische Behandlung gehen, damit ich aus diesem Sache überhaupt rauskomme, ne? Damit ich überhaupt merke, okay, die Frauen haben ihre Werte, die Männer auch. Wir müssen nicht jede Frau, die mit Minirock rumläuft, auf die Straße rumlaufen, müssen wir nicht anmachen oder anschauen oder die schlecht benennen, weil wir schlecht in einem islamistischen Land aufgewachsen sind. Es ist in bedauerlicher Weise so. Babu, ich habe dich also hier bei mir also reingetan. Liebe Yamna, dich auch, ne? Ich hoffe, dass ich sehr, sehr oft von dir was höre. Hat mich sehr gefreut. Wünsche euch alles Gute und bleibt dir bitte gesund. Du auch, ich habe auch zurückgefolgt. Einer fragt, wo steht das mit Mohammed und den
Kindertränen im Bett und so. Ich sage dir jetzt, wenn du wirklich interessiert bist, sage ich dir jetzt gleich den Hadith. Ist ein Hadith Sahih, warte. Sage ich jetzt dir, wo er sich befindet und welche Nummer für auch für alle andere Freunde, die das dann vielleicht haben wollen. Warte. Warte. Ja. Okay. Auf jeden Fall grüß dich, Babu. Yeah. Freut mich sehr. Ich grüß dich, grüß, Bruder. Ich sage Ihnen nur den Hadith. Okay. Das ist Sahih. Wo hier? Sahih Abi Dawud 495. Sahih Abi Dawud 495. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Hier hast du die Quelle, weil die sagt, wir sind Heuchler, wir lügen hier, wir reden nicht ohne Quellen und nur Sahih, ne? Nur Hadith, die Sahih sind. Sahih Abi Dawud 495. Hier sagt er dir, du sollst zwischen deinem Sohn und deiner Tochter im Bett, so ein Schlafen, im Zimmer trennen, wenn sie 10 werden. Und du sollst sie schlagen mit 10 und zeigen zum Beten mit 7, ne? So viel zum Kinderrechte, ne? Schlagen von Kindern, woher kommt, warum schlagen Muslime ihre Kinder? Hier, weil Mohammed es gesagt hat, Mohammed hat es euch befohlen. Den gibt's auch in Ibn Hibban, hat er auch erzählt, Al-Bizar auch 9823, Al-Muhaddith Al-Albani, Master Sahih, also. Ne? So viel zum Wirrigen. So ein Abi Dawud, genau. 495, genau. Da sagt Mohammed, dass wir die Kinder trennen sollen, wenn die 10 werden. Jungs und Mädchen. Nicht sogar deine eigene Kinder sollst du trennen. Wie krank ist das? Keine steht auf seine Schwester oder auf seine Bruder. Wie krank ist das? Chris Platt, Bruder, wolltest du was sagen noch? Ja, mein Lieber, grüß dich. Es freut mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen. Ja, ich hatte mal eine Frage an dich. Und zwar habe ich das auch in Muslime gefragt, hier in irgendwelchen random Chats, die mir da aber keine Antwort geben konnten. Und zwar geht es so ein bisschen um den Koran. Ich versuche das auch ein bisschen zu studieren. Ich habe da viel von euch Ex-Muslimen lernen dürfen. Das ist der Wahnsinn. Ich bin mit Muslimen aufgewachsen und hätte nie gedacht. Aber ich habe einiges erahnt. Und es ist interessant, auch da so Belege dafür zu bekommen oder das zu hören. Und die Frage ist an den Koran. Ist der Koran in irgendeiner Weise sortiert, chronologisch oder sowas? Weil die Bibel zum Beispiel ist ja von Genesis, erste Buch Mose bis Offenbarung, sage ich mal, so eine Geschichte, die durchläuft. Ja. Wie ist das im Koran? Nein, nein, im Islam ist das nach Länge und nicht chronologisch. Nee, weil du hast da, normalerweise sollten die Suren von Mekka als erste kommen und danach die Medina. Aber zum Beispiel, du hast Surat Toba, die ist die Nummer 9 und das ist ja die letzte Sure, die herabgesandt wurde. Ah, ne? Okay. Surat Toba oder Bara ist die Sure 9, aber das ist ja die letzte Sure, die Mohammed gesagt hat. Eigentlich sollte es ja die Sure 114 sein. Die haben nach Länge sortiert und nicht chronologisch. Ich habe den Hadith falsch erklärt, was sagt, du'allimuhum ala sab'a wadribuhum ala ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Was habe ich da falsch erklärt? Das ist ganz einfach Arabisch. Ich rede doch nicht Chinesisch, das ist meine Muttersprache. Ich weiß, wovon ich rede. Er sagt, ich Wahnsinn. Danke für die Informationen auf jeden Fall. Gerne, Bruder, sehr gerne. Genau, also, ja, Sura 65,4, die Sura 65, Vers 4, alle. Es gibt ein Ijma' darüber, ne? Ijma heißt eine Einigung. Alle sind sich einig, dass da kleine Kinder gemeint sind und nicht anders. Also alle Gelehrte, es gibt keine Zweifel, keine Uneinigkeiten oder eine sagt so, der andere sagt so. Nein, die sagen alle, das sind Kinder gemeint. Ne? Wir haben mit ihm auch über Sklaverei gesprochen, der wollte gar nicht darüber reden. Also Sklaverei gibt es im Koran voll. Mit Sklaverei. Mohammed hat selbst Sklaven, hat sie nicht befreit, ne? Und hat mit denen geschlafen. Maria al-Qobtia, die war doch Sklavin, hat er bekommen mit ihrer Schwester als Geschenk. Ihre Schwester Sirin hat er seinen Poet weiter verschenkt, damit er sie weiter versklavt und mit ihr schläft. Und Maria hat er selbst für sich behalten und hat mit ihr geschlafen. Und wie die Schwester Yamna sagte, ja, das Problem mit die Tochter von Omar, Hafsa. Ja. Und wo sie ihn erwischt hat, ja, sie war kurz zu ihrem Vater gegangen, Omar, und als sie zurückkam, fand sie Mohammed in ihrem Bett, in ihrer Tag, weil der hat sie ja jeden Tag war eine Frau dran, und das war ja ihre Runde sozusagen, und sie fand ihm, sagt ihm, ja, in meinem Haus und in meinem Bett, ja, Rasulallah, also in meinem Bett und in meinem Haus, also in dem Sinne schämst du dich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, bitte erzähl aber Aisha nicht, ne?
Sie hat aber trotzdem Aisha erzählt, der hat dann geschworen, sie nie wieder anzufassen. Dann der, was sagt Allah, sagt, warum lima tuharrimu ma ahallallahu lak, warum verbietest du das, was Allah dir erlaubt hat? Also, dass Allah ihn erlaubt hat, mit Sklavinnen zu schlafen. Und er sagt ihm, warum verbietest du, was dir Allah erlaubt hat? Also, der beschimpft ihn auch noch, ne? Warum? Also. Das ist erlaubt, das sollst du machen, sagt er ihm. Und dann, nach dem Vers, hatten die Frauen ja nichts mehr zu sagen, weil das kommt ja von Allah. Ey, Cosinus, danke, guten Abend, Bruder, danke. Diese Aktion hat er auch gemacht mit Wadribuhun. Weißt du denn Geschichte, Babu, von die Frau, die zu dem Propheten gekommen ist und ihr Mann hat ihr total losgeschlagen und dann... Das ist eine verrückte Sura. Samia Allahu allati tujadiluka fi zawjiha. Allah, der Schöpfer von 200 Milliarden Galaxien, redet, hört eine Frau zu, die sich bei Mohammed beschwert, weil ihr Mann impotent ist. Wie krank ist das, Leute? Hat Allah nichts Besseres zu tun? Ne? Aber warte, weißt du, was passiert ist, Babu? Ja. Also, für diejenigen, die das nicht wissen, eine Frau ist zu dem Propheten gekommen, sie hat gesagt, ja, mein Mann hat mich richtig hart geschlagen, was darf ich ihm zurück tun? Ne? Und dann hat der Propheten gesagt, ja, du darfst ihn genauso zurückschlagen. So, aber da wollte sie zurückgehen zu ihrem Mann, um das zu machen, ja, aber dann... Subhanallah, kam Jibril sofort mit einer Sura von Allah und dann hat Allah gesagt, nein, du darfst den Mann nicht zurückschlagen. Dann ja, das war jetzt eine andere Vers. Omar hat ihm gesagt, Omar hat Mohammed gesagt, was hast du gemacht? Du hast die Frauen Rechte über uns gegeben oder so, ne? Der hat ihn ja beschimpft. Ja, das war dann später, genau. Ja. Und dann hat Propheten gesagt, ja, ich wollte dir was machen, also einen Schutz geben für dich, aber Allah wollte was Besseres. Also er fand es besser, um das nicht zu machen und du musst deine Schläge einkassieren. Weil bei dir ist das Wadribuhunna und bei der Männer ist es nicht Wadribuhunna. Da musst du dein Rechte, eins von deinen Rechten weggeben an jemanden anderes. Zum Beispiel, du holst eine zweite Frau für ihn oder eine dritte Frau. Oder das du verzichtest auf dein Geld. Du verzichtest auf deine eigene. So wie der, wie die Frau von Mohammed. Wie heißt das? Die Frau von Mohammed hat das auch gemacht, Schwester. Ja, weil Mohammed wollte jeden Tag. Sauda hat das Sauda gemacht. Genau. Und hat ihre Nacht an Aisha gegeben. Also hat Aisha zweimal in der Woche Sex mit der Propheten und Sauda nicht, weil sie hatte die Angst. Sauda war ja alt, sie war ja 70 oder so und sie war zu langsam, sie hat gesagt, gehst du nach Hause, sie wollte früher gehen, damit sie das Haus erreicht, bevor Mohammed kommt und danach hat sie verstanden, dass er sie nicht will, der wollte sich von ihr trennen und er hat gesagt, okay, ich verzichte auf alles, Hauptsache du trennst dich nicht von mir. Genau. Und du machst keinen Talak, ja. Das ist, wenn die Frau Angst hat, er würde sie nicht anhören, also sie... genau wie das ist bei der Frauen in Surat al-Nisa, Ida khafat nushuzu hunna. Weißt du? Das stimmt. So? Ja, ist so, ja. Ihr kennt ja Geschichten, das ist ja unfassbar. Wie gesagt, ihr sollt zwischen die, wenn der Mann nur Schuss macht und seine Frau nicht mehr will, dann aslihu bainahum, dann versöhnt zwischen den beiden, ne? Wenn der Mann das Problem ist, muss man versöhnen. Aber wenn die Frau das Problem ist, muss man sie schlagen und fesseln. Schlagen. Babu? Ja, Bruder. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, es gibt doch auch eine Geschichte im Islam, wo Mohammed tagsüber irgendwelche Erwachsenen das Leben genommen hat, sage ich jetzt mal, und die Tochter verschont hat und am Abend hatte sie, du weißt schon. Ja, 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 Safia. Wie hieß die? Safia. Safia bin Huyay, Safia Tochter von Huyay. Okay, das wollte ich wissen. Dankeschön. Wahnsinn. Und diese Geschichten, kennt ihr die direkt aus dem Koran, von den Suren, oder wo liest ihr diese Geschichten? Das sind meistens Asbab al-Nuzul, die Gründe, warum der Vers herabgesandt wurde. Ne? Für jeden Vers hast du einen Grund, warum er herabgesandt wurde. Es ist was passiert und dann hat Allah einen Vers geschickt. Zum Beispiel, als die Frauen von Autas... Babu, du hast ja Tafsir und Asbab al-Nuzul. Und Asbab al-Nuzul. Das sind die einzigen zwei Sachen im Koran, was du... Und manchmal hast du auch Hadithen dazu. Okay. Ja, so, also der Koran wird durch den Koran... Ja, Abu Majin.
انت انا ما بلد انت انا من المغرب مغرب نعم وكتأيد اليهود في وكتجي مع اليهود واليهود خوتنا خوتنا Ja, natürlich. Die Juden gibt es in Marokko seit 2400 Jahren. Vor dem Islam, vor alles. Es gibt ja auch 1 Million Marokkaner, 1 Million jüdische Marokkaner in Israel, das ist ja auch bewusst. Das weiß ich ja, Das ist eine andere Geschichte. Dieses Bild ist nur als dass wir für unsere Brüder und Schwestern, die jüdische Marokkaner, zu denen stehen, ne? Gegen die Terroristen. Und da arf ich noch die Palästin, Maya, im Maghrib für Polisario. Weißt du was? Akbar Terroristen, Huma Israel. Und Polisario? Und Polisario? Von wem werden sie unterstützt? Kennst du die Polisario? Front? Diese Gruppe meinst du? Sektengruppe? Das ist eine terroristische Gruppe, die in Südmarokko, den Süden Marokko für sich beansprucht. Kennst du es? Ja, ich habe von denen gehört. Weißt du, von wem die unterstützt wird? Allahu alam, ich weiß nicht. Kennst du die Flagge? Wie sieht deren Flagge aus? Von Algerien. Sieht genauso wie die Flagge von Palästina? Die werden von Palästina unterstützt, damit sie unser Land teilen. Nein, die werden von Algerien unterstützt, glaube ich. Nein, von Palästina. Oh, Yasser Arafat war bei denen, doch. Palästina. Yasser Arafat war bei denen und hat gesagt, ihr habt die gleiche Rechte wie wir. Marokko ist ein Unterdrücker und ist ein Kolonisator und der hat euch euer Land gegeben. Yasser Arafat selbst war bei denen dort in Südmarokko. Okay. Ja, in 87. Ja, im Jahr 87. Du kannst schreib einfach Yasser Arafat Polisario Besuch und kannst du lesen. Google es einfach. Ja, also die werden von Palästina unterstützt, um unser Land zu teilen und um uns in einen Bürgerkrieg zu führen, ja. Aber du stehst zu denen nur, weil sie Moslems sind, ne? Nicht, weil sie dein Land, dass sie dein Land teilen wollen, dass sie dich schaden wollen, ist dir egal. Hauptsache, die sind Moslems, stehst du zu denen. Warum stehst du nicht zu Jemen? Da würden 400.000. Ich stehe auch zu Jemen. Ich stehe zu jedem Unterdrücken. Aber keine Demonstrationen auf der Straße nicht. Warum stehe ich zu Israel? Israel erkennt dass Marokko das ganze Land gehört, ne? Dass Süden Marokko, die Sahara marokkanisch ist. Das erkennt Israel, hat dafür unterschrieben. Palästina ist dagegen. Die hat das nicht anerkannt und die hat unterschrieben gegen uns, dass wir das Land verlieren. Aber trotzdem Israel ist Akbar Mujrimin. Ja, aber Palästina macht das auch. Weißt du, wie viele Marokkaner entführt wurden von Marokko durch Polisario und durch den Gelder von Palästina? Also ich habe noch nie gehört, dass Palästina. Nein, aber das wird dir auch nicht gesagt von Muslimen, natürlich nicht, damit du ja zu denen stehst, aber das ist ja die Wahrheit. Wenn du recherchierst, findest du das, was ich gesagt habe. Ja, nicht echt. Das ist die Wahrheit. Guck mal, wann war Yasser Arafat bei denen in Yasser Arafat hat schon lange Tour. Ja, aber der war da hat gesagt, ihr habt die gleiche Probleme wie mir. Hallo Mansa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Was hat für ein also recherchier, guck mal einfach die Flagge, schreib Flagge Polisario und guck die Flagge, wie sie aussieht. Al-Muhim, عندي سؤال آخر. عايش أنت كتقبح في الإسلام؟ Aber du hörst doch warum. Wir reden gerade zum Beispiel über ich wollte gerade über Sklaven reden zum Beispiel, über Sklaven. Nur so wollte ich gerade ein Beispiel. Wenn du wartest, kann ich ein Beispiel geben und kannst danach reden. Also, die Freunde von Mohammed haben Frauen entführt, ne? Das waren von den Mushriken. Und diese Männer von Mohammed haben sich geschämt, mit den Frauen zu schlafen, weil sie verheiratet waren und ihre Männer immer noch am Leben waren, ne? Dann kam die Sure 4, Vers 24, Surat Nisa, Vers 24, Surat Nisa, wal muhassanati minan nisa illa ma malakat aymanukum. Da erlaubt denen Allah, mit den Frauen zu schlafen, obwohl sie verheiratet sind, weil sie Sklavinnen geworden sind. Und das sind zum Beispiel Sachen, die für diese Menschen unmoralisch waren, ne, was ist auch verständlich ist, wenn ich den Mann kenne, werde ich doch nicht mit seiner Frau schlafen, ne, und das sind Vergewaltigungen. Die Männer von denen im Krieg waren auch viele, sind gestorben auch. Nein, die Männer kommen ja nach 15 Tagen und wollen ihre Frauen. Das da will ich ja erzählen. In Asbab al-Nuzul und in den Hadithen hast du, dass diese Frauen verheiratet waren und die Männer waren noch am Leben und die haben nur die Frauen entführt und den Kinder und dem Gelder von diesen Männern. Und Mohammed hat dann die Frauen verteilt um seine Männer und die haben sich geschämt, mit den Frauen zu schlafen, weil sie verheiratet waren. Dann hat Allah gesagt, nein, das ist kein Problem, auch wenn es unmoralisch euch scheint, ihr dürft das machen. Und dann haben sie es gemacht. Nach 15 Tagen kamen die Männer von diesen Frauen und diese Kinder und wollten ihre Kinder und Frauen und Geld wieder haben. Die haben den Islam angenommen und dann hat Mohammed gesagt, ja, ich wusste, dass ihr kommt. Okay, wenn du wusstest, dass die kommen, warum hast du dann die Frauen verteilt um den Männer? Warum hast du das gemacht, wenn du wusstest, dass die kommen? Dann hättest du die Frauen einfach so lassen, die sollen die nicht anfassen, bis die Männer kommen.
Warum viele, überhaupt? Viele dann hat er gesagt, ihr entscheidet euch jetzt, entweder eure Geld oder eure Frauen und Kinder. Dann haben sich die Männer entschieden. Dann haben sich die Männer entschieden für ihre Frauen und ihre Kinder und haben auf deren Gelder verzichtet und die Frauen und Kinder sind dann zurück zu ihren Männern. Wenn die wollen, wenn einer nicht zurückgegeben will, dann kann er sie behalten. Und ja, das Problem ist, das steht ja im Koran. Also es steht Al-Muhassanat. Al-Muhassanat bedeutet die verheiratete Frauen. Al-Muhassanat ist eine verheiratete Frau. In Bukhari lesen wir aber auch, dass Taharraju min rishyanihim. Die haben sich geschenkt, mit denen zu schlafen, lianna lahum azwajun min al-mushrikin. So steht es. Rasulullah hat Frauen gegeben, die auch Männer nicht, die verheiratet waren. Also Männer, die nicht verheiratet waren. Die sagt, al-muhassanat. Die sagt, al-muhassanat. Muhassanat sind die Verheirateten. Die nicht verheiratet sind nicht Muhassanat. Von welchem ist das? Imra'a Muhassana ist eine Frau, die verheiratet ist. Ich weiß, was Muhassana ist. Ja, Muhassana mit Saad, nicht Sin. Muhassana. Ja. Das ist eine verheiratete Frau. Wenn er dir sagt im Koran, wal muhassanati minan nisa, das heißt auch auf Deutsch, euch, auf die Übersetzung auf Deutsch, den Vers ist, euch sind verheiratete Frauen verboten, außer die, die eure rechte Hand besitzen. Hand besitzt, ja. Genau, ja, und jetzt klar, in Palästina und Israel, das machen die ja, weil die dürfen das machen, die nehmen den Ehe, die machen das jetzt in 2024, machen die das, weil das im Koran steht, weil das die Gesetz von Allah ist und das Gesetz ist der Scharia. Erlaubt. Das machen die, weil das hier mit verheirateten Frauen, das können die machen. Stell dir vor, es ist eine Frau, das ist nicht haram. Damit will ich sagen, es ist nicht haram, weil wir ein Buch nehmen von 1400 Jahren zurück. Sina ist ja, haram. Damals würde ich noch denken, Sina ist haram, aber mit Sklavinnen zu schlafen. Was ist das? Ja, und er sagt dir, Muhassanat minan Nisa illa ma malakat aymanukum. Was ist mit Yemen? Das hat einen anderen. Was ist mit Das sind Frauen, die du versklavst und warte, Schwester Yemna. Das sind Frauen, die du als Sklavinnen nimmst und vergewaltigst. Der Prophet, ob die wollen oder nicht. Der Prophet hat gesagt, ich garantiere jedem das Paradies, der einen Sklaven befreit. Er hat ja nicht gesagt, sonst hätte er Maria befreit. Also geh runter. Mansa hat die. Hat das Sklavendasein abgeschafft, nach und nach, okay? Das kommt wie nach und nach? Wie Abraham Lincoln zum Beispiel, die eine ganze Armee geführt hat gegen seine weiße Armee. Abraham Lincoln hat eine weiße Armee gegen eine weiße Armee geführt, um den Sklaven zu befreien. Warum hat Allah das nicht gemacht? Warum war Abraham Lincoln stärker als Allah? Ich bin kein Gelehrter. Ja, aber ich sage dir, Abraham Lincoln hat das gemacht, oder nicht? Trotz steht auch wo steht, befreit die Sklaven? Warum hat Mohammed Maria nicht befreit? Warum hat er Joueria nicht befreit? Warum hat er nicht... Alter, warum laberst du die ganze Zeit ohne Pause, Alter? Lass doch mal aussprechen, was geht. Du hast keine Ahnung, aber wie lange soll es dann die Befreiung dauern? 1400 Jahre? Warum hat das 1400 Jahre gedauert? Und weißt du, was das Problem ist? Er hat gesagt, das hat ein Gelehrter, wie bitte, wir reden hier über Gott. Ein Gott hat nicht mal darüber nachgedacht, aber Lincoln hat darüber, ein schwarzen Menschen hat darüber nachgedacht. Damals, wo er noch selbst noch in der, der war selber in seinem Dreck. Im Probleme. Ja. Der war selber schwarz. Also außerdem, guck mal, er sagt dir in deinem Koran, Schwester, er sagt dir in dem Koran, Al-Hurru bil-Hurri wal-Abdu bil-Abd. Er sagt dir im Koran, Al-Hurru bil-Hurri wal-Abdu bil-Abd. Er sagt dir im Koran, der Freie für Freie und der Sklave für Sklave. Er sagt dir im Koran, Al-Hurru bil-Hurri wal-Abdu bil-Abd. Wir haben den Hadith, wo ein Mann, ein alter Mann, sechs Sklaven befreit hat vor seinem Tod. Dann hat Mohammed diese sechs Sklaven zu sich geholt, hat sie durch drei geteilt, drei Gruppen, zwei, zwei, zwei. Er hat Lose gemacht und zwei befreit und vier zurück in Sklaverei geschickt. Mohammed hat doch sogar die Leute selbst in Sklaverei geschickt. Doch, so brauchst du den Hadith jetzt auch. Babu, der Gott von... Warte. Von Koran. Warte, was ist passiert? Warte, ich gebe Ihnen jetzt die Hadith. Warte, Freunde, ich gebe Ihnen die Hadith. Wer sagt ja, ich lüge wieder. Warte, ich gebe euch die Hadith-Nummer und alles. Warte. Sekunde, Freunde, warte, ich bitte euch. Warte eine Sekunde. Er hat doch selbst Leute versklavt. Die Bani Qurayza hat er versklavt, selbst. Wo ist das denn nochmal? Warte, ich habe hier alles hier dann gespeichert. Ja, hier, einen Hadith. Sahih Muslim Nummer 70.
Abdullah la tuqbalu lahu salat hatta yarja'a ila mawalih. Der Sklave, der wegrennt von seinem Master, wird keine Gebete von ihm angenommen. La tuqbalu lahu salat, seine Salat ist nicht, weil es gibt ja auch muslimische Sklaven, ne, weil die meinen immer nur die Ungläubige werden versklavt. Auch Muslime werden versklavt, ne, in den Islam. Es gibt auch muslimische Sklaven. Der ist ein Kafir, seine Gebete werden nicht angenommen, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Also wenn eine Sklave wegläuft, ne, sagt er jetzt Sahih Muslim, Nummer 70, ja, wenn ihr sagt, ich lüge, Leute, die Leute, die sagen, ich lüge, Sahih Muslim, Nummer 70, den gibt's auch in Tabarani, Seite 2, Nummer 320 und 23, 31 und Al-Bayhaqi in seinem Buch Shu'ab al-Iman, 85, 96 und Tayalsi auch, 708, also ich habe euch gerade vier Quellen genannt. Al-Abdul Abiq la tuqbalu la salat hatta yarja'a ila mawalih. Ein Sklave, der wegrennt von Sklaverei, ist ein Kafir, seine Gebete werden nicht angenommen, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Verstehst du darunter nicht? Warte. Und die Frauensklavin, die muslimischen Frauen Sklavinnen dürfen kein Kopftuch tragen. Dafür hier, warte. Ja, also für die Muslime, die Kopftuch tragen, diese Frau, dieser Punkt. Ich will euch die andere Quelle geben. Warte, Schwester, eine Sekunde. Sahih Muslim Nummer 1668. Sahih Muslim Nummer 1668. Anna Rajulan a'taqa sittata mamlukina lahu 'inda mawtih. Einen Mann hat sechs Sklaven befreit vor seinem Tod. ولم يكن له مال غيرهم دي hatte kein anderes Geld فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم der Prophet hat diesen Sklaven zu sich geholt فجزأهم أتلاتا der hat sie durch drei geteilt ثم أقرع بينهم dann hat er Lose gemacht فأعتق اثنين der hat zwei befreit وأرق أربعة und hat vier zur Sklaverei zurückgeschickt وقال له قولا شديدا und er hat ihn auch noch beleidigt, weil er die Leute befreien will. Am Ende hat ihn auch noch beleidigt, weil er sechs Leute befreien wollte. Also wenn Allah und Mohammed die Leute befreien wollen, warum hat er diesen Mann jetzt davon abgehalten, sechs Sklaven zu befreien? Das war doch Jackpot. Ne, sechs Sklaven auf einmal wären jetzt frei. Der hat ihn noch beleidigt, weil er sie befreien wollte und er hat vier zurück in die Sklaverei geschickt und nur zugelassen, dass zwei befreit werden. Noch einen anderen Hadith, Leute. Ich geb's euch. Sahih al-Bukhari 2592. Sahih al-Bukhari 2592. Hier redet er über Maimuna bint al-Harith Umm al-Mu'minin, also die Frau von Mohammed. Die hatte eine Sklavin. Anna a'taqat walida wa lam tasta'din an-Nabiy sallam. Sie hat Walida befreit, eine Sklavin befreit und hat Mohammed davon nicht gesagt. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi, als es der Tag war, wo er sie besuchte, die seine Frau, sagte jetzt die Frau, Asha'arta ya Rasulallah anani a'taqtu walidati, hast du gemerkt, dass ich meine Sklavin befreit habe? Sagte er, hast du wirklich gemacht? Sie antwortete, ja, habe ich. Dann hat er gesagt, amma innaki law a'taytaha akhwalaki kana la'adama li ajrik. Hättest du sie deine Onkels verschenkt, ne, damit sie eine Sklavin bleibt, ne, weil man kann auch Sklaven befreien, hättest du sie weiter verschenkt an deine Onkels, hättest du mehr Belohnung von Allah. Also Allah belohnt die Leute, wenn sie weiter Menschen versklaven und nicht, wenn sie sie befreien, weil warum hat er sich hier nicht gefreut? Er hat gesagt, hättest du sie deine Onkels gegeben, hättest du mehr Belohnung von Allah. Ja, den gibt's auch in Sahih ibn Khuzaymah 24, 34 auch, ne? Also Leute, sagt mir nicht mehr, dass Mohammed für Sklavenbefreiung war, im Gegenteil, der hatte selbst Sklaven, der hatte Juwelier nicht befreit, der hatte die andere, wie heißt die andere nochmal? Der hatte vier Sklavinnen, mit denen er regelmäßig geschlafen hat. Auch Maria hat er nicht befreit, ne? Und sie ist auch Sklavin geblieben, bis er gestorben ist. Wenn du mir sagst, dass Allah hatte einen Plan, Menschen zu befreien, dann muss sein Plan ja auch funktionieren, ne? Abraham Lincoln war nur ein Mensch. Ein Mensch hat eine bessere Arbeit gemacht als Allah. Der hat eine ganze Armee von Weißen gegen eine ganze Armee von den Süden von Weißen geführt, um Sklaven zu befreien. Also warum hat Allah das nicht gemacht oder Mohammed? Wenn er selbst Leute versklavt hat. Und dann sagen die Hikma. Und dann sagen die. Ja, nein, der sagt, dass er sagt, sie sollten die Leute befreien. Sagt er nicht. Warum hat er Maria nicht befreit und Sirin ihre Schwester? Warum hat er Sirin weiter verschenkt? Weil der kein Gott ist. Der beschimpft sogar die Leute. Mohammed beschimpft die Leute. Mohammed hat Leute beschimpft, weil sie Sklaven befreit haben. Ey, der hat Leute beschimpft, weil sie die Sklaven befreit haben. Wie willst du mir sagen, dass er für Sklavenbefreiung war, wenn er doch dagegen immer war? Wenn er so dagegen. Ich habe doch gerade die Hadithe gelesen, Abu Majin. Lüge bei Allah. Ich nenne euch nochmal die Hadith-Nummer, Leute. Das ist doch verrückt. Hier, lies uns, willst du hochkommen und uns den Hadith lesen von Sahih Bukhari 2592? Ja, ich hol dich hoch, kannst den Hadith lesen. Bitteschön. Sahih Bukhari 2592.
Wieso lügst du? Sei mal ehrlich, warum lügst du so viel? Ja, hier, den Hadith, lese uns bitte den Hadith 2. Nein, ich lese jetzt meinen Hadith, den ich hier habe bei Bukhari. 25:92, lese uns den Hadith. Der Prophet hat gesagt, Abu Huraira sagte, der Prophet... Also, warum will er jetzt diesen Hadith nicht lesen? Verstehe ich nicht. Das ist doch Sahih Bukhari, ich sag dir nicht Sahih Kamasutra. Das ist Sahih Bukhari. Den ich habe. Nein, dieser Hadith ist Sahih al-Bukhari, habe ich dir gesagt. 25:92. Den anderen Hadith, Sahih Muslim, 16:68. Warum willst du es nicht lesen? Trau du dich, warum willst du den Hadith nicht lesen? Warum? Weil es gegen deinen Prophet ist? Weil er beweist, dass Mohammed für die Sklaverei war und gegen Sklavenbefreiung war? Wie peinlich einfach, ey. Hallo, Ario. Hi, Bruder. Frohes neues Jahr, Bruder. Frohes neues Jahr. Ja, mein Lieber. Du kannst denn erzählen. Die haben ja ihre eigenen Hadithe und deine sind nicht authentisch immer, ne? Ich sage jetzt Sahih Bukhari, Sahih Muslim, die will mir mit irgendwas kommen, was es ja gar nicht Sahih wahrscheinlich ist. Ja. Nee, entweder du liest das, was ich sage, weil das hier beweist, dass Mohammed für die Sklaverei war. Wenn er einen Mann beschimpft, ne? Anna Rajulan. Entschuldigung. أن رجلا أعتق ست مملوكين له عند موته. Ein Mann hat 6 Sklaven befreit vor seinem Tod. ولم يكن له مال غيرهم. Das ist alles, was er diesen Mann hatte. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mohammed hat diese Sklaven zu sich geholt. فجزأهم أتلاتن. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid einer von diesen 6 Sklaven, ja? Ich bin einer von diesen 6 Sklaven. Und mein Master, der meine Besitzer, sagt mir, du bist frei, ich habe dich befreit. Ja, mit den 6 anderen. Und dann ruft uns der Prophet von Allah, der Barmherzige, der Allwissende, der auch alles, ne, der beste Mensch auf der Erde und sagt uns, nein, nur 2 von euch werden frei und 4 werden weiter versklavt, die gehen zurück zur Sklaverei, obwohl die frei waren, ne? Die wurden befreit, der hat sie zurückgeschickt in die Sklaverei. Und du sagst mir, der will die Leute befreien? Wie kannst du sowas sagen, Mann? Wie kannst du sowas sagen? Er sagt dir, qala lahu qawlan shadidan, der hat ihn noch beleidigt und beschimpft, weil er die Männer befreien wollte. Das ist echt der Wahnsinn. Und seine Frau hat eine Frau, ihre Sklavin befreit und dann hat er gesagt, nein, warum hast du sie nicht deinen Onkels verschenkt, ne, damit die sie weiter vergewaltigen? Da hättest du mehr Belohnung von Allah. Also wenn Allah sogar die Leute belohnt, wenn sie die Sklaven nicht befreien, sondern weiter verschenken, kannst du mir nicht sagen, dass Allah will, dass wir die Menschen befreien. Oder als Momo starb, hat er noch den Benal noch an Abu Bakr gegeben, verkauft? Wie war das denn? Hat er es noch an ihn verkauft oder hat er ihn einfach übernommen? Ja. Was meinst du, Bruder? Ich so, als Mohammed starb, er hatte doch den schwarzen Binal gehabt, der Sklave von ihm. Bilal ist Sklave geblieben, ja. Hat er den an Abu Bakr verkauft oder hat er ihn das einfach nur so gegeben, so pass auf, du als Abu Bakr hatte, Abu Bakr hatte ihn ja gekauft, Abu Bakr hatte ja Geld, ne? Der hat ihn ja gekauft, als Erster. Ach so, ich dachte jetzt, der war jetzt direkt bei Mohammed und Mohammed hat ihn das dann direkt an Abu Bakr verkauft. Nee, wenn ich mich noch richtig erinnere, das war Abu Bakr, der ihn als Erster gekauft hat. Okay. Aber der hat sie ja alle gedient. Ne? Die waren ja immer zusammen. Ja. Es steht in vielen Hadithe, der Amara, Amara Bilal, der hat Bilal befohlen, dies und das zu machen. Steht in vielen Hadithe. Mal bis der starb quasi, der hat ihm seine Freiheit nicht gegeben. Er dachte, der hatte doch, da gibt es so einen Hadith, wo er sagt, wenn du mich für Allah genommen hast, nehme ich für die Rechte des Allah. Und wenn du mich als Sklave nimmst, dann gib mir meine Rechte quasi. So gibt es so einen Hadith, glaube ich. Ne? Bis der starb, glaube ich, hat ihm seine Freiheit nicht gegeben. Aber nicht frei. Auch Maria nicht. Auch Maria, seine Frau, der hat mit ihr sogar ein Kind bekommen, der hat sie nicht befreit. Die ist Sklavin geblieben, bis er gestorben ist. Ja, der hat sie nicht halal gemacht, der hat sie nicht geheiratet. Und nein. Viele Muslime sagen, dass die ist ja als halal, also der hat sie als Frau genommen. Es gibt eine Liste von den Frauen von Mohammed, die er geheiratet hat, und da steht Maria nicht. Richtig. Die gibt sogar in Mekka eine so eine Tafel mit den Frauen, Namen von Frauen von Mohammed, und da war nichts von Maria. Also da können sie ja so viel behaupten, wie sie wollen, es gibt keinen Beweis. Der hat sie nicht befreit, die ist Sklavin geblieben bis am Ende. Richtig, Bruder. Und dann will mir irgendeine Hadith beweisen, dass Mohammed für die Sklavenbefreiung war. Ich habe dir gerade 3 Hadiths gegeben. Wenn der Sklave freilaufen will, wenn er wegrennt von der Sklaverei, ist er ein Kafir und seine Gebete werden nicht von Allah angenommen. Ne? Bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Erste Hadith, zweite Hadith, 3 Hadith habe ich dir jetzt gegeben. Du willst mir irgendwas anderes geben? Wie? Also, es ist wirklich peinlich, Leute. Es ist wirklich fremdschämend. Haben wir keine Muslime mehr?
Ich mache dann auch gleich Feierabend, Leute. Also ich verabschiede mich mal für heute. Galo, du hast gar nicht geredet. Sorry, Bruder. Ja, alles gut, ich höre euch gerne zu. Ich höre euch gerne zu. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, wünsche ich euch. Danke, wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao, ciao. Willst du noch was sagen, Chris, vielleicht? Ja, ich muss erstmal verarbeiten. Das sind viele Informationen, die du so raushaust nacheinander. Und ich finde auch die Bücher vom Islam sind ziemlich kompliziert aufgebaut. Ja, wir haben den Koran, dann heißt es ja, der Koran wurde nicht verändert. Dann gibt's einen Hafs und einen Wash und was weiß ich nicht was. Ich versuche da auch einiges zu lernen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Infos, die du gibst. Und ja, ich nenne ja auch immer die Quellen. Ich nenne euch nicht, also ich sage nicht nur, es gibt einen Hadith. Ich habe euch jetzt gerade die Nummer gegeben, ne? Man kann ja auch selbst dann suchen und lesen. Ich erzähle hier keine Lügen. Man kann ja überprüfen. Ich erzähle nichts von meinem Kopf. Ich habe euch die Hadith-Nummer gesagt. Kann ich auch gerne nochmal sagen. Nochmal sage ich ja. Sahih Bukhari 2592, ne, wo er sagt, hättest du sie deiner Onkels mütterlicherseits verschenkt, hättest du mehr Belohnung von Allah. Also wenn du sie nicht befreit hättest, hättest du mehr Belohnung bekommen, als sie zu befreien. Das ist schon problematisch. Wenn das kein klarer Beweis ist, dass man die Sklaven nicht befreien soll, ne? Und hier nochmal, wo der Mann 6 Sklaven befreit und er schickt zurück, der hat nicht nur ihn davon abgehalten, die Menschen zu befreien, der hat sie zurückgeschickt in die Sklaverei. Muhammad hat sogar freie Menschen wieder zu Sklaven gemacht. Befreite Menschen hat er wieder zu Sklaven gemacht. Hier, Sahih Muslim 1668. Ja, Sahih Muslim 1668, das ist klar. Könnt ihr bitte lesen. Ich sage Sahih Muslim, ich sage nur Sahih. Ich benutze nie einen Hadith, der nicht Sahih ist. Oder Sahih Muslim Nummer 70, dass der Sklave, der wegrennt von seinem Master, ne, oder seine Freiheit hat erlangen will, ist ein Kafir und seine Gebete werden nicht angenommen, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Das ist ganz klar. Leute, bitte, liest das selber. Glaubt mir nicht alles, liest einfach. Wenn ich euch die Quellen nenne, dann könnt ihr ganz einfach finden und euch da informieren, lesen und verstehen. Ja, das muss ich zugeben. Ja. Ich habe auch einiges nachgelesen, auch besonders im Koran, und immer wieder bewahrheitet sich das, was ihr so sagt. Ja. Also das ist, aber ich meine, ich bin mit Muslimen aufgewachsen, ich habe viel Erfahrung, wie die so leben sozusagen, und kann auch aus eigener Erfahrung einiges zustimmen. Ja. Ja, manche verstehen, wir reden über Sklaven, Leute, wir reden über Sklaverei. Eigentlich sollte dein Kopf Error machen, wenn wir über Sklaven reden, weil das sowas geht gar nicht. Das Einzige, was man machen kann mit einem Sklave, ist ihn zu befreien. Punkt. Es gibt keine Ausreden, es gibt keine Rechtfertigung, es gibt nichts, was du sagen kannst. Nein. Nix. Ein Mensch hat seine Freiheit zu haben. Du kannst nicht einen Menschen, weil wisst ihr, wie schlimm es war? Wisst ihr, wie schlimm es ist, ein Sklave zu sein oder eine Sklavin? Ne? Deine Master kann dir befehlen, dass du für ihn Nacht tanzt, ne? Dass du ihn bedienst, wie der Sklavin von Omar, die seine Freunde bedient haben mit nackten Brüsten und offenen Haare und so. Wie erniedrigend das ist für diese Frauen, ne? Dass du sie vergewaltigen kannst, ob sie will oder nicht will. Ne, und dann sagst du mir, Zina ist das Problem. Das ist doch schlimmer als Zina. Zina sind zwei, eine Frau und ein Mann, die freiwillig beide einverstanden sind, miteinander zu schlafen, aus Liebe oder was auch immer. Und dann sagst du mir, das ist unmoralisch, das ist schlimm, das ist katastrophal, aber eine Sklavin zu vergewaltigen, auch wenn sie es nicht will, ne, und zu besitzen, ist normal und ist halal. Hört ihr euch überhaupt zu, Leute? Es kotzt mich wirklich an. Es ist zum Kotzen, Leute. Was ist mit eurer Moral passiert? Wo ist eure Moral? Was ist mit eurem Gehirn? Seid ihr wirklich, habt ihr da Hefe oder habt ihr da ein Gehirn? Was habt ihr da drin? Wie denkt ihr? Wie könnt ihr denken, dass es schlimm ist, wenn ein Erwachsener mal mit einer erwachsenen Frau zusammenschlafen? Das ist eine Katastrophe und schlimm und für Allah haram und Zina und die müssen bestraft werden und getötet werden. Aber ein Mann, der eine Frau versklavt und vergewaltigt, ohne ihre Dings, Erlaubnis mit ihr schläft und zwingt sogar mit ihm zu schlafen, ist moralisch und okay und normal für Allah. Ich bitte euch, Leute, hört ihr euch überhaupt zu? Ich bitte euch, bevor ihr in so eine Sache rechtfertigen wollt, denkt ein bisschen, was die Leute über euch denken werden. Also, einfach nur zum Kotzen, Leute, einfach zum Kotzen. Ich entschuldige mich, Leute, aber solche Themen sind wirklich schlimm und das kann ich einfach nicht verstehen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Ja, die haben keine Moral. Die Moral ist bei denen nicht. Ja, Menschen. Wahnsinn.
Wie war das eigentlich für dich? Ich meine, du bist ja da aufgewachsen. Hast du das auch als, hat dich das schon gestört als, als junges Kind? Oder hast du das irgendwann das mal mit verstanden? Den Sklaven, ja. Ich habe immer meine Eltern gefragt, wie kann es sein, dass der Islam, ich dachte immer, ne, wie die hier, nein, der Islam hat doch die Sklaven befreit und so. Es gibt 4 Quellen für Sklaven im Islam. Entweder du kannst die kaufen im Markt, ne, wie Tiere. Da stehen sie nackt, kannst du sie kaufen. Wir haben alle das Video gesehen von Mekka, ne, neben dem Kaaba, wo Frauen verkauft werden, nackt, ne, nackte Brüste und alles, wo sie angefasst werden, die Zähne suchen, wie ein Tier, wie als würdest du ein Pferd oder ein Lamm kaufen. 1964 war das, Leute. 1964 waren immer noch Sklavinnen neben dem Kaaba zu verkaufen. Ne, 1964, 1400 Jahre hat das nicht funktioniert, sondern den Plan von Allah. Um den Freund, schreibt einfach Slave Market Arabia 1964 und guckt euch das auf YouTube. Guckt euch das Video, gibt es von den Reportagen. Slave Market 1964. Dann werdet ihr sehen, wie die mit Frauen umgehen, wie Sklaven, allerdings Ausbildungsstellen für Sklavinnen sind, wo die kleinen Kinder von deren Mütter genommen werden, um weiter zu verkauft zu werden. Es gibt eine andere Quelle, das ist die Hadia, verschenken, wie Mohammed Maria als Geschenk bekommen hat und Syrien verschenkt hat. Ne? Die zweite Quelle für Islam, für Sklaven im Islam. Die dritte Quelle ist den Krieg, den Dschihad, und dann versklavt so die Leute. Die vierte Quelle ist, dass die Sklaven Kinder gebären und die Kinder sind auch deine Sklaven. Und willst du mir sagen, du willst sie irgendwie befreien? Mit diesen ganzen Quellen vom Islam? Wie? Willst du denn die, wo steht, dass die Menschen Sklaven befreien sollten? Gib mir einen Vers, wo es steht, nein, ihr dürft nicht mit Sklavinnen schlafen, ihr müsst sie respektieren, ihr dürft sie nicht zwingen zum Schlafen mit euch, ihr müsst sie befreien. Gibt's nicht. Leute, ihr könnt nicht behaupten, ohne Quellen. Ja, ich das sag, heißt doch dann... Das heißt doch dann auch, dass die Kinder mit ihren eigenen Sklaven bekommen haben, ne? Waren diese Kinder dann auch angesehen als eigene Kinder oder? Also, wenn du mit deiner Sklavin schläfst, nein, ich meinte, wenn du eine Sklave hast und eine Sklavin und sie dann zusammen heiratest und sie schlafen miteinander und dann gebären sie ja Kinder und diese Kinder sind auch deine Sklaven. Wie Tiere, ja, wie ja. Wenn du eine Kuh hast und einen Stier und die miteinander schlafen und die gebären dir eine andere Kuh, diese Kuh gehört dir auch. Ja, verstehst klar. Du? Ja. Das ist so, das ist wie Dings, wie eine Farm, wie eine Dings, wie eine halt, ne Dings. Ja, Sklaven Menschenhandel, Farm. Menschenbesitz, das ist halt, ja, wieder. Ja, und wir wollen es rechtfertigen, irgendwie schämt euch nicht. Ich danke euch, Leute, ich mache jetzt wieder eine Pause. Ja, wir waren wieder lange live. Ich danke euch, habt einen schönen Abend, passt auf euch auf, ne? Und bis später vielleicht. Freunde, die gerade hoch wollen, sorry Leute, ich wollte gerade eine kurze Pause machen. Ne? Danke dir, Babu, erhol dich. Danke dir, Bruder, danke. Ich komme vielleicht nochmal später in 2 oder 3 Stunden. Ich muss auch nochmal mein Handy aufladen. Ich danke euch, Freunde, ganz viel Liebe, ja, passt auf euch auf. Alles du Gute. Auch, ja. Danke, Cosinus, ich wünsche dir auch einen guten Abend. Bis nachher, ja, passt auf dich auf.